Schönen guten Morgen, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Pop, Punk und Politik. Dieses Jahr schon quasi traditionell vom Rock am Berg, das dritte Jahr in Folge. Und auch das dritte Jahr in Folge sitzt Tweety neben mir, einer der Menschen, die das hier mitorganisiert, maßgeblich auch. Und ja, erstmal Tweety, erstmal danke, dass du für heute Sonne bestellt hast. Das erste Mal in drei Jahren, dass ich schlechtes Wetter erlebt habe am Anreisetag. Aber es geht, würde ich sagen, oder? Ja, hallo. Ja, schön, dass wir das wieder machen können. Und ich glaube, sonst bist du auch immer erst am Donnerstag selber angereist und da war das Wetter immer schön. Das stimmt. Also wirklich, die letzten Jahre war immer eher das Problem, genügend Sonnencreme mitzunehmen. Aber nichtsdestotrotz, ich bin trotzdem auch wieder begeistert. Ich war heute Morgen schon joggen. Ich bin eine Dreiviertelstunde durch den Ort gelaufen und es ist ja wirklich ein wunderschöner Ort. Wenn man so von hinten von der Werra ist, das glaube ich, so über die Richtung Berge guckt, das ist ja traumhaft. Bist du eigentlich hier in der Ecke groß geworden? Noch? Ja, ich komme tatsächlich von hier, also zwei Orte weiter, aus Facher. Ja, und ich lebe schon eigentlich immer hier, mal mit so kurzen Abständen, mal woanders. So. Ja. Aber im Großen und Ganzen ja, immer hier. Ja. Du bist ja auch dem Rock am Berg sehr treu geblieben. Mein drittes Jahr, dein wievieltes Jahr jetzt? Von Anfang an, also ich bin ja der Gründer von diesem ganzen Ding. Das war so eine Schnapsidee irgendwie mal irgendwann. Ganz klein, damals in Facher noch und da mussten wir ja schon dreimal umziehen, weil Facher ist dann zu groß geworden. Das war eine ganz geile Klosterruine, direkt an so einem alten Vulkan dran, deswegen auch Rock am Berg. Das war richtig geil, da war halt eine Gartenanlage und irgendwann war es halt groß und die ganzen Pangos haben halt die Gartenzäune für Feuerchen genommen und sind dann Sonntagnachmittag im Marktbrunn baden gegangen. Das fanden die AnwohnerInnen nicht so cool. Sind wir dann nach Mergos umgezogen, waren dann erst direkt an der Werra. Ja. Da ist so ein altes Schwimmbadgelände gewesen, was da nicht mehr gab. Da waren wir und da war dann aber ein Jahr lang Hochwasser. Ja. Und da sind wir hier hochgezogen und seitdem sind wir hier am Waldstadion in Mergos. Ja, ich habe, es war ganz interessant. Ich bin ja reise auch tatsächlich das dritte Jahr in Folge mit Second Bandshirt an, die auch wieder einen Stand hier haben. Also erstmal ganz große Props raus an Second Bandshirt dafür. Und die Kollegin, mit der ich angereist bin, die meinte auch, es ist immer so ein bisschen schon fast absurd. Man fährt in dieses Gelände hoch und dann ist dieses ehemalige, ich glaube, Leichtathletikstadion. Ne? Ja, genau. Ihr habt das ja übernommen vor ein paar Jahren, ne? So wie ich das richtig verstanden habe. Wie fühlt es sich an? Also hat man manchmal auch so das Gefühl, boah, ist ja auch ganz schön viel, was wir uns da aufgenommen haben? Oder ist es auch immer noch so, sag ich mal, die Freude an allem überwiegt? Sowohl als auch tatsächlich. Das ist natürlich viel Arbeit. Weil wir müssen das Ding ja instand halten. Wir sind Pächterin von dem Gelände, von der Gemeinde. Ja. Und du siehst, wir haben hier vor drei Wochen erst Rasen gemäht, du siehst, wie hoch das hier wieder steht durch das Wetter, ne? Und der Hang, der wächst ständig und dann ist ja so viel, wir haben ja selber Strom gelegt, da gab es keinen Strom und Wasser und halt alles, was man so machen muss. Ja. Hättest du natürlich auf anderen Gelände nicht, wenn du irgendwo hingehst, dich einmietest, aber ich glaube, der Charme hier oben, der macht das alles wieder wett. Absolut. Kannst du dich noch sozusagen an Vorwendezeiten an diese Ecke hier erinnern? Ja, das war das wurde damals als Oberliga-Stadion gebaut, weil Kali Werra Tiefenort ja in der zweiten DDR-Liga gespielt hat. Fußball. Fußball, genau. Okay. Die waren hier und Kali Werra hat auch eine Leichtathletikabteilung. Aha. Und das war hier oben richtig Alarm. Da waren ja auch richtig Ränge, hier rechts und links. Und hier sollte eigentlich DDR-Oberliga gespielt werden dann. Ja. Aber da gibt es ja in Tiefenort das altehrwürdige Kaffeetälchen, was ja wirklich Kultstatus hat. Okay. Und das ist ja nur 10 Kilometer weg von hier. Ja. Okay. Und genau, und dadurch ist das, war das hier ein Leichtathletikstadion, hier gab es alles, alles, was man braucht, Hochsprunganlage, Kugelstoßen und all so ein Kram. Ja. Wow, krass. Also ich finde das immer wieder faszinierend. Also auch so, wie gesagt, ich guck so in diesen Ort und dann fährst du hier hoch, das hat wirklich was Mystisches schon fast ein bisschen, auch wenn ich überhaupt nicht so der mystische Mensch bin. lass uns mal über das Line-Up reden kurz. Also ich habe das Line-Up gelesen und habe gedacht, oh mein Gott, Turbostart, Pasco, Captain Planet, Tynia, ich weiß gar nicht, Pestpocken, also unfassbar. Ich muss dich unterbrechen, Pestpocken haben vor 10 Minuten abgesagt. Ja, ach nein. Und die spielen leider nicht. Ja, der Schlagzeuger hat leider Toilettenprobleme. Aber Gott. Pestpocken kommen in einer ein bisschen anderen Besetzung. Okay. Scum Shine auch mit einer Sängerin, Danny wird dabei sein. Okay. Und, also die halben Pestpocken sind trotzdem da. Alles klar. Aber es ist die einzigste Absage dieses Jahr. Okay, ja, das ist wirklich gut, ne? So ein bisschen ist ja aufgefallen, im Herbst hattet ihr einen Aufruf gemacht für Spenden, weil es knapp wurde. Kannst du ein bisschen erzählen? Also letztes Jahr war es ja, du hattest das ja auch schon letztes Jahr im Podcast ein bisschen erwähnt, dass es so
knapp war, auch ne, Verkaufszahlen so ein bisschen dahinter. Was habt ihr so für Lessons learned daraus gezogen und wie hat es funktioniert mit den Spenden? Konntet ihr das auffangen? Ja, also was wir daraus gelernt haben, ist ganz einfach. Also wir haben letztes Jahr mal probiert, so wirklich mit Headlinern zu arbeiten. Ne? Ja. Und hatten ja da Talco, die Donuts, ja. ZSK, alles phänomenale Bands. Die Donuts haben uns einen Schwung gegeben. Die haben uns in viele Sachen auch reingebracht, wo wir niemals hingekommen wären. Ja. Haben im Nachgang, nach diesem Spendenaufruf, also um das Ding kurz zu machen, wir haben insgesamt zu viel Geld für Bands ausgegeben letztes Jahr, wo wir alle dachten, es kommt viel, wenn man Leute, so viel mehr Leute zieht. Also haben uns da definitiv verkalkuliert. Ja. Aber im Endeffekt waren es auch die Bands, wie die Donuts zum Beispiel, die dann ihre ganze Gästenlisten, Spenden, die auf Tour machten, uns dann also gegeben haben. Ne? Da haben die uns aber vorher gar nicht kommuniziert. Irgendwann kam eine Mail, hier, das und das Geld haben wir, gebt mal eure Bankverbindung. Ja. Und Wahnsinn, die machen auch so, wir haben so mit denen noch Kontakt auch. Also eine so liebe Menschen und auch was die werbemäßig für uns gemacht haben, Wahnsinn. Cool. Wir haben die Kalkulation dieses Jahr nach unten geschraubt, von den Bandgagen, von den Gesamtbargagen her. Und wie du ja sagst, ich denke auch, das Line-Up ist ein Wahnsinn geworden. Da kam eins zum anderen. Und du hast aber auch gemerkt, wie viele Bands wie Trepto, die ja letztes Jahr schon als Ersatz da waren, die sich einfach angeboten haben, sagt, Alter, wir spielen, gibt uns die Fahrtkosten irgendwie, ne? Mehr wollen wir nicht, wir wollen nicht unterstützen, es muss am Leben bleiben. Cool. Und das hat man halt von ganz vielen und auch diese Agenturen, mit denen wir da arbeiten, was KKT ist, wo Pasco und Torbuchstaben. Ich glaube, die wissen zu schätzen, was wir hier leisten auf dem Plattenland. Ne? Ja. Und das macht auch wahnsinnig Spaß, mit den Leuten zu kommunizieren, die sind nicht doof oder irgendwas. Und das macht's wieder. Ja. Ja, genau. Ja, die Spendenaktion haben wir dann aufgerufen. Es gab gar nicht viele große Vorwürfe, so, ja, das hätte ja wissen können und bla und Keks. Ne? Die Leute waren da, die haben gespendet. Wir haben viel, viel Geld reinbekommen. Natürlich nicht alles. Ja. Aber ich denke, das werden wir dieses Jahr hinkriegen, dadurch, dass wir ja unsere ganze Kalkulation nach unten geschraubt haben. Wir arbeiten das erste Mal ohne professionelle Security, sondern unser eigenes Team Ordnung hat sich selber so aufgestellt, dass sie das selber betreuen können. Ja. Wird eine Herausforderung dieses Jahr, weil es ja das allererste Mal ist. Die machen das alle ehrenamtlich, kriegen halt eine Aufwandsentschädigung. Aber genau, bin ich gespannt, was das wird, aber ich bin guter Dinge. Ich glaube, das funktioniert. Die machen es gut. Ich finde auch, also ich finde auch im Vorfeld, ihr habt gut kommuniziert irgendwie. Ich fand, das war irgendwie so, gab jetzt auch gerade noch die Sache mit HC Baxter. Da habt ihr auch, finde ich auch, fand ich sehr, sehr gut, wie ihr dazu kommuniziert habt. Also da habt ihr auch Teamordnung, Team Awareness mit drin gehabt. Das finde ich, es macht auch nach außen was her. So, ne? Dann sieht man, ihr habt eingestanden, dass ihr irgendwie vielleicht nicht sofort sehr, so korrekt korrigiert habt. Also ich finde das total gut. Du sagst ja auch gerade selber, ich bin dir auch sehr dankbar für die Offenheit zu sagen, ne? Wir haben uns verkalkuliert, da haben wir ein bisschen so anders irgendwie gerechnet. Umso schöner, dass es dieses Jahr trotzdem stattfinden kann und ich glaube auch fast ausverkauft ist. Ne? Also es ist ausverkauft. Ah, wunderbar. Ich finde, das hat dieses Festival total verdient. Du hast es gerade gerecht, auch nochmal gesagt, wir sind hier auf dem platten Land. Wir sind hier in der thüringischen Provinz. Thüringen ist in den letzten Monaten natürlich vor allem in den Medien gewesen wegen den exorbitanten Werten leider der AfD. Du bist ja jetzt auch kommunalpolitisch aktiv. Wie geht's dir gerade jetzt auch nach der Kommunalwahl? Man liest viel, ich sag mal, in Berlin lese ich viel in der Presse, aber mich würde mal interessieren, dein persönlicher Blick als Lokaler, als Anwohner, als Mensch, der hier aktiv ist. Tatsächlich, was das Thema betrifft, völligst niedergeschlagen. Also, die Kommunalwahlen waren ja bei uns letztes Wochenende. Ja. Nee, vor zwei Wochen am Sonntag sind ja Europawahlen und die Stichwahlen bei uns kommunal. Oh, das war der Horror. Das war einfach der Horror. Diese BSW, also Sarah Wagenknecht, die ja gesagt haben, die treten an, um der AfD zu schaden oder die AfD zu schwächen. Genau das Gegenteil ist passiert. Die schwächen natürlich nur die Linke, ne? Nur die Linke, genau. Und ja, wir haben im letzten Jahr im Kreistag, wo ich ja auch vertreten war, hatten wir 9 Sitze. Jetzt haben wir noch 3 und ein. Aber mit viel Glück 3, ne? nicht mal mein Fraktionsstatus. Im Stadtrat in Facher, wo ich herkomme, bin ich tatsächlich wieder gewählt worden, aber als einziger, das ist niederschmetternd. Das hat mich doch viel Kraft auch gekostet, auch das Ganze die Ergebnisse, ne? Das ist so, dass die AfD, die hat als Landratskandidaten einen Menschen, den kein Mensch kennt, ne? Haben die aufgestellt und der ist fast auf den Stand reingekommen und dann siehst du ein paar Kilometer weiter Tommy Frenk, der ja Nationalsozialist, ist ja nicht mal AfD, der ist ja der ganze Thema, die ganze Thema-Geschichten danach.
der ist auch in der Stichwahl für die Landratswahl gekommen und mit einem wahnsinnig guten Ergebnis für ihn, mit so viel Stimmen, das ist unglaublich. Also das ist, ich weiß nicht, ob die Menschen da nicht mehr nachdenken, weil das kann keine Politikverdrossenheit allein mehr sein. Also das Argument lässt du nicht nur zählen? Nee, oder? Auf gar keinen Fall mehr, nein. Weil die wissen ja bewusst, dass sie da einen Nazi wählen. Und gerade bei Tommy Frenken ist es ja bekannt, wer das ist. Das weiß jeder. Ne? Mhm. Also. Und ja, auch bei der AfD, das weiß gerade hier auch bei uns im Wartburgkreis, wenn man das ein bisschen verfolgt, was da für Parolen sind. Ne? Und die Heimat, was ja die NPD mal war, selbst die sind in den Kreistag eingezogen und in Eisenach im Stadtrat wieder mit 4 Leuten. Das ist irre, ne? Patrick Wieschke, und die rufen ja gegenseitig auf, sich zu wählen. Mhm. Und also da braucht mir keiner zu sagen, ja, wir haben aus Protest gewählt oder sowas. Okay. Ne? Dann ich tatsächlich auch eine krasse Zahl fand, war ja diese U18-Wahl in Thüringen, und ich glaube, es waren irgendwie 45% haben AfD gewählt. Wenn du das einschätzen würdest, ihr macht ja hier ein Festival, wir rocken rechts weg, würdest du sagen, ihr erreicht auch junge Leute mit eurem Festival? Also gerade auch so, kommen hier auch junge Leute aus der Umgebung? Kann man sozusagen da auch ein Empowerment machen und sagen, hey Leute, wir sind hier da? Ja, schon, das funktioniert. Aber natürlich kriegen wir auch hier viele Anfeindungen. Das ist dumme Sprüche. Ja. Und jetzt sind die Zecken wieder da und jetzt kommen die Linken wieder. Und auch, das geht ja hier bei uns schon los, wenn wir die Veranstaltung anmelden auf der Gemeinde. Mhm. Und die machen uns das Ding so rund. Die haben ein Sicherheitskonzept, das würde für 20.000 Leute reichen. Ne? Mhm. Und für Großveranstaltungen. Und da haben wir Gespräche mit denen. Und im Endeffekt, wir sind hier nicht gewollt, das ist Fakt. Ja. Ne? Auch natürlich von behördlicher Seite her. Ja. Und wir kämpfen dagegen an. Und es kommen immer mal neue Leute dazu, auch aus der Gegend, das ist schön. Mhm. Aber wenn wir jetzt so Veranstaltungen machen wie das Rock am Berg, ich glaube, die wenigsten sind hier aus der Region. Mhm. Okay. Zum Abschluss muss ich dir noch eine kleine Anekdote erzählen, und zwar das können die Zuschauerinnen jetzt an den Hörern natürlich nicht sehen oder hören, aber hier hängt sowohl an dem Bus, in dem wir gerade sitzen, ein Egotronic-Plug-Banner dran, als auch auf der Bühne, auf der kleinen Bühne ist Torsun verewigt. Torsun begleitet mich jetzt musikalisch schon ewig, ich war nie so der riesen krasse Egotronic-Fan und habe aber vor 2 Jahren, als die hier gespielt haben, das erste Mal auch Egotronic live gesehen. Als Mensch, als politischer Mensch, fand ich den immer enorm wichtig, dass der auch so eine Fahne hochgehalten hat. Ich habe mich total gefreut, dass ich ihn hier nochmal sehen konnte. Also das jetzt vor seinem Ableben zu Beginn des Jahres ja leider. Was bedeutet dir Egotronic und was war das so der persönliche Bezug da auch? Ah, ich kenne ihn ja auch schon sehr lange, also im Vorlauf, wo wir das erste Mal hier gespielt haben, ich weiß gar nicht, wann das war, haben wir uns in Jena getroffen, haben so ein Ankündigungsvideo gedreht, und seitdem haben wir einen permanenten Kontakt, und es war immer schön, ihn zu treffen, und auch die Band natürlich, egal wo man war, und wir haben uns tatsächlich, daher kam das auch so ein bisschen, dieser Spruch, den wir dann veröffentlicht haben, seid nicht traurig oder kein Grund zum traurig sein. Mhm. Das hat er mir dann geschrieben. Ich habe ihn gefragt, Alter, wie geht's dir? Hast du die Kraft, entweder als Solokünstler nochmal zu uns zu kommen oder halt als Gast? Und dann sagt er so und so, er hat gerade die Chemo abgebrochen. Und wenn es ihm besser geht, wäre das ein Herzenswunsch, uns liebe Menschen quasi noch alle zu sehen. Und dann, aber Alter, ich habe damit abgeschlossen, cool, kein Grund zum traurig sein. Und wenn die Leute sehen, man, ich habe Gänsehaut, du siehst das, ne? Also es ist ein... Genau, und wir hatten sowieso vorher schon mal die Idee, quasi die Political Stage Namen zu geben. Ne? Ja. Ist auch Uri Jalloh sowas da, ja. Uri Jalloh Stage. Oder allein um diesen Menschen, die eine wahnsinnige Bedeutung haben, denen wieder auch da außerhalb ihren Gedenktagen, die sie jedes Jahr ja haben, auch die da am Leben zu halten und immer wieder da auch aufmerksam zu machen. Da gab es Menschen, die irgendwas, die waren dafür da, dass wir jetzt auch genau hier sind, wo wir sind. Und das dann mit der Torsun Stage, da war der Verein, wir haben da 5 Minuten drüber geredet, da war das Fakt, ne? Das war klar, beste Idee ever. Und das sieht man ja auch an unseren Social Media Zahlen, es ist bei Instagram, klar, wir haben 1200 Likes für das Ding, normalerweise bei 300 oder 400. Ja. Ne? Und ja, ich freue mich, wir wollen dieses Banner, was ja dann an dieser Torsun Stage hängt, das ist 3x4 Meter, irgendwie dann zum Schluss versteigern und dann auch für ein Projekt von Torsun spenden, das Geld, was wir da einnehmen. Cool. Und sehr schön. Ja, und es ist sehr, sehr bewegend. Ich werde dann nachher um
wenn das dann gestartet wird, mache ich ja so eine Informationsveranstaltung mit einer Moderatorin vorne und mit jemandem vom Awareness-Team. Und da werden wir natürlich darauf auch zum Sprechen kommen. Ich glaube, das wird sehr emotional. Also das glaube ich auch. Ja. Also ich glaube auch, dass, wie gesagt, musikalisch hat mich das nie so 100% abgeholt, aber als Mensch und auch als politischer Mensch, der auch so eine klare Linie vertreten hat und auch vor allem, finde ich, schon vor Jahren, ne, nicht erst jetzt irgendwie sagt, ups, wir haben ein Antisemitismusproblem, sondern schon vor Jahren immer gesagt hat, hey Leute, das ist uncool. Genau, dafür wird er fehlen, das kann man sagen. Und ich habe auch ein bisschen Tränen gerade in den Augen. Lieber Tweety, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir und uns ein wunderbares Festival. Ich freue mich wahnsinnig aufs Line-Up. Ich freue mich darauf, wieder hier zu sein. Ich möchte mich auch nochmal an der Stelle bedanken, dass ich wieder eingeladen worden bin, hier dabei zu sein. Für mich ist das immer ein Highlight im Jahr. Und irgendwann freue ich mich, wenn meine Kids ein bisschen größer sind, die mal mitzubringen. Das dauert noch ein paar Jahre, aber das wird auf jeden Fall ein Highlight dann. Wir haben ja noch eine Herausforderung und dafür arbeiten wir gerne weiter, dass wir deine Kids mitbringen. Das dauert noch ein paar Jahre, aber dann kommen die mit. Alles klar, Tweety, halt dich tapfer, hab eine schöne Zeit, lass dir gut gehen. Ne? So machen wir das. Danke dir. Ja, hallo, ich stehe jetzt hier gerade neben Philly. Philly, seines Zeichens Rapper, müsste man sagen, bei Hackmack, ne? Ja, seid ihr? Okay, also Rapper bei Hackmack, einer quasi lokalen Band hier aus der Region und aber auch seit, ich glaube, einem Jahr oder zwei jetzt auch Sänger bei Gloomstar. Nee, tatsächlich schon seit Ende 2016, Anfang 2017. Okay, krass. Das ist ja schon eine ganze Weile, aber Gloomstar sind ja auch nicht so wirklich immer nur so phasenweise aktiv, ne? Nö, wir waren eigentlich bis kurz vor Corona waren wir sehr aktiv und haben tatsächlich auch sehr relativ oft und sehr übers Land verstreut Konzerte gespielt. Und dann hatten wir uns tatsächlich vor Corona vorgenommen, mal so ein halbes Jahr Pause zu machen. Und dann kam mal Corona rein, deswegen hat es sich dann ergeben. Und ja, wir haben aber danach dann wieder gesagt, wir machen weiter, wir haben Bock drauf. Und die Pause hat ganz gut getan. Ja, letztes Jahr habt ihr ja auch hier gespielt, aber auch insgesamt eigentlich, ne? Ja. Aber vor allem bist du auch sehr, ich glaube, das dritte Jahr in Folge mit Hackmack hier, ne? Oder? Genau, ja. Und du kommst, oder Hackmack kommen aus Eisenach, das ist 20 Kilometer von hier. Ja, ungefähr. Und man kann schon sagen, eine ziemliche Nazi-Hochburg auch, oder? Ja, auf jeden Fall. Also in Thüringen sticht das tatsächlich nochmal ganz schön raus. Einmal auf einer politischen Ebene, dadurch, dass die NPD, mittlerweile Heimat, im Stadtrat bei uns sitzt, seit 2009, glaube ich sogar. In der letzten Legislatur, die ist jetzt geendet gerade, tatsächlich mit 4 Sitzen. Mhm. Bundesweit gibt es 8 Sitze in Kommunalgremien von der NPD, 4 davon bei uns. Mhm. Jetzt zur Wahl hat man sich erhofft, dass man noch einen Sitz mehr bekommt, weil man die Revolution irgendwie ausgerufen hat und Politikwende und so. Sie haben allerdings verloren einen Sitz. Also sie sind jetzt trotzdem noch mit 3 Sitzen da drin. AfD mit 7 Sitzen, jetzt vorher 4. Also wir haben jetzt im Prinzip da 10 Faschos drin sitzen im Stadtrat. Wie viel sitzen da insgesamt? 36. Okay. Also es ist schon einiges, ja. Genau. Und auf der anderen Seite natürlich eine total radikale Szene, die sich über die letzten, ich würde mal sagen, seit 2016 sehr, sehr schnell radikalisiert hat. Mhm. Anders schnell radikalisiert hat als woanders vielleicht, wo sich auch eine gewisse Radikalisierung ergibt. Aber in Eisenach ist es relativ schnell gelaufen. Das hat angefangen mit einer Jugendgruppe in Eisenach, wo einfach Jugendliche sich getroffen haben und haben halt Aufkleber geklebt und haben dann angefangen, Graffiti zu machen. Ja. Und dann aber auch relativ schnell großflächige Graffiti und das auf einer sehr professionellen Ebene. Also es stand wirklich in Eisenach über 70 Großgraffitis mit Nazi-Kiez, NS-Zone, teilweise I Love Hitler, eine ganze Stadt verteilt. Und das hat sich dann aber wiederum relativ schnell radikalisiert, indem sie auch bei der NPD-Landeszentrale in Thüringen einen Raum bekommen haben, um Kampfsport zu trainieren. Mhm. Und dann hat man halt Kampfsport trainiert und diese Gruppe wurde auch optisch, hat man gesehen, dass die mehr aufgebaut haben, mehr ins Sportliche gehen jetzt, auch auf Demos viel, viel, viel stärker vertreten sind und sich über die Jahre halt so radikalisiert haben, bis man sich dann auch den Namen von Nationaler Aufbau Eisenach zu Knockout 51 gegeben hat. Ja. Da ist der Name ja schon Programm. Ja. So hat man dann tatsächlich eine Zeit lang agiert,
bis dann 2022 eine Großrazzia in Eisenach war oder bundesweit eine Großrazzia, aber in Eisenach allein über 20 Objekte. In Eisenach. Genau, es waren insgesamt, glaube ich, 60 bundesweit und allein in Eisenach waren es 21 Objekte, glaube ich. Da waren Familienmitglieder von Knockout 51 Mitgliedern dabei, also Privatwohnungen, Gärten, alles Mögliche. Natürlich das Fliedervolkshaus, die NPD-Landeszentrale und die Privatwohnung der dann vier Inhaftierten. Ja. Also die wurden ja dann inhaftiert und saßen auch bis vor kurzem noch in U-Haft. Einer sitzt auch noch in U-Haft und der Prozess läuft jetzt seit letztem Jahr, glaube ich. Herbst letzten Jahres. In Dresden, ne? War das, ne? Oder? Nee, der ist nicht in Dresden, der ist in Jena am Oberlandesgericht. Genau. Und drei wurden jetzt entlassen, weil der Richter gesagt hat, es gibt jetzt keinen Grund mehr, weil er eh denkt, dass das Strafmaß so gering ausfällt oder geringer ausfällt, als die jetzt sitzen würden am Ende. Hurra, kann man da nur sagen. Hurra, ne? man merkt schon, du bist ja nicht nur Musiker und sag ich mal, wohnst in dieser Region, du bist auch aktiv. Jetzt waren gerade Kommunalwahlen in Thüringen. Was bedeutet dir Kommunalpolitik? Also da gibt es ja immer durchaus auch so Diskussionen, soll man als Aktivist oder ne, wo trennt man sozusagen zwischen außerparlamentarischem Aktivismus und Kommunalpolitik zum Beispiel. Wie ist das für dich? Wie verhält sich das? Also ich kann es sehr gut verbinden. Ich arbeite seit 2017 im Wahlkreisbüro von einer Landtagsabgeordneten der Linken in Eisenach. Da war vorher, waren da auch schon Leute, wie gesagt, wir sind dazugekommen, ich und meine Kollegin. Und wir haben da für uns aber auch einen Raum geschaffen, der, es ist ein offenes Jugend- und Wahlkreisbüro. Jugendbüro trifft es dann schon sehr, weil wir jeden Monat vor Corona Veranstaltungen angeboten haben zur politischen Aufklärung und so ein Kram. Und das war nie, das war jetzt nicht irgendwie bürgerlich oder so. Wir haben eigentlich alle Themen haben wir abgegrast und so. Ja. Deswegen haben wir da relativ schnell auch für uns gelernt, wir können das beides irgendwie verbinden. Ja. Und ich bin dann 2019 bin ich in die Kommunalpolitik gegangen, über die Linke in den Stadtrat in Eisenach. Bin jetzt wiedergewählt worden für den Stadtrat vor zwei Wochen Sonntag. Okay. Und ich kann das eigentlich ganz gut verbinden. Okay. Tatsächlich. Also ich mach da schon eine Trennung. Ja. Es ist eine Trennung da, aber ich mache beides. Also ich mache das eine und ich mache das andere sozusagen. Ja. Und dann gibt es natürlich, wir sind hier zum Rock am Berg jetzt zum Beispiel mit dem Hedwig e.V. Ja. Den haben wir vor zwei oder fast drei Jahren, glaube ich, gegründet. Verein für kulturelle Bildung. Ja. Und unser großes Ziel ist es, in Eisenach ein alternatives Zentrum aufzubauen, weil wir einfach auch gemerkt haben, ich persönlich bin in der Subkultur groß geworden, relativ jung, schon mit 13, bin ich damals auf Konzerten gewesen. In Eisenach war es so, dass es sehr viele Läden gab, wo man damals hingehen konnte. Ja. Also da musste man am Wochenende wirklich gucken, wo gehe ich eigentlich hin, weil es war immer was los. Ja. Diese Läden haben mittlerweile leider Gottes alles zugemacht, aber zu dieser Zeit hatten wir halt noch eine sehr große Subkultur. Ja. Und mit jedem Laden, der zugemacht hat, sozusagen, ist diese Subkultur auch langsam ausgestorben. Die Leute sind weggezogen in Großstädte, die Großstädte, die man natürlich so kennt. Ja. Und das ist dann alles relativ eingeschlafen. Und war das für dich mal ein Thema zu gehen? Nein. Also für mich war es nie ein Thema zu gehen. Ich war eigentlich immer gefestigt in Eisenach. Ich habe meine Partnerin dort seit sehr, sehr langer Zeit. Ja. Mein Freundeskreis ist sehr, sehr lange Zeit dort. Und für mich gibt es keine... Es gibt keinen Grund für mich, da wegzuziehen. Aber du bist natürlich schon, sowohl als Musiker als auch als Politiker dann sozusagen, der du auch bist, oder Kommunalpolitiker, der du bist, aber als auch Aktivist, bist du natürlich schon auch mit im Visier dann wahrscheinlich, ne? Also, da frage ich mich, also ich habe da immer sehr großen Respekt, ich wohne in der Berliner Bubble, wo man tatsächlich einfach sagen muss, ne, das ist, also klar gibt es auch Nazis in Berlin und auch in Südneukölln, ich wohne in Nordneukölln, aber in Südneukölln gibt es sie auch nicht zu knapp und da wissen wir auch alle, dass das ganz schönes Schweinepack ist. Aber das ist natürlich nochmal eine andere Liga, würde ich sagen, als in Eisenach gerade. So, was macht das mit einem? Also auch so, hat man automatisch immer den Blick über der Schulter oder? Also 2017 musste ich leider Gottes für mich persönlich erfahren, einen Angriff auf mich. Mhm. Vor meiner eigenen Haustür, nachts um drei, Freitag auf Samstagnacht, waren zwei von den Leuten damals Aufkleber verkleben und ich habe die irgendwie schon weghuschen sehen und habe dann noch meine, also ich habe mir erstmal nichts dabei gedacht, weil wir bis dato nicht so eine Situation hatten und habe dann meine Zigarette noch aufgeraucht vor der Haustür und dann sind die halt auf mich zugerannt mit Pfeffer und Teleskopschlagstock und haben mich dann halt zusammengelegt vor der eigenen Haustür. Das ist immer, finde ich, nochmal was anderes, als wenn ich jetzt irgendwo gewesen wäre. Ne? Vor der eigenen Haustür ist nochmal was anderes. Total. Und das hat damals
ja, doch schon relativ viel mit mir gemacht. Ja. Aber es hat mich auch gestärkt. Okay. Weil ich halt, wie gesagt, ich habe eine ganz tolle Partnerin, ich habe einen ganz, ganz tollen Freundeskreis, der mich sofort aufgefangen hat. Ja. Und damals war das ein Tag vor einem Klumpster-Auftritt tatsächlich in Potsdam. Ja. Und die Jungs haben damals auch gesagt, hier, wir sagen das Ding ab, dass du erstmal klarkommst. Ich war über Nacht im Krankenhaus. Ich habe gesagt, hier, hab keinen Bock drauf. Ich will gerne mit euch nach Potsdam fahren, ein bisschen Birne freikriegen und so, auch wenn der Schädel gedröhnt hat. Ja. Aber wir haben das Ding dann gemacht und das war für mich auch vollkommen okay. Super. Und dann habe ich, wie gesagt, einen Monat später im Wahlkreisbüro angefangen. Ja. Und da kommen natürlich auch Leute rein, gerade jugendliche Menschen, auch manchmal migrantische Menschen, die natürlich auch Opfer rechter Gewalt geworden sind, ob das verbal ist oder körperlich. Ja. Und wir machen über die letzten Jahre einfach, wir gehen in eine Helferrolle rein. Ja. Wir arbeiten ganz fest zusammen mit ESRA, das ist die Opferberatung in Thüringen. Genau. Wir geben denen dort einen Raum, wir beschäftigen uns mit den Menschen, wir setzen uns auch dazu, wenn wir die kennen, dass die einfach einen gewissen Anker haben, um sich da zu öffnen, was denen passiert ist. Ja. Und wir gehen in so eine eine Helferrolle rein. Das hört sich immer blöd an, aber wir sind relativ abgestumpft tatsächlich, was so, weil echt viel passiert ist über die letzten Jahre. Und wir sind da relativ abgestumpft. Uns schockt nicht mehr so viel. Also uns schockt das schon, aber es ist nicht mehr so, oh krass, wir müssen uns jetzt verkriechen. Aber natürlich, wie du sagst, ich gehe auch heutzutage noch von der Kneipe mit dreimal über die Schulter gucken nach Hause und gucke, dass da niemand irgendwie irgendwo ist. Und neben körperlichen Angriffen, das hat mich tatsächlich ein bisschen mehr beschäftigt, hatte ich letztes Jahr tatsächlich eine Morddrohung bei unserem Wahlkreisbüro. Das waren professionell gemachte Aufkleber. Da war ein Mann, Silhouette von einem Mann drauf mit einem Maschinengewehr in der Hand und dann stand da Rohrpost für Pommer. Das ist mein Nachname. Und der klebte da an der Scheibe an einem Montag und das, muss ich sagen, hat mich dann nochmal ein bisschen mehr beschäftigt, weil nicht nur ich trage Pommer den Nachnamen, sondern auch meine Familie. Und da hat es noch ein bisschen anders mit mir gespielt. Also da habe ich tatsächlich auch eine Zeit lang gebraucht, das irgendwie zu verarbeiten. Aber auch da Freundeskreis und meine Bubble hat mich da sehr, sehr, sehr gut aufgefangen. Aber ich nehme dem schon, dass die Polizei da nicht unbedingt unterstützend ist, oder? Das Beispiel, was ich eben gesagt habe, ist eigentlich sehr, sehr passend dazu, weil auch wenn die das vielleicht aus Standardgründen machen müssen, der Polizist saß dann da, ich muss das natürlich anzeigen, ne? Ja, klar. Der Polizist saß dann da und fragte mich, ob ich mich dadurch bedroht fühle. Da habe ich ihn angeguckt und habe gedacht, du kannst auch gleich wieder gehen. Ja, ja. So, also ich hole euch jetzt hierher, weil ne, es ist eine Morddrohung, wo ein Nachname draufsteht, die explizit auf jemanden gehen. Und er fragt mich, ob ich mich bedroht fühle dadurch. Ja. Also, natürlich fühle ich mich bedroht dadurch. Und ansonsten, was die Polizei macht, das sieht man jetzt in dem Prozess, dass dann Polizisten aussagen, sie wundern sich darüber, dass Nogot 51 Verhaftungen bekommen hat, weil sie sind eigentlich nie negativ aufgefallen. Ja, ja. Und es ist eigentlich wie überall. Das ist irre. Du hast es gerade angesprochen, es waren Kommunalwahlen. Jetzt waren gerade auch, das war eine Zahl, ich habe vorhin noch mit Tweety kurz drüber gequatscht. Tweety, also wir hatten jetzt diese U18-Wahl, die, du sagst ja auch gerade, du arbeitest viel mit Jugendlichen oder du hast auch Kontakt regelmäßig mit Jugendlichen. Die U18-Wahl in Thüringen, ich glaube 45% würden AfD wählen. Okay. Aha. Das wusste ich nicht, okay. Also das war schon eine krasse Nummer. So. Ja. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, also Tweety meinte so, er lässt das Argument, das sind Protestwähler, kann er nur noch bedingt zuwählen. Was ist so deine Einschätzung, so auch als jemand, der hier wohnt, der hier groß geworden ist? Was passiert gerade? Warum? Also dass wir einen Rechtsruck haben, das sieht man ja in Europa. Ne? Wir müssen über Orban, über Faschisten in allen möglichen Regierungen müssen wir nicht reden. Aber was passiert hier gerade? Ich meine, man kann ja auch andersrum. Ne? Man hatte hier lange, lange einen linken Ministerpräsidenten eigentlich auch. Ne? Und zumindest eine halbwegs linke Regierung. Was ist passiert? Warum ist das so gekippt hier? Dazu kommt, dass wir einen linken Ministerpräsidenten haben, ist auch, dass wir in Eisenach zum Beispiel eine linke Oberbürgermeisterin seit 12 Jahren haben. Ne? Ja. Die ist mittlerweile im Januar, hat sie uns in den Arsch getreten und ist zur BSW gewechselt und möchte mit der Begründung in den Landtag einziehen, um einen Ministerpräsidenten Höcke zu verhindern. Ja. Weil der BSW der Meinung ist, sie würden der AfD Stimmen nehmen, was nicht passiert, weil sie nehmen bis jetzt nur der Linken und der SPD, also der Rot-Rot-Grün, die Stimmen. Ja, ja.
verstehen die aber nicht, aber anderes Thema. Aber auch das ist ja, finde ich, was Besonderes, wo ich noch nie so richtig dahinter gestiegen bin, dass wir eine linke Oberbürgermeisterin haben, und sozusagen ein links besetztes Rathaus, aber trotzdem die NPD total stark ist, obwohl die AfD da ist. Ja. Ne? Und ich mache das immer daran fest, hat jetzt nicht viel mit AfD zu tun, aber ich mache zum Beispiel diese Wahlergebnisse NPD ran fest, dass die einfach einen Raum haben seit 2014. Ja. Wie ich es eben gesagt habe, wir haben keine Räume mehr gehabt, wo Konzerte stattgefunden haben, wo Subkultur stattgefunden hat. Die haben seit 2014 ihr Flieder Volkshaus, wo Vorträge laufen, wo Kneipenarbeiten, Abende laufen und wo natürlich in Thüringen mittlerweile der oder einer der Hotspots für Rechtsrockkonzerte ist. Ne? Also sie haben genau das sozusagen, was wir nicht mehr haben. Ja. Und da hat sich natürlich dann auch eine Jugendkultur drum gebildet. Ja, ne? Klar. Ne? Und dann gibt es ganz viele Leute, die, die einfach auch darüber hinwegsehen, was zum Beispiel so ein Patrick David Wieschke, der ja Landesvorsitzender der Heimat ist, was der alles schon gemacht hat. Ja. So, der war beteiligt an einem Sprengstoffanschlag auf einen türkischen Imbiss damals. Der war im Gefängnis dafür. Gegen ihn gab es Missbrauchsvorwürfe gegen Mutter und Schwester. Missbrauchsvorwürfe gegen eine Minderjährige. Das vergessen die Leute, weil das ist einer, der stellt sich dann hin und sagt, na, der Spielplatz müsste mal gemacht werden, da fehlt ein Mülleimer. Das postet der, der hat einen Social-Media-Auftritt, der, der relativ groß ist. Da rennen die Leute hinterher. Und das führt dann dazu, dass er 2019 zur Kommunalwahl die zweitmeisten Stimmen nach der Oberbürgermeisterin hatte. Wahnsinn, ne? Der hat alleine 5.300 Stimmen, glaube ich, gehabt. Ne? Kannst du, also ich bin tatsächlich das dritte Jahr jetzt hier und bin heute Morgen joggen gegangen hier im Ort. Kann ich sehr empfehlen. Und es ist ja wunderschön hier. Also es ist ja wirklich, ich bin ein Stadtkind, werde auch immer in der Stadt leben, aber kann mir vorstellen, hier Urlaub zu machen mit meinen Kiddies hier irgendwo. Das ist wirklich schön. Da frage ich mich manchmal, fehlt irgendwie so eine Connection? Passiert hier zu wenig, dass man, also ich frage so, also passiert hier, kommen hier zu wenig Menschen auf Urlaub hin, dass man vielleicht auch so sieht, ist es auch, also, ne, dass man, oder ist es so, Also hier jetzt direkt in der Region Merkurs, Bad Salzung und so ein Kram, ich glaube, da kommen zu wenig Menschen in Urlaub hin. Eisenach ist ja Touri-Hochburg, Lutherhaus, Bachhaus, Wartburg, alles Mögliche, was es da gibt. Also da ist tatsächlich auch, da habe ich mich mittlerweile auch dran gewöhnt, dass einfach total viele Touristen in der Stadt sind. Ich glaube, was hier auf jeden Fall fehlt, und das hat der Wartburg-Kreis CDU geführt bis jetzt, wird er wahrscheinlich weiter CDU geführt werden. Wir haben am diesen Sonntag, also in drei Tagen, haben wir Stichwahl, AfD gegen CDU. Weiß man auch nicht, was das absolut gar nicht ist. Also. Absolut gar nicht, weiß ich das. Und was hier fehlt, ist einfach Jugendarbeit. Ja. Also hier in dieser Region, im Wartburg-Kreis, und das ist wahrscheinlich nicht nur hier so, aber ich spreche jetzt mal für den Wartburg-Kreis, fehlt absolut die Jugendarbeit und vor allen Dingen, und das ist das, was viele Politiker falsch machen, gerade die in, in einem Amt sind, oder höheren Amt sind, sie reden nicht mit Jugendlichen. Also sie lassen sich nicht von Jugendlichen sagen, was wünschen wir uns eigentlich. Und das geht schon damit los, dass wir als Linke zum Beispiel im Kreistag, also die Fraktion im Kreistag, hat mehrfach versucht, dass die Schülerinnen und Schüler, die das 49-Euro-Ticket zum Beispiel bekommen für den ÖPNV, weil sie eben auf den Bus angewiesen sind, dass alle anderen, die nicht auf den Bus angewiesen sind, weil sie halt einfach diese Kilometer weit weg nicht haben, dass die das auch bekommen. Ja. Und der Kreistag hat es immer abgelehnt. Ja, ja. So, und da geht es ja schon los, dass jetzt zum Beispiel eine Schülerin oder ein Schüler nicht am Nachmittag noch zu seinen Freunden fahren kann ins nächste Dorf und da einfach sozialisiert wird am Ende oder soziales Leben erfährt und so ein Kram. Und ganz viel, also ich mache es immer an dieser Jugendarbeit fest und deswegen bleiben hier auch Jugendliche nicht hier. Okay. Du, jetzt, also mich würde noch mal interessieren, weil du hast es ja eingangs erwähnt, du bist in der Subkultur sozialisiert worden auch. Und hast ja auch erwähnt, es gab früher in Eisenach auch schon deutlich mehr, auch Julian, dein Gesangspartner bei Glumster, hat das ja auch schon erzählt, ne, dass einfach viel mehr ging früher so in Eisenach und Umgebung. Was hat dich denn so angezogen an der Subkultur? Was hat dich persönlich jetzt so da reingezogen? Also warum bist du nicht in die andere Richtung gegangen? Ja. Tatsächlich ist Julian auch schuld daran, dass ich... Julian hat ja schon lange Bands. Ja.
Und damals gab es die Band Raw Edge. Ja, das war damals seine Hardcore oder ja. Ja, kann man so nennen, ja, genau. Metalcore schon fast ein bisschen näher, ne? Ja, genau. Ja. Das war ja damals so die Phase, Metalcore-Phase. Ja, ja, genau. Und die haben damals natürlich als Locals in Eisenach relativ oft gespielt. Und ich bin damals als 14-, 15-Jähriger auf den Konzerten gewesen. Und er hat einfach für mich das Richtige gesagt. Die hatten damals einen Pullover, gab es in einer geringen Stückzahl, da stand Antifaschist hinten drauf. Ja. Ich habe mich da ein bisschen, was damals ging, halt belesen und ein bisschen informiert. Ja. Und hatte zum Glück auch in der Klasse Leute, die sich mit dem Thema beschäftigt haben. Und für mich hat einfach fast jedes Wochenende da eine Band auf der Bühne gestanden, die ihr Maul aufgemacht haben und das für mich in die richtige Richtung. Ich habe hab das echt bewundert und wurde dann tatsächlich relativ schnell politisiert und habe mich da relativ schnell reingefuchst und war da total Fan von. Okay. Und was hat euch dann mit Hackmack, wie gesagt, ist es ja eigentlich eher Rap. Wie ist das gekommen? Wie kam der Rap in dein Leben? Wir haben in der WG gesessen bei einem Kumpel und haben getrunken an dem Abend und haben dann irgendwann gesagt, lass mal einen Rap-Song schreiben. Mhm. Da haben wir irgend so einen dummen Rap-Song geschrieben, den wir nie veröffentlichen würden, weil er wahrscheinlich strafrechtlich relevant wäre. Ja. Und da waren wir noch tatsächlich zu dritt. Ja. Da war der Luke, der jetzt dabei ist mit mir und das zu zweit macht, der war da noch gar nicht dabei, der war zwar in unserem Freundeskreis. Und dann haben wir, einen Monat später haben wir noch einen Song geschrieben und dann noch einen Song und dann sind die anderen zwei aus verschiedensten Gründen haben dann gesagt, machen wir nicht mehr, und weil Familie und weggezogen und dann habe ich das mit Luke alleine gemacht und habe dann irgendwann gefragt, kannst du Beats bauen? So, kannst du produzieren? Ja. Und ich sage, ja. Und selbst wenn ich nicht kann, fuchse ich mich rein. Okay. So, und dann haben wir das gemacht. Cool. Und dann kam aber auch schon langsam, weil wir halt viele Leute kennen, gerade in Thüringen, kamen die ersten Auftritte so reingeflattert. Tatsächlich auch in der Corona-Zeit 2020, wo es so ein bisschen ging, 2021 auch. Und haben da so ein, zwei Konzerte gespielt. Unser erstes Konzert tatsächlich auch hier in Merkos, oben auf der Kegelbahn. Ah ja, okay. Wir haben ja auch noch kleine Konzerte hier im Jahr. Ja, genau. Und da hat damals 100 Kilohertz gespielt und wir haben Vorband gemacht. Ah ja, okay. Das war damals unser erstes offizielles Konzert. Wir haben einen Song, da geht es in der einen Zeile, stehen nicht auf dem Flyer und spielen trotzdem die Shows. Ja. Weil wir immer ganz oft irgendwo hin sind und weil halt wir die Leute da kennen, haben die gesagt, ihr macht jetzt mal Aftershow. Okay, so. Cool. Und so ist das entstanden. Und dann ist das tatsächlich ein bisschen ernster geworden. Wir haben viele Songs geschrieben und haben dann mit Black Cat Tapes und Level mit dem Hund haben wir zwei Labels gefunden, wo die gesagt haben, wollen wir ein Tape machen? Mhm. Und dann haben wir dann ein Album sozusagen fertig gemacht. Cool. Und haben dann über Label mit dem Hund und Black Cat Tapes dann ein Album rausgebracht, das Straight Outta Hinterland Album. Ja. Und genau, dann hat sich das verfestigt. Wir spielen unglaublich viele Konzerte. Wir haben so viele Konzerte jetzt gespielt, dass wir jetzt erstmal Anfang des Jahres eine Pause gemacht haben. Okay. So ein bisschen runterkommen, auch ein paar neue Songs schreiben. Und der nächste Plan ist jetzt, eine vierteilige EP rauszubringen. Mhm. Das Geschwür im gut bürgerlichen Magen, angelehnt auf den Song von Abfuck. Mhm. Natürlich mit freundlicher Genehmigung von Abfuck. Ja. Und da soll es ein Vierteiler werden, da ist jetzt der erste Teil rausgekommen. Okay. Und jetzt aber ein bisschen eingeschlafen, aber wir wollen jetzt dann einen Vierteiler machen, immer zwei Songs. Okay. Und am Ende wollen wir das dann ganz gerne auf Platte rausbringen. Ich als Plattensammler, Riesentraum für mich. War damals bei Gloomstar schon so, dass ich das erste Mal die Platte in der Hand hatte, wo ich mit drauf bin. Ja. Und das wird für Hackmack noch krasser, weil das Hackmack habe ich sozusagen mit gegründet. Ja. Ja, genau, so ist, und ansonsten sind wir eigentlich jedes Jahr hier. Ja, also ich kann mich auch noch sehr gut an meine erste eigene, also die erste Vinyl, wo sozusagen meine Musik mit drauf war, und das ist einfach der Hammer. Gefühl, das ist auch, also cool. Vor allem, weil ich glaube auch so der Unterschied zu CDs und auch Tape irgendwo, es ist einfach, man weiß den Wert nochmal anders zu schätzen. Ja, auf jeden Fall. Ich sammle auch sehr viel Vinyl, ich weiß gar nicht, ob diese Soundgeschichte, ob ich das jetzt immer so als Argument, aber es hat natürlich auch was Sammlerisches, aber ist schon geil. Also kann man nicht anders sagen. Ich habe das auch einfach unglaublich gerne, wenn im Plattenschrank steht und geht da einmal im Monat ran und guckst, die habe ich ja auch noch. Und Mein Problem ist immer, ich war vorhin bei Raccoon schon am Stand und dachte, oh, die Platte, habe ich die jetzt schon oder habe ich sie nicht? Das ging mir auch so und deswegen habe ich irgendwann mal bei mir am Handy in Notizen, habe ich eine Tabelle angelegt und habe alle Platten aufgeschrieben, habe aber dann irgendwann aufgehört damit. Heißt, ich bin da auch nicht mehr up to date und müsste eigentlich mal wieder 7-Inch und LPs wieder reinschreiben. Aber, ich habe auch schon überlegt, ob ich meine Freundin nachher noch schreibe, schick mir nochmal bitte Fotos von meinen Platten, damit ich weiß, welche ich... Also das sind so viele, werden einfach zu viele. Philly, vielen lieben Dank für das Interview. Eine letzte Frage noch. Das Rock am Berg hat ein bisschen gestruggelt dieses letzte Jahr. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis-Tweet. Die hat davon auch relativ offen drüber geredet. Und
wie wichtig ist das Rockenberg für die Region? Weil Tweety hat zu, ehrlicherweise auch gesagt, naja, er weiß gar nicht, wie viele lokale Leute kommen. Am Ende kommen natürlich ne, von Hamburg über Köln, über Jena, Dresden, Leipzig. Aber wie wichtig schätzt du persönlich das für die Region und auch für die ja, ich sag mal, für die korrekten Linken in der Region ein? Ich glaube, in Mergers wohnen, keine Ahnung, 500 Leute oder so, wenn überhaupt. Ja. Und ich glaube, für so einen kleinen Ort und so lange, wie dieses Festival schon besteht, hat das sich so einen Namen gemacht. Und ich glaube, das ist dieses Wochenende hier ist, glaube ich, mit das Wichtigste, was der Region für linke Leute, für alternative Leute, was es geben kann. Und neben dem ja einfach seit ein paar Jahren diese kleinen Konzerte, die wir oben machen. Ja. Plus wir machen dieses Jahr noch zwei weitere Festivals, verschiedene Leute. Mhm. Jetzt kommt dann im Juli kommt das Schicht im Schacht Festival, wo nur Hardcore-Bands spielen. Das machen auch vier Leute von Rock am Berg, aber nicht Rock am Berg selbst sozusagen. Vier Leute von Rock am Berg kümmern sich darum. Ja. Und dann gibt es noch ein Liedermaching-Festival und ich glaube, gerade dieses Jahr passiert hier ganz viel. Und ich bin auch irgendwann mal hier rauf gestoßen und war dann hier und habe dann hier Fucking Faces irgendwie gesehen. Ja. Und es war total, ich war total fasziniert, weil das, und da sah das noch nicht alles so aus. Wir haben gestern oben gestanden, wir sind ja auch im Verein und wir sind auch manchmal so oben bei unserem Container und sind Himmelfahrt hier, weil hier kommen keine Idioten her. Ja. Und gucken dann hier runter und es ist alles blank und nur Wiese. Und wenn man dann an dem Festivaltag hier oben steht und denkt so, hier ist ein komplettes Dorf aufgebaut und das ist total schön und das ist so, das ist, glaube ich, für alle, die hierher kommen, ist das einfach mal ich selbst sein, so frei sein und einfach. Ich finde auch mit die. Den Leuten, es ist familiär, super familiär hier. Genau, es ist ja auch die optimale Größe. Ja, ne? Also ich finde, es ist nicht zu klein, dass man irgendwie so, aber man kann sich auch aus dem Weg gehen, wenn man mal aus dem Weg gehen will. Genau. Gleichzeitig, ich finde auch toll, dass ihr. Also auch das mit dem Awareness-Team seit letztem Jahr da dabei ist und so. Also ich finde es auch ein wahnsinnig angenehmes Festival. Und man muss dazu sagen, es ist immer noch ein ehrenamtliches Festival. Ne? Ja. Hier kriegt keiner Geld für irgendwas, selbst die, die jetzt hier alle an der Bar stehen. Also für die Zuhörer, wir stehen neben der Bar. Ja. hier kriegt keiner Geld. Also die hier arbeiten, die können kostenlos auf das Festival, können trinken und essen. Und das ist einfach, ich weiß gar nicht, haben wir das 16.? Ich glaube, das 16. ist es jetzt. Oder das 17. Es ist 17 Mal jetzt schon ehrenamtlich alles passiert. Ja. Also hier steckt sich keiner was in die Tasche. Und das ist halt das für mich Faszinierende. Total toll. Und ich habe da einen damals schon riesen Respekt vor gehabt und ich habe da heute auch riesen Respekt vor, wenn die Leute hier einfach eine Woche vorher kommen, alles aufbauen und einfach zwei Wochen später immer noch hier sind und alles abbauen. Mhm. Und für die Region unglaublich wichtig und auch für die von weiter her aus Hamburg oder sonst woher kommen. Es ist unglaublich. Und das hört man auch von den Bands. Das können große Bands sein, wie letztes Jahr die Donuts. Die sagen einfach, das ist total krass hier. Ja. Und dann sitzt er sich in seiner Radioshow und sagt halt total oft, das ist total krass, geht da hin. Ja. Und das ist dann tatsächlich das Herzerwärmste dann. Ja, ja, ich habe also vielleicht auch dazu, ich habe auch, also auch mit den Bands, die ich so mit, es kommen ja viele hier auch unabhängig mittlerweile von ihren Bands her, sondern einfach, weil sie sagen, ne, so Stämmen von der Notgemeinschaft Peter Pan ist, glaube ich, jedes Jahr wieder hier. Ja. Und wenn er nicht mit der Band kommt, dann kommt er irgendwie alleine und so. Also genau, einfach auch um zu helfen. Philly, nochmal, liebsten Dank. Danke auch für den Einblick in sag ich mal, aus deiner Sicht, als aus der verschiedensten Sichtweisen, die du hast. Ich wünsche dir ein wundervolles Festival, einen tollen Auftritt morgen Abend als letzte Band am Freitag, glaube ich. Ne? Das kann ja nur gut werden. Ja. Und vor allem auch alles Gute, passt gut auf euch auf. Ne? Das ist das Allerwichtigste. Danke, danke. Vielen Dank dir für das Interview. Ciao. Sie laufen mir ständig über den Weg. Stemmen und Tüdel, also Stemmen, Ex-Notgemeinschaft Peter Pan, Beate X Uso, hat hier auf dem Rock am Berg auch schon mehrfach gespielt. Und Tüdel, Trümmerratten, Real Rack und wahrscheinlich noch tausend andere Dinge, die ich vergessen habe aufzuzählen. Tüdel, sag mir mal ganz kurz, wenn du Stemmen hier triffst, was ist die erste Frage, die du ihm stellst? Darf ich bitte ein kaltes Heineken haben? Okay, und Stemmen, andersrum, was ist, wenn du Tüdel das erste Mal triffst hier? Was sagst du?
Wo tut's heute weh? Okay, sehr schön. Tüdel, du bist heute unterwegs mit Bitter, eine neue Band auf eurem Label, auf eurem, dem wunderbaren Real Rack Label. Da gibt's Real Rack coole Hardcore Family. Genau, und da gibt es auch einen coolen Podcast zu, wo wir Tüdel und Schlossi im Interview hatten, zusammen mit den Dreck unter Nägel. Ich rede viel zu viel, ihr sollt ja reden. Ich bin ganz offen und ehrlich, ich habe Bitter noch nicht angehört. Warum sollte ich mir Bitter anhören, ansehen und warum sollte ich sie vielleicht auch noch interviewen? Also zum einen, weißt du, dass es ein Qualitätsmerkmal ist, wenn die bei Real Rack aufs Label kommen? Selbstverständlich. Und das Ding ist, ich weiß nicht, ob du auf so eine Art von Hardcore stehst, aber spätestens, wenn du die Band live siehst, weißt du, was du ansonsten verpasst hättest. Okay. Und Stem, was würdest du dazu ergänzen? Warum sollte ich mir Bitter angucken? Wirklich musikalisch richtig, richtig gut. Melodischer Hardcore-Punk, wirklich... Leute, die alle ihre Instrumente im Griff haben, mit einem unfassbar sympathischen Frontmann, einem Frontmensch und bei dem passt alles. Musik, sympathische Leute, das Layout, wie die so machen, was die so machen und so. Wirklich, das Gesamtpaket passt echt super. Der Name ist super, weil wenn man die Cs wegstreicht, bleibt da Bier übrig. Also ein kurzer Spoiler, warum du auch noch heute da unbedingt das Konzert gucken solltest. Vielleicht wird genau das, was Stem gerade besprochen hat, heute noch irgendwie von der Bühne runtergegeben werden, ins Publikum gekühlt. Tüdel, das Konzept Podcast ist so, dass das erst veröffentlicht wird, wenn das schon passiert ist. Insofern können wir einfach erzählen, ihr werdet heute Dosenbier von der Bühne runterreichen. Und ja, ich aber find, es geht ja auch darum, nicht zu müssen zu überraschen. Aber ich habe es ja schon vorhin mitbekommen, also auch das hat nicht funktioniert. Okay, vielen Dank. Eine ganz kurze Frage. Fucking Angry in den Charts. Das ist schon krass, oder? Also, ich meine, oder? Ja, ich sag mal so, ich war ein bisschen aufgrund dieser Platzierung, aufgrund dieser Zahl, weil da eine 8 und eine 1 drin vorkommt, kurz ein bisschen enttäuscht. Also ich hätte gerne auch meinetwegen die 83 gehabt oder sowas. Ja, die 77 wäre super schön gewesen. Ansonsten, ja, wir waren überwältigt. Wir geben es zu, wir haben es ein bisschen gehofft, dass das passiert, dass es wirklich passiert. Haben wir nicht richtig dran geglaubt und... mein Highlight, wo ich dann wirklich realisiert habe, war ein bisschen, als wir dann angestoßen haben im Grand Hotel Van Cleef Büro, wo meine Sachen quasi im Lager sind, als dann irgendwann Reimer von Ketka rüberkam, deren Award von ihrem Platz 1 noch drüben stand und sie den dann feierlich überreicht haben und ich dann nochmal Rillreck draufkleben durfte und der dann eine Woche im Rookie-Büro stand. Sehr schön. Das ist eine Woche vorher oder so vergeben worden. Ja, aber er durfte trotzdem dann erstmal da stehen bleiben. Die neue Ketka-Platte. Und ich fand ja ein sehr lustiges Promo-Video war ja, wo du mit Erik von Ketka, wir haben es gerade von Ketka, ihr diesen komischen Drink mit dieser Hot Sauce gemacht habt. Ah, die Mexican Ashtray, Alter, das ist so lecker. Leute, wenn ihr es noch nie getrunken habt, tut es. Okay, also da verlinken wir einfach das Video nochmal in den Shownotes. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr euch kurz die Zeit genommen habt für diesen Podcast hier und wünsche euch ein wunderbares Festival. Ebenso. Vielen, vielen Dank und ich freue mich gleich auf ein Dosenbier mit dir. Das sowieso und ihr werdet eh das Prinzip verstehen, dass ich immer mal wieder dieses Ding da raushole, dieses Aufnahmegerät und euch das eh... Das wäre schön, wenn es das Aufnahmegerät bleibt. Nichts mit Schaum und Rasierer dann. Genau, der schöne Puschel-Ding und so. Genau, vielen Dank, danke euch. Hallo Philipp. Hallo. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Ein Jahr ziemlich genau. Das könnte hinkommen, ja. Sehr schön. Schön, dass du da bist. Schön, dass du deinen Zug bekommen hast und pünktlich bist. Ich bin glücklicherweise gar nicht mit dem Zug gefahren. Ich wurde abgeholt. Oh, was für eine Luxussituation. Doch jemanden gefunden. Ja, genau. Super. Wir haben uns gerade Bitter angeschaut. Sag mal was. Also ich fand das ganz gut, tatsächlich. Ja, also die haben mir gefallen. Okay, mir wurde das angekündigt als 90er Jahre Hardcore. Ich habe immer keine Ahnung bei sowas, weil mit Hardcore kenne ich mich nicht aus. Ich fand es aber ziemlich geil. Ich dachte immer, so schnelle Beats sind eigentlich Skatepunk. Aber da, glaube ich, mischen sich wahrscheinlich die Grenzen auch, oder? Da war auf jeden Fall was mit drin, ja. Also sehr gut gefallen hat mir der Gitarrensound auf jeden Fall. Ich habe da so Pennywise und solche Sachen noch irgendwie mit
Ich habe mich kurz mit drin hören können. Ja? Tatsächlich, ja. Also, aber Pennywise sind doch immer so stumpf vom Gitarre, von, oder? Ich finde die immer so stumpf. So, ich habe nicht so viel Pennywise. Aber sehr gut, dass du... Ja, also 90er Skatepunk halt. Ja. Nee, so. Aber was ich immer mag, ist ja, wenn der Gitarrensound so ein bisschen variiert im Sinne von so, da war ja mal ein Chorus drin, mal ein bisschen so. Also der war halt nicht nur so stumpf runtergebraddelt. Das finde ich schon ziemlich geil. Ja, das ist mir eigentlich egal. Das darf auch ruhig stumpf sein, aber dein Gitarrensound war gut auf jeden Fall. Und, ja. Okay, prima. Wir haben mit Bierdosen geworben, das fand ich nicht so gut, aber. Ja. Okay, vielen Dank. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall. Wir sehen uns. Eins, zwei, drei, Cheers! So, Cheers. Cheers. Ein bitter Bier, bitter mit 3T. Sehr interessant, diese Idee aus bitter ein bitter mit 3T zu machen. Und dann, wenn man, es wurde sofort darauf hingewiesen, dass man natürlich, wenn das 3T es wegnimmt, dann ist es Bier. Seid ihr eine biertrinkende Band generell? Also ja, Pedi, du trinkst nicht so immer so viel Bier. Du trinkst mal ein Bier, aber eher Bröseltee mit Dingen. Bröseltee mit Korn und Sektchen ist eher mein Zuhause trinktechnisch. Ich sollte vielleicht mal ganz kurz anmoderieren, mit wem ich hier gerade sitze. Ich sitze hier gerade mit der Band Bitter mit 3T, eine Band aus Hamburg, die gerade, man konnte, wenn man auf Instagram unterwegs ist, es nicht bemerken, dass sie gerade mit Real Rack was machen. Genau, Tüdel sitzt auch neben mir gerade, lacht sich scheckig, möchte nichts sagen, weil sie schon zweimal geredet hat in diesem Podcast, aber sie wird bestimmt noch, sie wird es gar nicht aushalten. Guck mal, wie sie... Mein persönliches Ziel. Genau, Tüdel wird irgendwas sagen am Ende. Hallo erstmal. Jetzt, ich muss jetzt nochmal nach den Namen fragen, weil wir haben uns gar nicht ordentlich vorgestellt. Also du bist? Pedi. Pedi und? Johannes. Okay, Pedi und Johannes. Pedi singt und Johannes spielt Bass. Das war gerade ganz lustig, weil ich habe das, wie gesagt, mitbekommen jetzt die letzten Wochen, dass ihr bei Real Rack eine Platte rausbringt. Ich hatte irgendwie, bin noch nicht dazu gekommen, da reinzuhören und wurde vorhin damit gecatcht, komm, hör dir das mal an und so, das findest du bestimmt gut. Nee, du hast gesagt, ja, wobei, es hieß dann erstmal, es ist nicht so melodiös, es ist gar nicht so, vielleicht, 90er Jahre Hardcore hast du gesagt, natürlich, ich krieg die noch dazu, dass du was sagen. Sie hat schon. Und ich muss gestehen, wenn ich 90er Jahre Hardcore höre, dann denke ich immer gleich so an so Sick of It All oder sowas und das ist dann. Egal, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe euch beim Soundcheck zugehört, habe mich sofort in den Gitarrensound verliebt. Sofort, also erstens, er spielt eine Jazzmaster, schon mal geil. Da war ein Chorus dabei, da war ein Echo dabei, ein Delay ist sofort, ey, okay, alles cool, geiler Sound. Und deswegen habe ich mir das angeguckt, fand es richtig, richtig gut, kann ich gerade mal sagen, richtig toll, hat Spaß gemacht, sehr cool. Und meine erste Frage ist, Tüdel hat vorhin erzählt, dass sie einfach irgendwann angefangen hat, bevor ihr überhaupt bei ihr gesagt habt, ihr oder unterschrieben habt quasi bei Real Rack, dass sie einfach eure Konzertdaten bei sich mit irgendwie aufgenommen hat. Was waren eure erste Reaktionen über diese Handlung? Stimmt, ich habe gerade gedacht, wir müssen noch unterschreiben, Tüdel. ja, ich fand das super. Real Rack, Quatsch, also Tüdel hat uns ja immer auch begleitet, immer mal bei Shows und so und war dann irgendwie dabei und ja, und dann kam es dazu, dass irgendwann die Konzerte auch bei Real Rack gepostet wurden und da freuen wir uns natürlich. Es kommt zusammen, was zusammengehört. Ja. Oh, das ist ja ein sehr schönes Wort. Wir haben so weder Tüdel noch Stemmen konnten mir gerade beantworten, in welchen Bands ihr vorher gespielt habt. Bevor wir jetzt gleich zu Bitter kommen, würde mich das aber mal interessieren. Ja, Tüdel ist der Name nicht eingefallen, oder? Quasi was. Was mir eingefallen ist. Ah, okay. Das ist okay. Also es heißt Goodbye Jersey. Was gibt es noch so für Bands? Ich habe bei Egozid gespielt. Das war so, ja, ich glaube, wir fanden alle Loxiran ziemlich gut, bis heute auch. Das ist alles Bands, Entschuldigung. Macht ja nichts. Ja, und das war so, da habe ich Gitarre gespielt und dann gab es noch irgendwann eine Post-Rock-Band, die hieß Yra, okay. YRA, da war dann. Die anderen Bands sind nicht so wichtig. Okay. Ich würde sagen, Janni hat es mit Maintain noch am weitesten gebracht. Die habe ich früher auch gern gehabt. Da hat Janni Gitarre gespielt. Okay. Ja. Und ihr kennt euch aber schon länger alle?
Jani und ich kommen aus dem gleichen Dorf. Das ist wo? Schneeberding in der Lüneburger Heide. Na ja, klar, Schneeberding. War das nicht so in den, also das war, als ich noch in Hamburg lebte, so, also ich bin gebürtiger Hamburger, aber das ist schon lange her. Die gibt's noch. Hä? Die gibt's noch. Nee, aber da gab's in Schneeberding, das war so eine Ecke, da gab's so New-Metal-Bands. So, da gab's das war so diese 90er, Ende der 90er, Anfang der Zeit, also als ich Abi gemacht habe. Ja. Und die FZB war ja die Freizeitbegegnungsstätte. Genau, Jutes, und da wurden immer so New-Metal, also New-Metal war da the shit. Voll, auf jeden Fall. Genau. Ja, ja. Okay. Uelzen auch, ne? Uelzen. Genau, Uelzen und... Also Maintain, Noxious und so und zahlreiche. Also New Metal ist ein gutes Stichwort. Okay. Deswegen, ich ja ganz witzig finde, dass ich da auch. Kann mir jemand sagen, ich habe mal gerade ein Interview, aber du kannst auch gerne fragen. Alles gut, also kannst du ganz kurz erzählen, was du für eine Frage hast? Ich brauche Sekt Orange. Okay, kann hier jemand mit Sekt Orange dienen? Nein, wir haben nur einen einzigen Sekt und wir haben heute Release. Es tut mir leid, ich bin niemals geizig, aber das gebührt heute tatsächlich der Band und dem Label. Wir haben nur einen. Also tut mir leid. Wir oh Gott, jetzt komme ich direkt zu Uhr. Ja, ich weiß, jetzt bin ich auch noch so unsympathisch. Aber er liegt doch die ganze Zeit am Merch. Ja, komm, na gut. Also. Nein, doch nicht für mich, für den Sänger von Band. Ach so, ja sicher. Ja, Rantanplan, wir haben genug. Das ist ja das Ding. Stimmt, bei Rantanplan. Mir fällt doch noch eine Band ein, in der ich früher gespielt habe, die hieß, oder heißt immer noch Ghosts of Dawn. Aha. Das ist mittlerweile so Death Rock, Grufti-Krams mit so... Okay. Ich, ist ganz lange her. Okay. Aber sind immer noch aktiv und ja. Okay. Und aber erzählt mal, also ihr habt, ihr kennt euch, also du hast schon erzählt, ihr Gitarrist war das, ne? Ihr kennt euch aus Schneeberding noch? Ja. Genau, und Johannes und ich, wir haben irgendwie mal versucht herauszufinden, wo wir uns, wir sind uns mehrmals über den Weg gelaufen in Hamburg. Aber wir konnten es nicht so richtig ausmachen. Doch, ich weiß noch, ich war im Hafenklang im Goldenen Salon mit Basti. Und da habt ihr auch mit Goodbye Jersey Support gemacht für Three Chord Society, glaube ich. Und genau, und Basti hatte Schlagzeug bei Egozid gespielt und da so in der Zeit, ich glaube, also da sind wir mal über den Weg gelaufen. Wollte gerade sagen, das war ja so. Und dann noch so Felix, der hatte bei Egozid gesungen, hatte bei Chigi tätowiert. Du, glaube ich, vorher oder nachher, weiß ich nicht. Ja. Katrin, genau, war auch irgendwie so, ja. Wir sind natürlich öfter so begegnet. Unsere Wege haben sich immer so gekreuzt. In der Uni und irgendwann war, genau, stimmt, da auch. Und es war immer schön und irgendwann... Ja. Irgendwann war ich auch bei euch im Tattoo-Studio und meinte, das ist eigentlich echt witzig, weil das muss mehrere Jahre her sein, weil ich mal irgendwann meinte, ey, ich habe das erste Mal, seitdem ich 15 bin, keine Band mehr, ist ganz cool, aber so langsam hätte ich mal wieder Bock. Und dann meintest du noch, ja, einen Drummer hätte ich. Und dann haben wir aber... Das war das bestimmt Ding ist, drei, vier Jahre vor, bitte, oder fünf, oder? Ich weiß es gar nicht, lange her. Ich glaube, der Gitarrist von Three Chord Society, dem hatte ich nämlich gesagt, ah, wir suchen einen Bassisten und so. Und der meinte, ey, frag doch mal Johannes. Ja, Marmel. Genau, ja, Marmel. Ja. Und Marmel meinte, frag doch mal Johannes. Und dann dachte ich so, hey, Johannes, der spielt doch Gitarre. Du bist ja so ein Tausendsasser auch ein bisschen. Und da dachte ich, der spielt Spaß, okay, alles klar. Und dann habe ich dich angehauen und du hattest Bock. Ja, das war witzig, weil ich hatte eine Probe und das war... ohne Janni, aber mit Nils am Bass. Und dann war es so, ja, okay, zweite Gitarre war eigentlich geplant. Ja. Und dann war das so, dass Nils, glaube ich, rausgegangen ist. Mhm. Und dann meinte ich so, Pedi meinte noch so, ja, am Bass und so, fehlt uns jetzt jemand? Und dann war ich so, ey, Bass, super geil, weil das ist für mich, ich liebe einfach Bass spielen. Und auch Gitarre, aber das war so, ey, kein Ding, lass uns erstmal so was machen. Und ich weiß, was du meinst, so, willst du echt diesen Wurstseiter spielen? Und ich fand das super lustig mit so, ja, ich finde das geil. Ich find Bass spielen wirklich super geil. Weiß ich jetzt ja auch, aus meiner anderen Zweitkapelle. Das verstehe ich gerade. Weil ich bei Rantanplan manchmal Bass spiele. Ach so, da spielst du ja immer mal was. Ja, an der Wurstgitarre. Ja, an der Wurstgitarre. Also ich spiele auch, oder ich habe in meiner letzten Band auch Bass gespielt. Naja. Kann mich gefällt dir das? Hä? Magst du auch gern Bass spielen? Ich liebe Bass spielen, ja. Also ich spiele jetzt wieder Gitarre. Ich fand immer, beim Bass spielen konnte ich mich mehr gehen lassen. Das ist bei der Gitarre ein bisschen komplexer. Witzig. Ja. Bei mir ist beim Bass immer so, weil ich es war auch so ein Argument, weil ich noch meinte so, ey, wenn wir live spielen, ich habe auch mal Schnitzer natürlich live, so, aber ich finde es super wichtig, weil ich auch früher sehr viel Tontechnik gemacht habe, dass der Bass sitzt. Ich mag das nicht, wenn Bands live spielen und der Bass so untergeht, weil das so, ja, so rumwuschert. Also Rumpelpunk ist nicht so deins? Mag ich super gerne hören, vor allem live.
Ich bin totaler Audiosnob mittlerweile geworden. Okay. Aber ich mag Rumpelpunk super gerne, wenn das Feeling rüberkommt und wenn ich merke, die Leute haben totalen Spaß. Ich habe halt früher viele Bands gemischt, ich dann eine Rumpelpunk-Band hatte und das kam dann so völlig allürenmäßig, starmäßig daher, dachte ich nur so, ey, deine Gitarre ist nicht gestimmt. Ja, ist egal, ist Punk, ist so, ja, okay, könnt ihr machen. Aber ist so für mich dann so, wie gesagt, ich bin Soundsnob auch irgendwo. Aber wenn die Stimmung und das alles geilen Vibe hat, finde ich super. Okay, Frage. Soundsnob, heißt das, du bist so der Typ, der auf eBay Kleinanzeigen die ganze Zeit irgendwelche Boutique-Effektpedale kauft für unverschämt viel Geld? Nein. Das mache ich nicht. Die baue ich dann mittlerweile selber und hole mir das für einfach. Ich finde das DIY-Ding schon immer ultra geil. Okay. Vom Siebdruck ist egal. Ja. Selber aufnehmen, was auch immer. Ich finde, das hat einfach immer. Da musste ich gerade dran denken, als du sagtest, was unser Gitarrist für Effekte hat, hast du ja irgendwie 2, 3 aufgezählt. Und da habe ich gedacht, guck dir mal das Effektboard von unserem Gitarristen an und vergleich das auf der anderen Seite. Du hast ja gefühlt Stimmgerät, Mikrowelle, kleinen Bieterofen, 17 Verzerrer, 3 Geräte, wo ich glaube, die leuchten nur. Und du, also. Ja, das hat. Und lass mich raten, wenn du bei Rantanplan Bass spielst, hast du so ein Tuner, ne? Und das war's. Also da bin ich total Johannes Team Johannes. Johannes hat mir 2 Pedale gegeben, die ich nicht kann. Ich kann nur sagen, ich habe, als wir letztes Jahr unsere neue Band gegründet haben, hat der andere Gitarrist auch so, ich habe halt auch irgendwie so 8, 9 Effekte auf dem Board und dann meinte er so, ich brauche nur ein Stimmgerät und noch, ja okay, noch ein Zerrer, so, das reicht mir, der Rest kommt aus dem Amp. Mittlerweile, rechtzeitig zur Platte, hat er dann sich auch ein paar Effekte gekauft, ist mittlerweile großer Fan. Mhm. Also ich glaube, es gibt einfach viel Unwissenheit auch und das heißt nicht, dass Effekte alleine den Sound alleine das machen, aber ich finde, man kann schon eine ganze Menge damit raussehen. Das bringt mich übrigens auf eine Sache, die ich total spannend fand bei eurer Sache. Also tatsächlich ist es so, wenn mir jemand sagt, da spielt eine Hardcore-Band, dann denke ich meistens so, wow, was, nee. Ja, genau. Meine Angst vor Bollo ist groß. Ja, finde ich meine das, aber ihr habt mich tatsächlich, also wie gesagt, schon der Soundcheck war so, okay, das ist was anderes. Was mir total gut gefallen hat, ist so dieses, ich würde es jetzt so ein bisschen naiv sagen, so ein leicht waviger, postiger Einschlag. Mich würde aber interessieren, als ihr angefangen habt, Band, was waren denn so eure Vorstellungen, was das wird? Und Frage auch nochmal in deine Richtung. Hast du, Pedi, hast du vorher gesungen schon mal in der Band? Ja. Bei Goodbye Jersey hätte ich auch gesungen und Gitarre gespielt. Okay. Genau. Aber Ska, wenn das so, das war so Ska-Punk-Zeug, ja, ne? Das ist ja schon was anderes dabei. Dann auch im Singen, ne? Oder? Ja, auf jeden Fall. Also, genau, da war es also schon auch mal ein bisschen doller, aber dieses so richtig reinbölken, aber irgendwie noch so melodiös, das, also in Bitter bin ich auch ein bisschen gewachsen, so möchte ich sagen. Okay. Ich weiß noch, dass ich irgendwann mal einen Vorschlag gemacht hatte im Proberaum. Ja, mit 2 Gitarren wäre ja auch geil. Pedi, willst du nicht? Und Pedis Reaktion immer so, ich will nicht, ich will einfach nur singen. Ich will nichts an mir dran haben, was irgendwie an mir dranhängt oder klebt oder so. Ja, nee, ich gar nicht. Spring gerne rum. Ich kann das voll verstehen. Das mag ich auch so eine Bühnengröße wie heute. Ich liebe das auch voll. Ah krass, jetzt macht ihr ja hier euren Instrumentalplan. Ich laufe jetzt hier um die Bühne rum, ich bin jetzt hinterm Schlag, ich bin jetzt hier, bin jetzt da. Ich liebe das. Ja. Ist großartig. Tatsächlich Props für die Performance. Also ist großartig. Aber auch einfach gefühlt. Ich meine, ich mag es auch gern, wie neulich im Stumpf in Hannover zu zocken, wo ich, okay, ich kann nicht richtig springen, dann haue ich mir die Schädeldecke auf. Ist auch geil. Aber heute habe ich auch einfach sehr genossen, ich kann jetzt hier einfach rumlaufen. Ich so jetzt irgendwie. Vorhin einmal wieder den Moment, wo ich dachte, scheiße, wo habe ich das Mikro hingelegt? Ich versuche mir so Eselsbrücken. Okay, beim Drum. Ja, das ist auch witzig, weil wir hatten mal einen Gig, ich weiß gar nicht mehr wo, aber ich glaube im Yuki in Arnsburg. Und dann habe ich immer gesehen, oh, weil halt Soundnerd und auch so, okay, ich weiß, was am Front of House geht. Und dann hat Pedi das Mikro irgendwo hingelegt und ich bin so, oh, die Technik hasst uns gerade. Das ist aber eher so mein eigenes Gewissensding. Und dann habe ich das immer in so ein freies Stativ gestellt und dann hat Pedi irgendwann so, ich habe das so eben hier hingelegt. Und das ist halt so, und ist halt so, und ich habe es halt immer wieder so, wenn ich Zeit hatte, so, nee, das geht nicht, kein Mikro auf dem Boden. Das, Die Band versteckt das Mikro. Aber ich finde, was ich gerade gedacht habe, also ich weiß, Janni hat dich angequatscht, weil ich auch keine aktive Band mehr hatte. Und wir waren auf dem letzten Konzert im Schlemmereck, Hamburger Berg in Hamburg. Da hatte mein großes Brüderchen gespielt. Und Janni war auch da. Und ich hatte irgendwie Bock, ich will wieder Mucke machen. Und hatte Janni gefragt, hast du eigentlich gerade eine Band? Nee, ja, lass doch eine Band machen. Okay. Und dann haben wir irgendwie
die Nacht durchgepichelt und gesagt, wir machen Mucke und gar nicht jetzt so, wir machen jetzt das oder das, sondern, und das habe ich, oder hatten wir ja auch gerade irgendwie drüber gesprochen, weil ich jetzt ja irgendwie gerade so ein bisschen so einen musikalischen Spagat habe. Nächstes Wochenende spiele ich mit Rantanplan. Okay. Und ich finde es auch gerade witzig, als wir jetzt auch viel unterwegs waren, wenn du manchmal in Leipzig irgendwie vor 20 Leuten, bitter, ich im Kleid, irgendwie robb durch den Dreck irgendwie, ja. Brüll mir die Seele aus dem Hals und bin dann eine Woche später wieder da mit Rantanplan im Polohemd, 500 Leute, keine Ahnung, und spiele irgendwie Ska-Punk. Und ich merke so, dass so ein bisschen, also klar, gibt es Mucke, die ich nicht machen würde, so, aber dieses mit Leuten connecten und wir machen jetzt hier Musik, transportieren eine gewisse Botschaft und dieses Connecten mit den Leuten, dass das irgendwie über dem schwebt. Also es gab auf jeden Fall bei Bitte auch nicht den Plan, wir machen jetzt diese Musik. Das habe ich irgendwie ein bisschen weniger. Ich meine, das machen dann die Zutaten so, dass irgendwie... Na gut, aber es ist schon, ne? Ihr spielt mit runtergestimmter Gitarre und ich glaube, der Bass ist auch runtergestimmt, bin ich. Ja, wir spielen D-Standard, ja. Also nicht so Drop-D, sondern... Genau, ihr spielt also einen ganz Ton runter, aber also das ist ja schon eine Entscheidung, oder? Also das kommt ja nicht... Ja, es sollte schon ein bisschen wuchtiger Dollar sein. Okay. Ja. Aber und sind auch, glaube ich, offen Standard. Für, wo geht das jetzt hin, wie fühlt sich das jetzt an? Ich meine, jetzt so die nächsten Tracks, die so sessionmäßig in der Mache sind, da war es ja noch ruhiger und waviger, irgendwie, würde ich sagen. Ja, das stimmt. Klar bewegt sich das alles, wir werden jetzt nicht Trompete auspacken. Wir hatten noch einen so einen krustigen, doomigen Song, der ist, den haben wir irgendwie auf Halde. Ja. Find ich, finde auch mega geil. Aber ich glaube, das Ding ist einfach, dass so, ja, wir sind auch manchmal so ein bisschen so, ja, der Song muss fertig sein und keine Ahnung, also so. Und jetzt sind wir gerade in so einem neuen Findungsprozess auch. Okay. Also so bin ich so irgendwie so... Erzählt mal, wie lange gibt es euch denn eigentlich so richtig? Also ihr habt... Das musst du beantworten. 2019 war ja so... Ne? Ja. Okay, dann habt ihr also quasi passend zur Pandemie euch gegründet. Ja, genau. Und so ist ja auch die erste Platte entstanden. Also wir haben ein Album zum Teil geschrieben mit... Da hatte ich Janni noch Logic auf sein MacBook gezogen, mit, so hier über meinen Account. Ja. Und ihm so, ja, hier so nimmst du zu Hause Gitarre auf, dies, das. Und echt so die Anfänger. Und der war ja dann irgendwann der Crack mit so, ah, geil. Der sitzt dann ja, raucht 17 Schachteln Kippen, glaube ich, in seiner Küche mit Gitarre und nimmt da auf. Und ja, ich habe jetzt die Drums programmiert und hier die 74 Spuren Gitarre. Ja, das ist doch voll toll. Der ist da so reingewachsen. Ich war da auch voll so, ey, hol dir einfach irgendein, es muss ja kein Pro-Level sein, hol dir irgendein so Focusrite, was auch immer, Interface. Die Werbung kannst du rausnehmen. Produktplatzierung. Wollte gerade sagen, also, aber egal, hol dir ein Interface. Und ich habe irgendwie so, ich weiß gar nicht, so ein PV-Mini-Pedal, irgendwas, was ich noch hatte, mit so, ey, ist egal, aber komm in das Songwriting, weil es halt die Pandemie war. Ja, klar. Und es war dann so, ey, ist doch voll geil, wenn du das zu Hause, wenn du so autonom das für dich machen kannst. Ja. Und da war er so erst gesperrt und war so, Computer, weiß nicht. Und dann ging das so los. Und dann hat er von dir Logic bekommen und auf einmal hat er echt angefangen so, ey, ich habe einen Riff, ich habe einen Song und es war so, ey, ich habe jetzt gecheckt, wie der Drumcomputer funktioniert. Es war echt super viele Schablonen drüber. Und ich war so, ist der Wahnsinn. Also Janni ist wirklich ein krasser, kreativer... Aber also da muss ich auch da kann ich aus eigener Erfahrung, als wir angefangen haben letztes Jahr mit der Band, da war da auch so, der andere Gitarrist hat sich so voll gesperrt erstmal irgendwie so hier, nee, wir machen das im Proberaum alle zusammen. Und da waren wir ja schon nach Pandemie und ich habe gesagt, ey, wir sehen uns einmal die Woche, wenn wir dann irgendwie erstmal 2 Stunden an der Gitarre brauchen, um irgendwie... Hier, du hast GarageBand auf deinem Ding. Ich schieb dir meine Demo rüber und du kannst dann einfach schon mal zu Hause rumfuchseln. Oder wir nehmen im Proberaum rough auf und du hast was. Und auf einmal, ne, wir haben die ganze Platte jetzt vorproduziert, indem er einfach seine Gitarrenspuren zu Hause aufgenommen hat. Und ich finde trotzdem den Proberaum total wichtig, so, ne? Absolut, aber es ist einfach, ich finde es super geil, wenn das du das... einfach toll, wenn alle ihre Hausaufgaben machen und das ist so mega Zeit. Ja, ist so, wenn es so 2 Monate dauert und du hast so, ach so, du spielst dann einen Halbton anders. Und, und vor allem, was man nicht unterschätzen darf, also es nimmt ja auch total den Druck raus, ne? Wenn du zu Hause alleine sitzen kannst und dir erstmal überlegen kannst, okay, der andere Gitarrist spielt das, ne? Oder das spielt das, ne? Und ich habe das gemerkt in der Vorproduktion jetzt für die Platte, dass es halt voll geil war, auch mal so ein bisschen kreativ zu sein, einfach mal einen Loop laufen zu lassen und dann einfach mal eine Stunde irgendwie einfach nur rumzuprobieren, was passt dazu, ne? So, genau. Total. Also das heißt, ihr habt schon eine Platte gemacht vor der 7-Inch, die hier. Ja, das war auch direkt in der Pandemie. Wir hatten noch kein Konzert gespielt, da hatten wir die LP schon im Kasten, weil, also wir durften ja zum Teil nicht proben. Ja. Haben uns Projekte zugeschickt und dann... Ja, das war auch interessant, weil ich habe die ja aufgenommen und es war so witzig, weil wir hatten erst
ich glaube, deine Eltern hatten noch so ein Nachbarferienhaus und wir waren so, okay, und es ging dann ja mal, wie viele Menschen oder Haushalte dürfen wie zusammen sein und so. Ja. Und wir hatten dann einen Freund von Janni irgendwie, das war dann so Sound, irgendwie, okay, ist eine Person, die macht das. Und dann konnte die aber berufsmäßig irgendwie nur einen Tag arbeiten, einen Tag frei und irgendwie so, und das war so, Und dann kam hier von Ulf, von Rantanplan, auch diese so ein Gemeindehaus irgendwie. Und wir sind da rein und ich war so, ey, hier ist alles da. Das war so geil gewesen, weil... Das ist ein Studio für die hatte ich mal ein Logo gemacht, von wegen, also alter Freund, ey, wir brauchen ein Logo, alles klar, hier Logo. Und er meinte, ja, eine Hand wäscht die andere, ich meinte, ey, hier, alles gut. Und dann kam so, okay, wir wollen aufnehmen. Mhm. Wir wollen das in einem Privathaushalt machen mit diesem Soundmenschen. Mhm. Okay, der Soundmensch kann nicht mehr und wir dürfen uns auch gar nicht mehr so treffen. Ja. Wenn der Dorfscheriff da jetzt klingelt und so, ja, was ist hier los? Ah ja, das ist jetzt geschäftlich und nicht privat. Ich sag, okay, das wird nicht gehen. So, klingeling, ey Ulf, dieses eine Hand wäscht die andere. So, ey Studio, ich klopf das ab. Ihr könnt rein, hier ist der Schlüssel. Und dann durften wir in dieses Studio. Das war super. Und alles, was die an Mikrofonen haben, das ist alles mehr wert, als was ich jemals besessen habe. Ja, das war so, auf jeden Fall so, im Bonbonladen. Tobt euch aus. Alles ist da. Ja. Okay. Und das fand ich auch so geil, weil da haben wir ja noch gar nicht so lange Musik gemacht. Und ich fand es super cool, weil der kreative Prozess war so, ey, Optionen suchen. Ich finde das auch super gut. Ich glaube, als Pedi mich gefragt hat, willst du bei uns spielen, war es so, wie viele Wochenenden wären denn alle bereit, im Jahr überhaupt live zu spielen? Weil das hatte ich früher immer mal mit so Bands, das dann so, ja, okay, Platte ist fertig, ich habe das aufgenommen und gebuckt und keine Ahnung. Und dann war es so, irgendwie habe ich jetzt doch keinen Bock. Und ich war so, wenn nochmal eine Band nach 4 Jahren Pause dann auch mit Menschen, die wirklich Lust haben, das auch zu zelebrieren und irgendwie live, also das, was du auch meintest, Pili, so Leute connecten und dass das einfach das wachsen kann. Und das finde ich, da haben wir eine echt krasse Entwicklung in der, also es ging ja dann auch um, ja, wir können uns nicht treffen in eine Zoom-Session. Wer hat irgendwelche Apps und keine Ahnung, Und dann ging halt die Situation, also wir hatten alle Urlaub genommen, 2 Wochen für die Platte. Und es war dann so, ja, geht nicht, irgendwie 2 Tage vorher. Und dann, weißt du, gab es von Ulf diese coole, supergeile Option. Und so, lass mal reingehen, ich nehme es auf, ich muss wissen, was ich vielleicht allein muss, reingekommen. Ja. Und es war so, perfekt, das ist, hier ist alles da. Und was ich aber super cool fand, war auch, dass es so nicht so ein, es gab da halt nicht so was wie so, ja, nee, wir müssen das jetzt irgendwie doch anders verschieben. Es war echt nur so, ey, das ist unsere Zeit, die wir frei genommen haben. Wir machen jetzt immer das Beste einfach. Geil. Und das, dieser Vibe, dieses Kreative darin war, das ist, glaube ich, sehr bei uns auch so am Start. Das ist echt so, neulich waren wir auch so, ey, Schreibkrise, Songwriting, ey, lass uns irgendwo ein Ferienhaus mieten, 3 Tage und einfach nur uns da einsperren. Ja. Weil wenn wir das im Proberaum in Hamburg machen, dann ist es doch so abends noch, ist doch ein Geburtstag. Einmal isolieren, kreativ sein und das auch so zelebrieren. Ne? Und das finde ich super, super geil. Hatte ich auch bisher eigentlich in keiner anderen Band so. Okay. Also nicht auf so einem angenehmen Niveau, dass man wirklich so flashen kann. Also ich kann an vieles, könnte ich jetzt total andocken. Was ich spannend finde, dadurch, dass ich jetzt eure erste Platte tatsächlich einfach nicht kenne und jetzt auch gerade nur Live-Sachen gehört haben, was würdet ihr denn selber sagen, was hat sich verändert durch das Live-Spielen, wenn ihr quasi sozusagen eine LP hattet, bevor ihr, also was hat sich nochmal am Sound, also eher jetzt nicht am einzelnen Sound, sondern im globalen Sound bewegt? Das ist eine sehr spannende Frage. Ich würde ganz kurz einen Mini-Schwenker zu meinem Paddleboard machen. Weil das Ding war wirklich... Da brauchst du einen Lageplan. Nee, das Ding ist, es hat einfach 2 Etagen. Die eine ist, es bleibt einfach immer an. Ja. Weil mein Ziel war, ich will einfach, dass, egal wo wir sind, ob es ein Jutz ist und eine Person mischt das erste Mal am Bass, steckst du einfach das XLR-Kabel an dieses Paddleboard und musst einen Low-Cut oder einen High-Cut und dann ist der Rest fein. Da ist ein Kompressor, ein Gate. Und wenn jetzt jemand sagt so, ey, brauchen wir nicht, habe ich vorne. Und dann kann ich sagen, okay, mach ich's aus. Aber ich wusste, ey, ich will einfach, dass, egal was passiert, es gibt einfach einen soliden Sound. Ja. Und die Person muss nicht irgendwie Pro oder irgendwie sonst was wissen, sondern es ist einfach so, okay, stabil, okay, läuft. Und das ist so mein eigener Anspruch. Aber keine Ahnung, ich glaube, Janni war am Anfang auch so, nee, Tuner, irgendwie, wie heißt denn der? Klassiker, der grüne Tube Screamer. Ja. Und dann ist geil. Und das war mittlerweile so ein bisschen Blut gelegt. Aber tatsächlich, also jetzt mal weg von diesen bisschen individuellen Entwicklungen, die ihr vielleicht gemacht habt. Mich würde mal interessieren, weil ihr gerade erzählt habt, ne, wir nehmen eine Platte auf in der Pandemie, haben quasi noch nie live gespielt, also außer vielleicht im Proberaum ein bisschen.
und dann geht man auf die Bühne und jetzt habt ihr ja wieder eine neue Sache aufgenommen. Was hat denn das, also was, wo ist die Bewegung da drin? Ich würde schon sagen, Janni kommt ja zum Teil mit, auch jetzt bei der 7-Inch zum Beispiel. Mhm. Spooner Street hat Janni ja eigentlich auch in dieser verrauchten Küche. Mhm. Ich meine, Janni kommt da mit diesem Audioprojekt. Hier sind die Drums. Bass habe ich schon mal so ungefähr vielleicht. Dann hier die 75 Gitarrenspuren. Und manchmal sogar, ja, ich glaube in dem Fall nicht. Manchmal hat er sogar, ja, Gesangslinie hatte ich vielleicht so und so gedacht. Dies von ihm. Der kommt, also der schreibt das ja so als Angebot und natürlich, ey, lass das mal nehmen und wir machen da jetzt unser Ding raus. Mhm. Aber schon sehr durchgeplant. Ja. Die andere Nummer, Dr. Clumsy, ist ja eher auch so ein Zusammenspiel, wo ja. Wir irgendwie so, ey, lass doch mal zusammen jetzt hier ein bisschen basteln. Ich muss sagen, dass ich, glaube ich, durch die Auftritte, die wir erst danach der Debüt-LP hatten, so, auch Songs schreibe mit so einem Hintergedanken, okay, wir spielen das jetzt auf der Bühne zusammen und ey, ich hätte jetzt Bock vielleicht auf einen Part, wo gefühlt so Janni so ein bisschen stumpfer, so, ey, wo dann das und das Mosch. Passiert. Oder, und irgendwie auch wieder dieses mit Leuten connecten. Ey, dann entsteht vielleicht die und die Energie. Das, also ich stelle mir schon eher manchmal dann so das Live-Ding vor, was glaube ich bei Janni vielleicht anders ist. So. Aber das hat sich verändert durch das gemeinsame Spielen auch. Mhm. Das so Konzerte und ja auch so, ey, wir haben den und den Song, ey, da passieren manchmal die und die Sachen und das ist irgendwie voll schön und ich hätte irgendwie Bock, weiter in die Richtung nochmal einen Song zu schreiben. Ja, das stimmt. So. Das ist, also das hat sich auf jeden Fall das Live-Spielen verändert. Auf jeden Fall so eine, einfach auch durch die Resonanz von Menschen, die dann irgendwie das sagen, ey, der Song war cool oder hat mir mega gefallen oder finde ich auf Platte auch cool oder so. Und so, aha, okay, mhm. Wir haben ja manche Sachen, die würde ich sogar fast 90er, so Commercial Breakdown ist ja so ein... Mhm. Ja, und da waren wir selber irgendwann so, ja, ist irgendwie das so eine Kamelle vielleicht? Also, hm. Und dann haben wir in Rothenburg zum Beispiel gespielt und das war voll witzig, weil da einfach viel jüngere Leute waren. Und es war voll, ich fand es halt eine super spannende Beobachtung, es war voll so, ja, die jungen Kids sind alle voll auf dabei. Und es war voll so, ich glaube auch eine Sache ist, dass wir uns ganz gut zurücknehmen können. Also mhm. Es gibt, glaube ich, keine Person, die sagt, ich will jetzt hier alles füllen in irgendeinem Part, in einem mhm. Song oder so. Und dass das auch einfach ja, wertvoll ist. Ne? Es ist irgendwie ein Stichwort Bass live, mhm. ist auch so ein Ding so, ey, kein Problem, wenn der Part einfach nur bam bam ist, dann fange ich nicht an, irgendwie mir da zurechtzufrägen. Und dass es dafür ein Verständnis gibt, ist, glaube ich, mhm. ja. ein großer Gewinn insgesamt als Gruppe. Ja, würde ich auch sagen. Mal so jetzt als Live-Geschichte noch. Ach so, doch, eine Sache, da war ich vielleicht ein bisschen on front, weil ich meinte so, egal ob irgendwer von uns singen kann, lass uns alle Backings machen, mhm. wirklich so. Das ist, glaube ich, ein bisschen, da war Janni, glaube ich, ein bisschen schüchtern am Anfang. Also so, oh, was, so, ey, ist egal, weil ich finde die Live-Energie von Vocals super geil. Mega. Ja, hat einfach was, wenn du auf einer Platte ein Refrain hast und ja. da ist halt, yeah, irgendwie sind da vier Leute ja. oder so. Dann hast du halt live wirklich drei und egal, ob ich da meinen Ton dann nicht so ganz perfekt treffe, ist egal, aber die Energie ist halt total und das spürst du auf jeden Fall, finde ich. Total. Das finde ich ja auch so, selbst wenn Kaiser eine Zeile mitsingt, also am Schlagzeug mhm. und LK Mikro hat und singt diese Zeilen in die Luft. Ich finde es selbst, wenn ich auf einem Konzert bin und sehe so, ey, krass, die Band singt gerade so diese Zeile. Ja. So, und auch wenn die das nicht mal tonal abgenommen wird, dann, oh geil, die fühlen das gerade. So, das finde ich auch voll. Und Das transportiert sich auch einfach ins Publikum. Find schon auch, absolut. Ja, absolut. Also, absolut. Witzigerweise hatten Tüdel und ich das vorhin davon, dass wie wichtig dieses oder wie dieses Mitsingen, was das so macht auch für eine Band, also auch gerade so bei Backings und so. Und ich muss auch dran denken, in meiner alten Band hat der Schlagzeuger auch immer einfach mitgeschrien, jede Zeile und war sogar heiser dann meistens nach dem Konzert. Aber, und das war einfach geil. Es war auch für mich auf der Bühne, nämlich umzudrehen und zu sehen, okay, der dreht gerade auch voll am Rad. Ja. Also ich glaube, so das macht schon krass was. Ihr habt die 7-Inch, die heute erscheint. Heute ist der 6.6. Yes. Der Podcast wird viel später erscheinen, deswegen ist es dann schon passé. 6.6.24. Ja, genau. Also ich glaube, ich schaffe es noch, den in 24 zu öffnen. Mich würde noch interessieren, was kommt denn so ein bisschen jetzt bei euch? Konzerte steht da einiges an. Dann auch die Frage, weil du gerade schon angewählt hast, ihr seid auch schon wieder so Songwriting-mäßig unterwegs. Was soll da passieren? Das ist natürlich jetzt... Seid ihr eher eine EP-Band oder eher eine Album-Band? Ich glaube eigentlich eine Album-Band, aber es könnte sein, dass wir erstmal eine EP machen, weil wir noch so ein paar Songs auf Halde haben. Und wir auch nach der EP, das war ja auch so, alle haben einen Song und so, kann sein, dass wir noch so ein bisschen gucken,
Gibt es sowas wie so den Bitterstil, den wir alle komplett immer abfeiern? Also nicht im Sinne von alles wird gleich und monoton, ja, sondern da sind wir gerade so ein bisschen, deswegen waren wir unter anderem im Februar in so einem Haus, weil wir so, ey, lass uns mehr nochmal eben weg von diesem alle schreiben zu Hause, weil das war in der Pandemie so. Jetzt ist es halt so ein, okay, lass uns Zeit nehmen, dafür auch Songideen einfach mal wirken zu lassen auf uns selbst. Okay. Und da haben wir jetzt so 4, 5 Sachen. Ich habe auch noch, also ich glaube, wir nehmen alle zu Hause auch immer Ideen auf. Ist gerade eher so die Frage, wo haben wir jetzt Bock drauf? Okay. Jetzt haben wir natürlich mit Rirek und Rookie Records. Oh, die Daumenschrauben. Das ja, ist ja, jetzt... Ja, ich druck jetzt, ne, von Tüdel. Okay, ich will davon leben können. Ich will mir meinen ersten Tesla davon kaufen können. Vor allem, ja, wir spielen euch was ist mit der LP? Was mit der LP? Egal, du willst ja einfach deine Wohnung haben, wo er ja 12-mal reinpasst. Und einfach drin sitzen. In meinem 200 Quadratmeter Loft am Hamburger Hafen. Label müsstest du haben. Mein Dachgeschoss auf der Hafenstraße. Okay, wir erleben hier gerade, dass die Teile der Personen, die hier gerade interviewt werden, nervös werden, weil Rantanplan anfängt. Ja, und Ska-Punk ja scheinbar eine wichtige Komponente in diesem Leben ist. Deswegen bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für das Interview. Wirklich, ich kann nur noch mal sagen, es war ein toller Einstieg in das Festival. Mich hat das wirklich sehr, sehr positiv, oder nicht nur positiv, das hat mich richtig begeistert. Vielen Dank. Vielen Dank. Genau. Dann, ich wünsche euch ein wunderschönes Festival noch. Hab viel Spaß. Also, Rockamberg-Merkers war, wir sind ja jetzt am Donnerstag, erster Tag so, Festival eröffnet, aber es ist schon mal mega. Unterstützt das Festival, geht dahin, geile Sache. Ja. Sehr schön. Vielen Dank. Ja, hallo, guten Morgen. Tag 2, eigentlich irgendwie ja schon Tag 3, aber für mich, also offiziell erst Tag 2. Ich habe mich mal einfach die Bank quasi, mich andersrum auf die Bank gesetzt und sitze jetzt bei unseren NachbarInnen, den C-Punks. Und genau, und wollte mal ein bisschen was über C-Punks erfahren. Weil aufgefallen, dass es die C-Punks gibt, das ist schon seit einer Weile so. Man trifft sie regelmäßig auf Konzerten, auf Instagram und im Social Media Game. C-Punks sind relativ gut vertreten, aber hier sitzen jetzt zwei Aktivistinnen von C-Punks bei mir. Und vielleicht können die ja mal ein bisschen mehr erzählen zu C-Punks. Wie hat das alles angefangen? Und vielleicht einfach auch ein bisschen genauer sagen, was genau machen C-Punks eigentlich? Hi, wir sind quasi Unterstützerinnen. Ich bin Julie vom Street Team Hannover. Und ich bin Basti vom Street Team aus Berlin. Genau, und C-Punks hat sich 2019 gegründet mit drei Brüdern. Und die hatten die Idee, halt ein Boot aufzukaufen und genau auf dem Mittelmeer Leben zu retten. Ganz, ganz kurz gesagt. Genau, also letztendlich muss man dazu, glaube ich, nicht viel mehr sagen, weil es ist immer noch gefährlichste Route, um eine Chance auf ein besseres Leben zu haben. Und es gibt einfach zu wenig NGOs. Ne? Darum haben die sich gesagt, wir machen jetzt, wir gucken nicht nur zu, sondern wir kaufen ein Boot und wollen aufs Mittelmeer, um halt Menschen vorm Ersaufen zu retten. Natürlich ist das ja nicht umsonst. Also wir brauchen relativ viel Geld und es müssen halt auch viele Spenden gesammelt werden. Also C-Punks wird durch Spenden finanziert. Und es ist so, dass die halt versucht haben, die Musik, ihre Leidenschaft mit der NGO quasi zusammenzubringen, und so dass wir dann halt auch auf Konzerte gehen. Und wir haben halt auch viele Künstlerinnen und Künstler, die C-Punks tatkräftig unterstützen, auf ihren Konzerten Ansagen machen, Spendendosen auf der ganzen Tour dabei haben. Also das ist schon super, was da passiert. Aber wie gesagt, so ein Boot, so ein Einsatz kostet, das sind mitunter, je nachdem wie lange du auf dem Meer jetzt tatsächlich draußen bist, zwischen 25.000 und 50.000 Euro monatlich. Und da kann man sich dann schon vorstellen, wie viel Geld benötigt wird und auf wie vielen Konzerten wir Infostände machen müssen. Ja, okay. Mir ist ein bisschen aufgefallen, sagen wir mal so, ich bin jetzt, schon Mission Lifeline, es gibt verschiedene Sea Rescue Missions im Mittelmeer. Und mir ist aufgefallen, dass ich so ein bisschen einen Überblick in Anführungsstrichen verloren habe. Wie hängen die eigentlich zusammen? Hängen die zusammen? Wie ist das? Wie seid ihr so? Oder gibt es da einen Austausch zwischen den Organisationen? Unterstützt man sich? Wie ist das so? Wie ist das Verhältnis so?
Also soweit wir das beurteilen können, ist es ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Also ich sag mal, Konkurrenzdenken wäre ja da komplett an der falschen Stelle. Klar. Und dementsprechend wird da schon zusammengearbeitet. Der Sea-Watch e.V. hat uns zum Beispiel letztes Jahr 100.000 Euro gespendet. Okay. Wow. Und was ja schon, weil es uns beschissen ging. Also wir mussten unser Boot nach dem ersten Einsatz halt reparieren. Das war ein bisschen so die Tragödie, dass man jahrelang Geld gesammelt hat und dann beim ersten Einsatz halt auch das Boot kaputt gegangen ist. Nichtsdestotrotz konnten wir über 80 Menschen da retten bei diesem Einsatz. Und als wir dann einen sicheren Hafen angesteuert haben, ja, kamen dann Behörden mit ins Spiel, haben Steine in den Weg gelegt, Bootumbau. Ja, und wie gesagt, ich habe ja schon erwähnt, wie viel letztendlich nur das Dasein auf dem Schiff kostet und dementsprechend ist auch ein Schiffsumbau sehr, sehr kostenaufwendig. Vielleicht noch zu bekannten anderen Seenotrettungsunterstützerinnen, Mission Lifeline, mit denen haben sie sich halt auch gleich am Anfang ausgetauscht, die haben sich gegenseitig unterstützt, auch mit den Booten. Juventa ist ein ganz großer Begriff, Darius ist mit der ersten Seapunk 1 losgefahren, also da gibt es ganz regen Austausch, also auch gerade Erfahrungsaustausch, was ja auch super wichtig ist, weil klar macht jeder seine eigenen Erfahrungen, aber es ist besser halt natürlich sich auszutauschen, um halt gewisse Sachen aus dem Weg zu gehen oder halt auch zu verbessern, ja. Okay. Es klingt so ein bisschen so, ihr seid auch selber schon mitgefahren auf dem Boot? Nein. Nee? Nein, also ich wurde letztendlich auch, ich hatte sie auch immer schon so auf dem Schirm und mal gesehen, Seapunks ist ja dann doch schon ein geiler Name, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich wurde letztendlich auch nur über Freunde in Berlin angesprochen, die suchen, und bin damit eingestiegen. Aber auf dem Boot direkt waren wir beide jetzt noch nicht. Aber für jede Ausfahrt, wir suchen immer Leute, die helfen, egal in welcher Form. Guckt auf unsere Webseite, da steht unter mitmachen.de genau, welche Positionen gesucht werden, auf dem Boot direkt oder am Boot im Hafen. Aber genauso sind halt Leute wie wir notwendig, die dann halt in verschiedenen Städten halt so eine Stände betreuen. Ja. Und da wird immer gesucht, immer. Okay. Also wenn ihr Bock habt, meldet euch, Street Teams, es gibt in fast jeder großen Stadt oder in jeder Region, gibt es schon ein paar, die sich da engagieren und... Ja. Ist eine gute Sache. Okay, das klingt auf jeden Fall, also sowieso ist das eine gute Sache, aber es klingt auch gut, nochmal zu sagen, dass man noch überall Leute sucht. Mich würde noch interessieren, so der Punk, Punk steht ja quasi im Namen. Ich nehme Seapunks auch sehr politisch, also gut, es ist eh eine politische Sache, für die ihr einsteht, aber ich nehme das auch sehr, sehr klar. Wenn ihr das so... als UnterstützerInnen, aber auch als persönliche Menschen, wie geht es euch gerade mit der aktuellen Situation? Wie guckt ihr Berlin, Hannover, sind ja jetzt vielleicht noch so ein bisschen die Bubbles, aber wie geht es euch gerade so damit? Mit was für einem Blick guckt man da gerade so raus? Beschissen. Also mehr kann ich dazu, glaube ich, das ist einfach, die Wahlen stehen an. Ich habe mich vorhin gerade mit einem Kumpel unterhalten. Seitdem ich Wahlrecht habe, geht es eigentlich nur um Pest oder Cholera. Und auch wenn du, wie du sagst, in Berlin in der Bubble lebst, wurden auch ewig lange rot-grün regiert, wurden auch Häuser geräumt, Flüchtlingsunterkünfte platt gemacht und. Also so richtig optimistisch kann man nicht in die Zukunft schauen, muss man aber. Punkt. Und dafür sind wir halt auch da und für eine bessere Welt. Genau. Und Informationen austauschen, viel mit Leuten reden und vielleicht auch aktivieren. Also das ist halt auch, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also auf die Leute zugehen, auch wenn man mal was hört, was vielleicht nicht korrekt ist, dass man wirklich drauf zugeht und versucht, eine Ebene zu finden und zu zeigen, hey Leute, wir müssen irgendwie zusammenhalten und aber halt auch in die richtige Richtung. Das Okay, also ich höre auch raus, Kopf in Sand stecken ist keine Option. Auch definitiv nicht. Super, das finde ich auch. Also ich auch angesichts der aktuellen politischen Weltsituation, die man ja wirklich auf jeder, also wir haben ja eigentlich quasi nur noch Baustellen, ich finde auch schwierig, sich im Pessimismus immer nur zu verlieren. Und umso schöner ist es auch zu sehen, dass es so Leute wie euch gibt, die mit so wichtigen Sachen auch da, ne, gerade in den letzten Jahren hat sich ja das, hat ja die EU eher verschärft die ganze Zeit. Und umso wichtiger ist es, dass man sich da nicht den Kopf in den Sand steckt. Auf gar keinen Fall. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für das Interview. Vielen lieben Dank. Und ich kann nur sagen, haltet euch tapfer und bleibt beim Ball. Ne? Ja, vielen Dank. Ciao. Ciao. So, zwei Stände neben uns, sozusagen neben dem Seapunks, also uns heißt Second Bandshirt, weil ich bin da so assoziiertes Mitglied gerade, ist ein Motorradclub und zwar die Coole Wampe. Und mein Vater und mein Bruder sind beide MotorradfahrerInnen und ich bin
sozusagen mit Motorrädern groß geworden, fahre selber nicht, aber wäre auch nie auf die Idee gekommen, dass es einen politischen Motorradclub gibt, weil meine Assoziation bei so Motorradclubs ist natürlich wahrscheinlich, und jetzt oute ich mich als totaler Ignoranz, sowas wie Hells Angels und Co. Deswegen freue ich mich umso mehr, hier zwei Kolleginnen von dem Laden dabei zu haben und die mir mal ein bisschen was erzählen, was die coole Wampe eigentlich ist und was sie machen. Hi, grüßt euch erstmal, schön, dass ihr mitmacht. Hi, hallo. Ja, hallo. Ja, was ist die coole Wampe? Die coole Wampe ist ein politischer Motorradclub, wie du schon richtig sagst. Sieht man schon im Namen. Der Name leitet sich ab von dem Film von Bertolt Brecht und Slobodan Dudo aus den Ende 20er, Anfang 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Und der heißt Coole Wampe oder Wem gehört die Welt? Mhm. Da geht es tatsächlich um Arbeiter, Arbeiterinnen, Arbeitslose natürlich auch in dieser Zeit, die gemeinsam versucht haben, ihr Leben solidarisch und in Freiheit zu gestalten. Okay. Coole Wampe war eine Bucht am Müggelsee in Berlin, und dort hat sich für diejenigen, die ihre Wohnung verloren haben, eine Zeltkolonie gegründet, wo die Leute solidarisch zusammengelebt haben und ihre Freizeit und ihr Leben gestaltet haben. Okay. Und darüber gibt es einen Film, Coole Wampe oder Wem gehört die Welt? Ja. Und das ist der Namensgeber des Motorradclubs Coole Wampe, den es in Gründung gibt seit 1974. Wow, das ist ja schon eine ganz schön lange Zeit. Ja, wir hören auch immer wieder, wow, euch gibt's noch. Ja, es gibt uns immer noch. Wir waren auch schon mal viel mehr. Also die Hochzeit des Verbands der Motorradclubs Coole Wampe, also dieses Zusammenschluss von einzelnen Clubs, weil es gibt viele einzelne Clubs im Bundesgebiet verteilt, die sich zu dem Verband der Motorradclubs Coole Wampe zusammengetan haben. Den Verband gibt es seit 1978, und die Hochzeit war so in den 1980er, 90er Jahren, auch in Zusammenhang mit der Friedensbewegung. Viele von uns waren da auch sehr aktiv. Ja. Da gab es unheimlich viele Coole Wampe Clubs. Und interessanterweise mit unter anderem im Zusammenhang mit der Grenzöffnung und dem Wiederzusammenschluss Deutschlands sind es auch wieder weniger Clubs geworden. Mag aber auch daran liegen, dass wir natürlich alle älter werden und wir, wie viele linke Gruppierungen, große Nachwuchsschwierigkeiten haben. Okay. Obwohl sich das gerade auch wieder bessert. Im Moment haben wir wieder so einen kleinen Aufwärtstrend. Vielleicht liegt es daran, dass Politik so wichtig geworden ist. Okay. Wie muss ich mir, also wenn ihr seid ja, das habe ich jetzt verstanden, ihr seid verschiedene Ortsgruppen sozusagen. Genau. Wie muss ich mir so einen Alltag, also oder was passiert so in den Ortsgruppen? Was ist so, sage ich mal, der Freizeitaspekt, aber was ist vielleicht auch der politische Aspekt dabei? Der Freizeitaspekt ist, viele Clubs treffen sich. Also wir haben, so vielleicht zur Ergänzung zu sagen, wir haben ungefähr 40 Clubs. In ganz Deutschland? In ganz Deutschland und in Wien. Okay. Und mit circa 350 Menschen, die sich dort zusammengefunden haben. Das klingt jetzt erstmal auch gar nicht so wenig, muss ich sagen. Ist es ja auch nicht. Aber wir waren tatsächlich, wie gestern schon sagte, zu Hochzeiten der Coole Wampe 1000 bis 1200 Mitglieder. Wow. Wie viele Clubs es waren, weiß ich nicht. Das mit dem Ende des Kalten Krieges und dem Ende der Friedensbewegung endete auch das. Na, aber wie ist der Alltag eines Motorradclubs Coole Wampe? Erstmal vollkommen unspektakulär. Man trifft sich zwischen einmal die Woche bis zu einmal im Monat zu sogenannten Clubabenden. Da kommt wer will, ist offen für alle meistens. Und dort regelt man seinen Alltag, plant möglicherweise Beteiligungen an Demos, an Antifa-Aktionen, an möglicherweise auch politischen Aktionen, die im Rahmen von der aktuellen Klimabewegung stattfinden. Okay. Also wir bewegen uns halt leider in dem Zwiespalt als Linke, dass uns wohl bewusst ist, dass unser Hobby Motorradfahren sich nicht verträgt mit der aktuellen Klimadiskussion, die es ja als Umweltbewegung auch schon sehr lange gibt. Und diesen Zwiespalt, den halten wir schon sehr lange aus. Gut, aber da würde ich mich jetzt tatsächlich fragen, sind Motorräder so relevant? Also spielen die da wirklich eine Relevanz in der Diskussion des Klimawandels? Also das ist eine offene Frage, ich habe keine Ahnung. Also
Ich würde sagen, also na klar sind sie irgendwie relevant, weil es sind Verbrennermotoren, die stoßen natürlich irgendwie einen Haufen Dreck aus, das ist uns vollkommen klar. Andererseits sind viele von uns nicht unbedingt nur in Großstädten organisiert, wo es einen super ÖPNV gibt, den wir nutzen könnten, sondern wir zum Beispiel, es ist jetzt nur mal so ein ganz dummes Beispiel, wohnen auf einem kleinen Dorf, da gibt es, wohin ich zur Arbeit fahre, keinen Bus, ich fahre mit dem Fahrrad. Könnte natürlich aber auch mit dem Motorrad fahren oder aber mit dem Auto. Das ist immer so ein Problem. Wir tun das nicht gerne, weil wir wissen, dass es schlecht ist. Aber unsere Freizeitgestaltung, ja, das ist schon so. Da wissen wir natürlich auch, dass das der Umwelt nicht gerade zuträglich ist. Aber irgendein Problem hat, glaube ich, jeder Mensch und irgendetwas, was er oder sie ungern hergibt. Und so ist uns unser Hobby doch eben irgendwie wichtig. Und es ist halt, wie Babs schon sagt, wir halten diesen Zwiespalt aus. Das muss man auch. Also ich kann auch nur sagen, als ich die Statistik oder als ich die gelesen habe, wie viel CO2 so ein Kleinkind produziert, und ich habe zwei kleine Kleinkinder, da habe ich auch gedacht, okay, also auch das muss man aushalten. Das verstehe ich total. Wenn ich so wenn ich also unabhängig von meinem Vater und meinem Bruder, die beide Motorrad fahren oder gefahren sind, wenn ich so mit Motorrad assoziiere, ich natürlich wirklich so klischee-mäßig so diesen ganzen Rockerkram. Das ist mir bewusst, dass das jetzt ein Klischee ist. Nichtsdestotrotz würde mich interessieren, was macht ihr so, weil du meintest gerade so, auch, ihr macht auch so politische Aktionen. Inwiefern spielt sozusagen das Motorrad dann die Rolle dabei? Also inwiefern ist es die Identität? Stiftung, sage ich mal, von euch? Also ich sage gerne, der kleinste gemeinsame Nenner im Motorradclub Kuhle Wampe ist nicht das Motorrad, sondern die linkspolitische Einstellung. Okay. Wir haben auch Mitglieder, die kein Motorrad fahren, entweder aus Gesundheitsgründen oder auch ganz bewusst. Ja. Wenn sie aber jetzt sagen, ich finde Motorrad scheiße, dann sind sie natürlich bei uns verkehrt. Ja. Na, aber wenn sie sagen, eine ist auch hier, ich habe keinen Führerschein, ich fahre hinten drauf mit, ist das für uns zum Beispiel überhaupt kein Thema. Ja. Also diese ganze klassische Rockernummer, um das mal so zu bezeichnen, die kennen wir so nicht, lehnen sie auch ab. Wir sind wahrscheinlich der einzige Motorradclub in der Bundesrepublik, der ein Awareness-Konzept hat und das auch auf seinen Treffen umsetzt. Wir veranstalten, wie viele Treffen im Jahr? Ich würde sagen 20 bis 25. Okay, wo alle aus der Bundesregierung kommen? Nee, der einzelnen Clubs. Ah ja. Die einzelnen Clubs. Aber sind dann solche Treffen offen für andere Clubs auch? Ja. Also ihr ladet dann sozusagen offiziell ein? Ein Kuhle Wampe Club lädt die anderen ein und lädt auch Gäste von außerhalb ein, in der Regel. Also das, gut, wir verbreiten das über unsere internen Mitteilungsorgane. Aber natürlich, wer uns kennt, ist jederzeit eingeladen, vorbeizukommen, oder wer sich das einfach gerne mal angucken möchte. Ich glaube, es gibt kein einziges Treffen, was nicht öffentlich wäre. Wichtig ist mir auch, dass wir bis auf Zusammenschlüsse, die ausschließlich aus Frauen bestehen, glaube ich, der einzige ernstzunehmende Motorradclub sind, der explizit keinen Unterschied macht zwischen den Geschlechtern, egal welches. Das ist uns unheimlich wichtig, und wir haben schon immer einen Frauenanteil gehabt von einem knappen Drittel, glaube ich, so ungefähr. Also das schwankt immer mal so, aber das ist in der Motorradszene relativ viel. Glaube ich sofort. Das ist ein sehr hoher Anteil. Und es ist für uns auch überhaupt gar kein Problem, sich zum Beispiel mit solchen Dingen zu beschäftigen, wie der Technik des Motorrads, dem selber reparieren, dem Schrauben und so. Also das machen wir auch. Da gibt es auch, also das ist auch sowas, was so ein bisschen Zusammenhalt schafft, gemeinsam sich drum kümmern, dass das Ding auch läuft und dass das alles gut funktioniert, darauf zu achten irgendwie, können wir das irgendwie gemeinsam machen. Das ist halt... Ja, sehr viel steckt da drin von dieser sinnvollen Freizeitgestaltung, die in dem Bert Brecht und Zlatan Dudo-Film eben auch so hochgehalten wird. Sinnvolle Freizeitgestaltung, nicht einfach irgendwas machen, sondern es muss einem Nährwert geben. Okay. Spannend fand ich noch den Aspekt gerade, jetzt sind wir ja hier auf einem mehr oder weniger gearteten Punk-Festival. Bewusst finde ich ja da immer die Definition von Punk ist da sehr weit für mich. Ich finde es auch gut. Wie seid ihr hierher gekommen und mit was für einer Motivation kommt ihr hier auch her? Und ihr habt ja auch einen schicken Stand hier. Ja, also den Stand, das hat organisiert die Kuhle Wampe Pleißenburg. Das sind die Wampen aus Leipzig. Ja. Die sind auf irgendwelchen Wegen, die ich jetzt gar nicht so genau weiß,
herangekommen? Weißt du das? Nein. Weißt du auch nicht. Also es ist auf jeden Fall der Stand der Kuhlenwampe Leipzig, der Kuhlenwampe Pleißenburg heißen die. Das ist ganz wichtig, damit es keine Probleme gibt in der Stadt. Die haben dazu aufgerufen, bundesweit, dass sie Unterstützung bekommen bei ihrem Infostand, weil sie selbst zu wenig Power hatten, um das jetzt adäquat auszustatten. Ja. Und für uns war das vollkommen klar. Erstens mal sind uns die Pleißenburger lieb und teuer, mit denen sind wir gut befreundet und wir machen gerne was mit denen zusammen. Und wenn die um Hilfe bitten, klar, dann nehmen wir uns Zeit und kommen auch. Außerdem ist irgendwie die Musik, die hier gespielt wird, für uns durchaus angenehm. Wir gucken uns das gerne an und auf so einem tollen Festival zu sein und Werbung für uns, unseren Verband machen zu können und uns auch darstellen zu können als politische Gruppierung, das ist uns schon auch wichtig. Cool, schön. Eine Frage muss ich jetzt kurz nachfragen. Du hast gerade gesagt, damit es keine Probleme in der Stadt gibt. Kannst du das kurz ausführen so ein bisschen? Ganz selten hat es tatsächlich natürlich in der Geschichte von Coole Wampe auch Probleme gegeben mit Rockerclubs. Da kommen wir wieder zu dem, was du so im Kopf hast, wie Motorradfahrende sich möglicherweise benehmen könnten. Yeah. Rockerclubs haben Gebietsansprüche. Bei denen ist das so organisiert, dass so ein Rockerclub wie die Angels oder was weiß ich wer, die Bandidos oder so, die sagen, ein Club, eine Stadt, ist meine Stadt. Na, wir sind hier, ist meine Stadt. Und wenn dann in einer größeren Stadt neben so einem Rockerclub noch so ein anderes Grüppchen auftaucht und sagt, wir haben jetzt auch den Städtenamen für uns hier so mit Motorrad verbunden, dann kann das Ärger geben. Ach, krass. In der Geschichte des Pleißenburger Clubs hat es da auch mal Probleme gegeben. Die Probleme konnten gut geklärt werden. Das ist reibungslos und ziemlich gut über die Bühne gegangen. Und seitdem heißt das Coole Wampe Pleißenburg. Das kennt aber natürlich jetzt erstmal so fast niemand. Ja, genau. Pleißenburg ist ein Stadtteil und eine alte Burg, die es in Leipzig mal gegeben hat. Okay, aber es ist interessant, dass ihr dann trotzdem auch, obwohl ihr ja nun eine deutlich andere Positionierung habt oder auch euch wahrscheinlich auch ein kulturelles Selbstverständnis habt, ja durchaus auch scheinbar dann doch wahrgenommen werdet als eine Art Konkurrenz oder wie auch immer. Ne? Ja. Also normalerweise nicht mehr. Den traditionellen Rockerclubs wie Angels, Bandidos und wie sie nicht alle heißen, ist klar, dass wir ihre Geschäftsfelder nicht berühren. Ja. Das ist, die interessieren sich überhaupt nicht für uns. Aber 1989, 90 im Osten Leipzig war das eben ein Problem, dass die dort neu entstehenden Rockerclubs versucht haben, das Gebiet aufzuteilen unter sich. Ich verstehe. Und dann kommt da plötzlich jemand und ist auch in Anführungszeichen für die Rockerclub, sieht genauso aus. Ja. Das war eine relativ spektakuläre Angelegenheit, wie wir das gelöst haben. Wir sind einfach mit etwas über 100 Motorrädern zu denen gefahren und haben uns bei denen vor die Tür gestellt. 200 Menschen knapp, etwas über 100 Motorräder. Ja. Und dann haben sie gesagt, okay, aber ihr dürft nicht Leipzig heißen und deshalb Pleißenburg und ihr dürft keinen Löwen im Color, also in dem Abzeichen, tragen. Das ist ja das Symbol von Leipzig. Ah, okay. Okay, aber das ist ja auch interessant, dass man das dann doch relativ friedlich geregelt hat, ne? Das ist auf jeden Fall immer unser Ziel, die Dinge friedlich zu regeln. Wir sind kein Schlägertrupp, überhaupt nicht. Das ist uns total wichtig. Und dann ist es halt auch so, wir haben gerade jetzt über verschiedene Politikfelder gesprochen. Also es gibt auch Clubs, denen Antifaschismus das Allerwichtigste eigentlich ist. Das ist bei uns so. Das ist immer unser Thema gewesen und das ist auch einer der Gründe, warum wir gerne hier sind, weil es halt ein antifaschistisches Festival ist. Ja, genau, also das kann man auch ganz oft sagen. Wir sind hier in einer Region, Eisenach, 20 Kilometer weg hier, da, ich glaube, drei jetzt Heimat, früher NPD-Stadträte, AfD, glaube ich, mit 7. Zum Vergleich, die Linke hat ein oder zwei, also es ist sehr, ist ja ganz sehr bitter. Das Thema und auch gerade sich hier darzustellen ist total wichtig und total. Eine Alternative aufzuzeigen zu dem, was es schon gibt. Ja, genau. Also tatsächlich, du hast vorhin mal nach den Motorrädern gefragt, das kommt an der Stelle manchmal ins Spiel. Es ist uns zum Beispiel mit relativ wenigen Menschen gelungen, sehr effektiv einen damals NPD-Aufmarsch in Wetzlar zu blockieren, weil wir Motorräder dabei hatten. Wir waren, glaube ich, nur 15, aber wir hatten 15 Motorräder. Und die Bullen haben sich einfach nicht getraut, 15 Motorräder abzuräumen. Das heißt, wir haben tatsächlich die so lange aufgehalten, bis die Demo da war. Super.
Das war ziemlich cool, solche Aktionen, die da hilft dann so ein Moped. Klasse, das freut mich sehr zu hören. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Interview, wünsche euch ein wundervolles Festival, eine sichere Heimfahrt und genau, lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Ja, herzlichen Dank. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Ich stehe jetzt hier wieder so mit dem halben Bierschinken-Zirkus herum. Und zwar das erste Mal live in Person. Şengül. Şengül. The one and only Dr. Şengül. Dr. Şengül and the one and only. Oh Gott, mein Name. Ich kann mir nicht okay, mehr merken. Okay, 1, 2, 3. AKA Robert, der schon öfter im Podcast gehört hat. Wer hat sich das ausgedacht? Du darfst gerne auch was sagen, auch wenn du nicht bei Bierschinken aktiv bist. Wenn ich einen Namen hätte bei Bierschinken, wenn ich bei Bierschinken wäre und einen Namen hätten, würde ich mich wahrscheinlich Werner nennen. Alles klar, also Werner, danke. Habt ihr euch gerade 20 Liter Joghurt angehört? Ja. Also die letzten anderthalb Liter habe ich jetzt erst mitgekriegt, weil ich war noch bei den Frauenhausmenschen. Okay. Und ich habe auch nur die letzten 4, 5 Liter, aber ich war total positiv überrascht, weil der Name hat mich ein bisschen abgeschreckt. Mich auch. Und man erwartet auch was anderes. Genau. Ne? Also so Fun-Punk. Genau, oder? Und dann habe ich die Leute gesehen. Oh ja, genau. Oh Gott. Dann bin ich auch immer vorurteils belastet und denke, ach, wieder so Hipster-Amis. Und dann macht er den Mund auf im breiten Sächsisch und ich bin total verliebt. Also okay. Ich fand das voll gut. Also ja, mir hat es auch tatsächlich... Haben die noch gesagt, dass ich aufgelöst, ne? Das vorletzte Konzert. Traurig sogar. Ja, aber geil auch, dass die mal nochmal gesehen haben. Ne? Ja, so ging es genau. Mir ja auch. Ich habe nochmal 2 Sympathiepunkte dazu. Dass sie sich auflösen, ist so ein Ding so, ja, dann finde ich die auch gut. Das, also tatsächlich, meine große Geschichte mit Rock am Berg ist ja, dass ich zum Beispiel hier nochmal Egotronic live gesehen habe, die ich vorher nie live gesehen habe. Und das ist ja jetzt auch erst 2 Jahre her. Also insofern gerade rechtzeitig. Von uns, der die gesehen hat, weil das ist uns allen nicht vergönnt gewesen. Ja. Also, wird auch nicht mehr passieren. Genau. Habt ihr euch gestern, was war so gestern euer Highlight? Was habt ihr euch gestern alles angeguckt? Was fandet ihr gut? Chick war gestern, glaube ich, mit das Highlight, weil getanzt. Also und gegen die Kälte. Und ich habe das auch so eine Band, die ich immer schon mal so am Rande mitbekommen habe oder so halb. Und gestern habe ich mir wirklich mal von vorne bis hinten das Konzert angeguckt und habe mich prächtig amüsiert. Ja, also ich fand Chick waren auch cool. Ich war ganz bisschen traurig, dass sie nicht mit Band da waren. Ich hätte mir, glaube ich, das, ne, ich finde Molch, der spielt ja auch mal sehr geil am Schlagzeug, das hätte ich mir ein bisschen gewünscht. Aber sonst war es cool. Ich fand vor allem, dass die echt gut Stimmung gemacht haben und ich fand auch cool, dass das Publikum so auf die abgegangen ist und auch so alberne Sachen wie mitklatschen und Herzchen machen und so. Diesen ganzen Stadionrock, Seifler, super. Ich war ein bisschen, also tatsächlich krass enttäuscht war ich von Audio 88 und Yasin. Das hatte ich mir irgendwie anders vorgestellt. Ich hatte mal einen Podcast mit dem Audio 88 gehört und den fand ich mega gut, mega spannend. So gerade Biografien, Cottbus und so. Und dann dachte ich gestern der Auftritt, oh mein Gott, also könnt ihr mal aufhören zu meckern da auf der Bühne? Genau. Also das war mein Highlight in der Tat, aber weil ich halt auch ein Fan von denen bin, / war. Aber, ja genau, also war, weil die waren mir wirklich unsympathisch. Die oder? Waren mir beim Resist schon irgendwie unsympathisch. Und jetzt, weil wie Audio 88 genervt war und gemeckert hat und dann auch diese Spitzen verteilt hat gegen die Technik und sowas. Boah, nicht furchtbar. Cool. Ja, genau. Also so ganz schöne Wichtigtuerei. Ne? Genau, also meine Enttäuschung war schon beim Resist, da fand ich die nicht gut und dachte vielleicht, heute gebe ich denen nochmal eine zweite Chance. Und ich habe die eine Platte, also die letzte, wirklich abgefeiert. Aber ja, nee, also ich sogar Platte des Jahres bei dir, genau, auch beim Jahresrückblick, ne? Also man hat auch gemerkt, das Publikum hat auch lange gebraucht, um irgendwie reinzukommen. Und genau, also ich fand es auch nicht, ja. Aber ich habe gebounced. Mein Arm war oben. Ständig muss man irgendwas machen bei dir. Ja. Macht die Hände hoch, macht einen Kreis, macht dies, macht hockt das euch. Hin. Ja, da sind wir sowieso ganz, ganz große Abneigung gegen so Animationsspielchen. Außer Chick. Die dürfen, ne? Aber nee, kam das automatisch fast von dem Publikum alleine. Fast, genau. Ja, und was war denn gestern überhaupt noch? Bitter? Ach, Bitter. Nee, Bitter fanden wir auch gut. Besser im Chickstar. Bitte im Chickstar. Genau, die würden wir gerne mal klein sehen. Ja. Bitter werdet ihr auch im Podcast treffen. Ja. Also mit denen habe ich ein Interview gemacht. Sehr coole Band. Es ist ja mit Hardcore immer so, wenn ich schon höre, so 90er Jahre Hardcore, denke ich immer, und dann haben sie so geilen Gitarrensound. Also ich bin ja so ein bisschen Gitarrensound-Nerd. Und dann haben die auf einmal einen geilen Gitarrensound. Das ist schon, damit gewinnt man bei mir schon sehr viel. Und ich fand natürlich aber auch, ich mag das, wenn diese, das fand ich gerade auch bei 20 Liter Joghurt ziemlich geil, dieses, wenn die so abdrehen. Ne? Und so wirklich, du merkst gerade, rasten einfach völlig aus und haben voll Bock. Ein gutes aber nicht Ding auf so eine komische
Macker, this genau. is Hardcore Art, sondern einfach, weil die gerade Bock haben, auszuflippen. Aber schneller. Ja, denkst ja. du sie, ja. Auch dieser Skinhead-Bassist von 20 Liter Joghurt gerade, wenn der ins Mikro geschrien hat, da ging es mir richtig auf. Also die Frisur war furchtbar, aber da ging es mir echt auf. Da ging es kein Schnurrbart. Geil, Frisurshaming hier. Ja, das, ja, ich bin bei Frisurshaming, ja. So, warte, so nochmal. Er hat gerade seine Mütze abgenommen genau, ja. für die Leute im Fernsehen. Ja, das war überhaupt kein Also sagen wir es mal so, ich formuliere es anders, die Frisur wäre für mich nix. Darf man Schnurrbart-Shaming machen? Das ist aber gut. Stimmt, der hat ein Schnurrbart. Ah, es war schon ein bisschen, ja. alle drei vorne. So, nochmal eine ganz andere Frage. Off-Topic. Wie hast du geschlafen? Es war so kalt, Krawall. Es war so kalt, ich habe gefroren. Ja, ich habe auch, vor allem, mein Problem ist bei meiner, ich habe so eine selbst aufblasende Luftmatratze, die Luft verliert nachts. Oh nein, ich habe die Nacht Also auch selbst entblasen. Ja, wirklich. Wow. Ich habe sie nochmal aufgepumpt in der Nacht, irgendwann um eins habe ich sie aufgepumpt. Und dann ging es wieder ein paar Stunden. Aber das mache ich schon gar nicht mehr. So. Aber ich versuche. Zwei Pullover. Ja, ich glaube, ich werde meine Mitfahrgelegenheit werde ich jetzt gleich anhauen, ob ich aus ihrem Rettungskoffer die Rettungsdecke klauen darf und legt die unter die Isomatte. Acht Grad heute. Ja, da friere ich mir sonst einen ab. Ja, aber es war arschkalt. Also. Seht ihr, was das für ein Einsatz ist, ja? Krawall, todesmutig, überlebt er die Nacht nur für euch, um hier die Leute zu interviewen. Hast du noch nicht mal im Zelt geschlafen? Doch, nur nicht so mal. Wo soll ich denn sonst schlafen? Dort, wer war dort? Also ich habe auch unter den Sternen auf den Nein, ich habe im Zelt geschlafen. Ich stelle nur Fragen. Nackt unterm Sternenhimmel. Ja, nee. Ja, genau. Krawall für euch vor Ort. Mit dem Puschel in der Hand. Krawallballer. Und schade, dass es wirklich Podcast ist. Wenn ihr gesehen hättet, wie er das so unauffällig aus seiner Tasche rausgeholt hat und es dann jetzt vor die Nase gehalten hat und uns jetzt an der Nase. Aber das habe ich auch nur gemacht, Robert, weil du dabei stehst. Okay. Sonst bin ich tatsächlich immer und frage, darf ich euch um ein Interview? Aber bei dir bin ich da relativ schmerzbefreit. Zumal du ja schon öfters Podcast mit mir gemacht hast. Aber gehst du zu anderen Menschen auch, die jetzt nicht Bands sind und so? Also manchmal schon, ja. Also ich habe jetzt relativ viele Stände interviewt und manchmal schnacke ich auch Leute an, die ich interessant finde. Aber ich merke, dass manche Leute nicht so Bock haben, das zu machen. Ist auch okay, ich frage aber auch immer vor. Das habe ich, die letzten zwei Jahre war ich da manchmal ein bisschen dreister, habe aber irgendwie gedacht, es gibt auch einfach Leute, die fühlen sich überfordert in der Situation. Die Leute an den Ständen sind doch wirklich sehr, sehr nett. Ich habe jetzt erfahren, das AZ in Osnabrück macht zu Ende August. Substanz. Genau. Die machen noch einmal eine große Feier, glaube ich, Ende August und haben gerade ein bisschen geschnackt. Fand ich sehr, sehr interessant und traurig. Und mal gucken, hoffentlich finden die noch irgendwas. Ja, genau. Aber das ist ja nicht nur da so. Ne? Also, irgendwer hat mir erzählt, dass es früher in Eisenach, was ja hier so 30 Kilometer weg ist, der Philly aus Eisenach von Heckmeck hat mir das erzählt, da gab es irgendwie vor 10, 15 Jahren gab es da total viele Läden, wo irgendwie alternative Subkultur stattgefunden hat. Und jetzt gibt es nichts mehr, nur noch die Nazis haben ein Haus, wo sie ihre Nazi-Jugendveranstaltung machen. Krass. Genau, also er meinte, wir bewegen uns wieder auf die 90er, verdammt. Genau, also es ist hier gerade, er meinte so wirklich, das ist ein Riesenproblem und da nimmt die Politik, also er ist auch politisch, kommunalpolitisch aktiv und er meinte, da passiert nichts. Drum, so wichtig, ne, dass das hier stattfindet, dass man sich hier verbindet, dass hier Leute aus der Umgebung, ne? Ja, wobei, also da gehört zur Wahrheit auch dazu, so krass viele aus der Umgebung kommen halt auch nicht. Also es kommen schon Leute. Aber also da meinte, das haben wir uns nämlich auch gefragt. Da war Tweety aber ganz offen und meinte auch, naja, natürlich kommt überwiegende Zahl kommt von außerhalb. Ne? So, also von, aber nichtsdestotrotz ist es total wichtig, das hier zu machen, weil es ein Statement ist, ne, in der Ecke hier. Weißt du, wie die Anwohnenden das hier so finden? Also gibt es eher so Akzeptanz oder werden immer wieder, ich kann nur sagen, für den Podcast, Tweety erzählt das am Anfang vom Podcast, aber ich kann es kurz paraphrasieren. Die kriegen immer wieder absurde Auflagen. Zum Beispiel haben sie ein Sicherheitskonzept, was für 20.000 Leute ist, was überdimensioniert ist. Und jedes Jahr ändert sich der Scheiß und jedes Jahr müssen sie es neu auserfinden. Also, ja, aber sie kommen klar und er sagte auch, sie wollen nicht meckern an der Stelle, ne? Aber ja, es ist ein Hassel mit denen. Gut, ich bedanke mich erstmal. Ich komme bestimmt wieder auf euch zu. Bierschinken-Leute unter sich. Ich bin kein Bierschinken. Und jetzt gucken wir uns gleich mal. Ja, du nicht, aber du hängst halt mit den Leuten rum. Und außerdem gucken wir uns jetzt gleich mal Todeskommando an, die ich auch noch interviewen will heute. Da habe ich den Gitarristen schon genervt. Der war dann so, okay. Mein Gott, muss man immer alle zwingen zu ihrem Glück. Ne? Ja. Weißt du, zu wem der Liner gehört? Pesco. Ah, ja, wir haben es gewusst. Also bis dann.
Pestpocken-Cover. Keine Pestpocken-Cover-Band heute Abend. Ganz kurz würde mich mal interessieren, das war mein erstes Live-Konzert von Todeskommando. Ich fand leider den Sound ziemlich schlecht. Wie ging es euch so? Kann man von jeder Position, würde ich sagen, war okay. Nochmal, was? Aus dieser Position hier war es okay. Okay. Er redet immer sehr leise, ne? Das muss er schon sagen. Naja, das ist ein regelmäßiger Diskussionspunkt. Also ich fand den Sound gut. Also ich fand, Stimme war klar, Sound war... Ich würde sagen, dann liegt es wirklich an der Position. Dann standen wir schlecht. Also war wirklich, das Schlagzeug war kaum zu hören. Es war so ein ganz komisches Schlag. War sehr harmonisch. Okay, ich glaube, das ist mein viertes Konzert von denen und ich mag die einfach. Oder? Ich fand auch großartige Band. Also sympathisch auf allen Ebenen, oder? Ich brauche immer noch einen Pullover für heute Abend. Die haben leider nur T-Shirts und Beutel. Du könntest beim Second Band Shirt Stand vorbeigehen. Ja. Und neben uns sind auch die Sea Punks und da kann man auch. Ich brauche kuschelige, warme Pullis. Es ist kalt hier, es ist kalt am Rock. Oh, ja. Ja, die Frage, jetzt fangen wir nicht wieder mit dem Kalt an. Schön. Haben wir das schon gehabt? Genau. Ja, das hatten wir schon. Alles klar, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Mal kurz, okay, wir verlieren uns in der Belanglosigkeit. Hallo, ich sitze jetzt gerade mit zwei von fünf von Toto, der berühmten Band mit Africa Night, mit Todeskommando Atomsturm. Ich finde tatsächlich, der Name ist toll, aber so den schnell sagen ist schwierig. Habt ihr ihn deswegen ausgewählt? Auf jeden Fall. Ja. Das soll sich keiner merken können? Ich dachte immer, der Name ist so bescheuert. Das muss man sich merken, aber das Gegenteil war der Fall. Also ich finde ihn einfach schnell zu sagen, ist wirklich tricky. So, Todeskommando Atomsturm. Todeskommando Atomsturm. Ein bisschen Zungenbrecher. Todeskommando Atomsturm. Ich habe sogar viel Nektarine im Mund. Ja, das ist auch deine Band, das heißt, du sagst den Namen wahrscheinlich auch öfters als ich. Ja. Das meint man immer so. Meint immer so. Alle sagen genauso, immer wie man Strom. Gefragt wird, wann man einen Geburtstag hat oder so. Das ist so, warte mal kurz. Das regt man weiß das von anderen Leuten immer besser. Aber egal. Gibt es so Verniedlichungen von eurem Bandnamen? Also, keine Ahnung, irgendwie Abkürzungen? Strömchen? Die Strömchen? Nein, zum Glück nicht. Ich glaube, das ist quasi gelungen. Das, ist auch wirklich das Wichtigste. Namen, kann man nicht dumm abkürzen. Das Wichtigste, wenn man irgendwas irgendeinem Namen gibt, dass man darauf achtet, dass es nicht verniedlicht werden kann. Kinder zum Beispiel. Kinder? Ja. Oder Bands. Chrissy. Kann ich sagen, aus eigener. Aber deswegen heiße ich Lea, weil man den Namen nicht verniedlichen kann. Da haben meine Eltern drauf geachtet. Ja. Ernsthaft? Aber Leachen? Ja, aber was soll also das? Ja noch, also es wird ja noch komplizierter. Also bitte. Eigentlich will man doch bei Abkürzungen irgendwas einfacher machen, oder nicht? Ja, aber ich glaube, man kommt sehr schnell in diesen, also als Eltern, ich bin ja selber, habe ja selber zwei Kinder und ich, man rutscht, glaube ich, sehr automatisch leider Gottes vielleicht auch manchmal in diese Verniedlichung. Also man findet Wege, Mittel und Wege, egal wie nicht verniedlichbar eigentlich die Namen sein sollen. Meine Schwester hat auch einen Namen, den man nicht verniedlichen kann. Das war schon Konzept. Gut, ja, soweit so gut. Ja, interessant. schön, dass wir das geklärt haben. Ich freue mich total, dass ihr euch die Zeit nehmt, mit mir zu sprechen. Ihr habt gerade gespielt, das war ein sehr, sehr schöner Auftritt. Es war mein erstes Mal, dass ihr euch live gesehen habt. Oha. Wirklich? Ja, ich habe euch immer verpasst, wenn ihr in Berlin bisher gespielt habt. Also ich habe es das letzte Mal war, glaube ich, Mai letzten Jahres. Kann das sein? Das kann sein, ja. Ja, da weiß ich nämlich noch und da war irgendwas, da war ich, glaube ich, irgendwie unterwegs leider. Wie geht's euch? Ihr seid mit der Platte jetzt auch schon eine Weile unterwegs. Wie war es so bisher? Ja, gut. Sehr gut tatsächlich. Ja. Also, als wir die Platte aufgenommen haben oder danach und wir angefangen haben, so Konzerte zu planen, das war ja auch halt Corona-Break. Und als wir angefangen haben zu planen, wussten wir noch gar nicht genau, ob wir das überhaupt machen sollen, beziehungsweise... Also wir haben uns dann darauf geeinigt, wir tun einfach so, als wäre nichts, weil sonst kann man halt gar nichts planen. Und haben das einfach gemacht und wussten zu dem Zeitpunkt aber überhaupt nicht, ob das dann auch so stattfinden kann. Ne? Und das war im Frühjahr 22, glaube ich. Dass wir aufgenommen haben und haben dann im Herbst wieder angefangen zu spielen damit. Ja. Mich würde halt interessieren, also es ist ja so, 4/5 wohnen von euch in München, eine Person wohnt in Berlin. Jo, und dann ist es ja auch so, Corona noch, wie habt ihr denn die Platte geschrieben? Habt ihr wirklich so, jeder nimmt für sich selber auf und schickt euch rum? Oder? Wir hatten schon ein paar Songs,
in der, also wir hatten einige, bevor du weggezogen bist, und du bist ja quasi mit Corona relativ, so das nach einem halben Jahr Corona oder so, bist du dann nach Berlin gezogen, ein oder? Ein Jahr, ich bin früher 21 umgezogen. Ja. Genau, und wir haben dann so die Songs, wir hatten so die Hälfte der Songs hatten wir schon, bei der anderen Hälfte waren so Musikkrams, Instrumente da und noch nicht so viel Gesang. Also, ja, ich habe so eine Erinnerung, dass vieles schon stand. Ja. Natürlich noch nicht fertig, aber quasi die meisten Baustellen waren schon offen oder auch schon relativ weit fortgeschritten. Und dann sind wir halt mal nach Berlin gefahren und haben da so ein fettes Probenwochenende gemacht. Und dann bist du halt ein paar Mal runtergekommen und haben wir fette Probenwochenende gemacht. Ja. Und dann haben wir das halt so fertig geschrieben. Das okay, genau. Ich, oder? Und wir hatten eh auch schon alles irgendwie so ein bisschen mitgeschnitten oder zu Hause schon mal aufgenommen, um dann halt so ein bisschen auch quasi alleine oder für sich dran weiterzuarbeiten. Und auch wegen Corona ziemlich viel alleine und digital und ja, hin und her schicken. Also tatsächlich haben wir schon seit Jahren drüber geredet, ob das nicht ganz geil wäre, auch so einen digitalen Workflow zu haben. Ja. Und da war halt auch dann diese ganze Corona-Sache, wie für viele andere Sachen, auch so ein Katalysator. Ne? Hat das erzwungen. Ja. Und da haben wir uns tatsächlich auch eigentlich alle zu Hause halt unterschiedlich intensiv dann auch mit so Recording und sowas auseinandergesetzt und haben dann auch so einfach zu Hause ein bisschen rumgeschraubt, wo man ein bisschen Ideen tauschen konnte oder für sich einfach mal was ausprobieren, was man halt nicht im Proberaum ausprobieren muss. Ja. Wie entstehen denn, oder wie haben denn, sag mal, davor Songs bei euch, war das wirklich so, ihr habt euch im Proberaum getroffen und irgendwer hatte eine Idee oder habt ihr rumgejammt, wie entstehen so Songs bei euch? Also meistens bringt entweder der Chrissy oder der Tobi, also die Gitarristenfraktion, irgendwas mit, was mal mehr, mal weniger ausgefeilt ist. Manchmal bringt auch, es gibt 1, 2, 3, 4 Songs, die der Pölle so, also wo der Bass quasi so einen Riff hatte und wir dann echt den so jam the song to life. Aber das ist eher also die, das meiste bringt die Gitarren mit. Kommt aus den Gitarren, genau, Pölle hat dann auch ein paar Mal schon so Ideen in den Raum geworfen, die dann auch Songs geworden sind. Ja. Also das ist dann so ein klassisches Ding, irgendjemand schmeißt was rein und wir machen das zusammen. Und genau, wie du gesagt hast, manchmal kommt so ein fertiger oder fast fertiger Song und manchmal ist es halt auch nur... Aber es ist auch, ich glaube, es ist so ein... Es hat sich geändert, ne? Früher ist mehr im Proberaum entstanden, aber wie das halt ist mit der Zeit. Ja. So, jetzt verbringen wir weniger Zeit, auch eh jetzt gemeinsam. Also hier halt noch zu viert, aber so die gemeinsame Zeit im Proberaum ist sehr viel weniger geworden. Und dann entsteht halt mehr zu Hause. Und Fällt es euch einfach, Songs zu schreiben? Also seid ihr so, könnt ihr euch schnell einigen auf den? Auf keinen Fall. Naja, also ich glaube, so ein Grundgerüst, das funktioniert, aber halt bis so ein Song fertig ist, dauert es schon ganz schön lang. Und wir schreiben dann schon auch viel um und dann so Kleinigkeiten, bis die dann mal da sind. Es kommt auch voll auf den Song an, ja, kommt voll auf den Song an, ja. Also Dead Punks zum Beispiel war so ein Song, da hatte ich einfach Bock drauf, den zu machen und dann... Den hast du auch mitgebracht mit, wir machen den und der geht endschnell und das wird endgeil. Und tatsächlich, in dem Fall war es ja auch so, weil es halt ein einfacher Song ist, aber ich habe halt, ich hatte einfach Bock auf den Song und dann habe ich halt einen Teil nach dem anderen irgendwie fertig gemacht und dann war er im Prinzip fertig und dann habe ich gesagt, wir könnten das so spielen und aber dann müssen da hat sich, glaube ich, andere Leute zustimmen. Ja, klar, aber also das ist jetzt quasi das Extrembeispiel. Ich glaube, da haben wir auch, ich kann mich nicht mehr erinnern, ob wir da überhaupt noch was dran geändert haben. Aber so, das ging halt ratzfatz. Okay. Der war halt quasi schon da oder er war quasi schon fertig. Ja. Und ja, andere Songs, die sind wirklich komplett von Scratch irgendwie im Proberaum entstanden. Gerade auch so die Bass-Songs, ne? Ja. Da kommt so ein Bassriff rein und sagt man, ey cool, lass mal, zeig mal, was du spielst, lass mal mitspielen, was könnte man noch dazu machen? Ja. Und dann geht das echt sukzessive. Also, genau, ist wirklich individuell, je nach Song oder, Und ja, und auch so, wie du sagst, ob uns das leicht fällt, das kommt krass auf den Song an, ne? Also es gibt halt Songs, die schreiben sich halt von alleine. Ja. Wie zum Beispiel Dead Punks. Also es gibt Songs, die einen ewigen Prozess gemacht haben. Ja. Und teilweise auch, die, also
wo wir zusammen einen langen Prozess gemacht haben, auch teilweise dann liegen bleiben und irgendwann später wieder aufgegriffen werden. Oder Trugschluss zum Beispiel ist ein Song, der lag, glaube ich, 8 oder 10 Jahre bei mir in der Schublade. Ne? Aber es gibt dann irgendwas, was euch sozusagen den dann wieder rausholen lässt. Ja, also tatsächlich, also als ich den Song angefangen habe zu schreiben, da war der auch noch nicht fertig. Aber da waren wir halt auch nicht, also musikalisch nicht die Band, die diesen Song spielt. Ja. Und deswegen habe ich den gar nicht eingebracht. Ja. Und das war halt einfach so eine Idee in meiner Schublade. Und dann sind halt, ja echt, glaube ich, einfach 10 Jahre vergangen oder so. Und ich dachte, also, Mann, ja, wir nehmen doch jetzt mal auf. Ich habe hier noch so ein... Ich habe hier noch so ich hätte ja noch sowas. Ja. So und dann haben wir den gemacht. Und dann, vorbereitet. Ja. 10 Jahre Vorbereitung. Lang. Tatsächlich habe ich ihn aber dann auch erst fertig gemacht. Der war so zu 80-90% fertig und so die... Ja, der Zitter hat noch gefehlt. Die erste Auskopplung vom neuen Album war, und ich bin nicht so gut mit Titeln, ich glaube Feuer und dann... Tag des Feuers. Tag des Feuers, genau. Ja. Habt ihr ja gerade auch gespielt. Wenn ich den richtig verstanden habe, ist es textlich, geht es da um den... das Abroden des Regenwaldes, ja. Richtig? Das fand ich total spannend. Auch. Ist natürlich ein Dauerthema. Könnt ihr ein bisschen erzählen, so, wie kam es zu dem Text? Gibt es da irgendeine Geschichte vielleicht auch dazu? Und mich würde interessieren, vielleicht generell einfach auch nochmal, was bedeutet eigentlich Politik für euch als Band? Auch? Also der Text oder beziehungsweise der ganze Song, das ist ein Song, den der Tobi geschrieben hat, inklusive Text. Und das war so einer der Songs, wo der Tobi eigentlich einen fertigen Song mitgebracht hat und der gesagt hat, den stelle ich mir so und so vor und es wird ein endfetter Song. Und der hat, ich glaube, das ist so einer von so... Und hat er am Ende recht behalten? Ah, hat er recht behalten. Nee, aber halt so, das war so ein Song, wo der Tobi gesagt hat, ich schreibe jetzt einen geilen Song. Hat er gesagt und das, also, genau, also, ne, und also da war, dann war auch alles da, da war der Text da, da war auch quasi, genau, da war quasi, der, genau, der Song war quasi fertig und das, wir fanden den alle geil, genau, von daher. Ich glaube, der Anlass war schon, also ich habe schon noch immer so verstanden, dass es so... Aber du willst auch das Politische raus. Ja, ich glaube, die Idee war schon so 1-2 Nummern größer gedacht. Also es stellt halt nicht nur auf die Waldbrände ab oder auf die Umweltpolitik, ja, sondern eher auf das ganze Bolsonaro-Regime. Ja. Genau, es geht schon auch so. Und ja halt auch, also das war auch die Zeit, in der Trump Präsident war. Ja. Und nicht nur die beiden. Ne? Putin also, immer als, verrückter wurde. Genau, und so, Erdogan genau immer verrückter. Genau, und die Zeit, wo... Ja. Wo es so einen krassen, also ich meine nicht, dass es jetzt besonders anders wäre, aber das war so dieser Auftrieb. Wir sind halt jetzt Zeit, nah angekommen, genau, wo wir angefangen haben. Genau, das war so der Auftrieb dieser Zeit. So, also so sehe ich das auch, dass es darauf abstellt. Ja. Und das ist halt so der, ja, also die Geschichte mit den, also der Tag des Feuers, ne, das ist halt so der Aufhänger. Ja. Daran ist halt das, was sichtbar war und das, was um die Welt gegangen ist. Ja. Und genau, was halt medial thematisiert wurde und eigentlich die Idee dahinter halt schon auch das im größeren Kontext zu thematisieren, okay, was vielleicht auch die Brücke ist zu, ja, also ich meine, was ist das für eine Frage? Was hast du gesagt? Wie stehen wir zur Politik? Nein, nicht. Aber was bedeutet Politik in Deutschland? Also Eupan-Politik macht uns krank. ja, ich finde, man kann als Punkband nicht unpolitisch sein. Na gut, aber man kann. Also es gibt ja verschiedene Arten. Oder also beziehungsweise, ne, also von unpolitisch wollen wir eh nicht reden, sondern das ist kein Wort, glaub, das für mich existiert. Ich meine, wir waren jetzt nie und werden es auch nicht sein, irgendwie eine krasse Parolenband. Das ist einfach nicht unser Stil. Ich habe da nichts dagegen. Ich weiß, was du meinst. Ja. Ich würde aber sagen, und zwar im absolut positiven, denn Tag des Feuers ist total die Parole. Also das ist sowas, eine Hookline, die mir so hängen geblieben ist. Und die so, also das war ja auch, als ich das gehört habe, war das so, okay, krass, das ist einfach nach vorne eine Ansage. Für mich, ich glaube, es ist so, für mich ist der Song so hängen geblieben, gerade vielleicht, weil er halt nicht so platt. Genau, also darum geht es schon auch so ein bisschen, dass man halt quasi, wenn man so doch so ein bisschen explizitere politische Themen hätte oder hat, dass man die halt schon auch so verpackt, dass es nicht so platitüdenhaft wird. So. Ja, oder also auch, man kann also das meine, ja machen.
aber genau, also das ist schon, genau, nur weil es eine Hook ist, nur weil es eine Hook ist, versuchen wir, glaube ich, so die Stadionparole so ein bisschen zu vermeiden. Ja, wo man kann halt auch Nazis aufs Maul singen und das ist auch... Und das ist auch total legitim und richtig geil. Aber das ist halt irgendwie nicht unser Schuh genau. so. Genau, das wollte ich gerade sagen. Es gibt ja sehr individuelle Ansätze. Genau, und nicht, dass man das nicht in manchen Texten vielleicht auch rauslesen könnte. Ja, genau. Genau, aber das war halt irgendwie nie so unser... Style. Ja. Jetzt habt ihr ja eure Band in München gegründet, also in einem der konservativsten Bundesländer der Welt. Der Welt, wenn man so will. Naja. Ich bin selber halber Münchner, meine Mutter ist da groß geworden und ich habe dadurch einen sehr, sehr relativ engen Bezug auch. Also ich bin da viele Verwandte und so. Was ist denn für euch oder womit würdet ihr Leuten, also oder was findet ihr an München richtig geil? Also was ist so an München richtig cool? Isar ist geil. Nee, also genau. Also ein Freund von uns hat mal gesagt, das ist einfach eine richtig schöne Stadt. Total. Genau, da wohnt man. Architektonisch halt nicht, aber sonst okay. Jein. Also architektonisch ist wirklich schön, aber darüber wollen wir nicht reden. Jein, da gibt es bestimmt schönere und weniger schöne Städte, aber es ist irgendwie, genau, und ich meine, nee, aber dafür, dass es halt so eine große Stadt ist und man schon das Gefühl hat, dass man in einer Großstadt ist, wir haben schon, also ich mag unsere kleine Punk-Szene, ich mag unsere Läden, die wir haben. Es gibt so Café Marat, dann gibt es noch Café Kult. Genau, ja. Und gibt's noch? Im Café Kult proben wir. Okay. Dann gibt es noch so ein paar so... bisschen, wo auch so die Stadt mit drinnen hängt. Ja, stimmt, warte mal, Rote Sonne? Oder? Die Rote Sonne gibt es. Das ist eher ein Elektroschuppen, aber da passieren auch Konzerte und so. Feuerwerk gibt es noch? Genau, aber da gab es das Sunny Red, meinst du? Sunny Red, meinst du, genau. Da habe ich mal das Feuerwerk ist gespielt. Im Prinzip ein... So ein Verein, der... Kann man sagen, städtischer Laden, stimmt nicht ganz. Ne? Also es ist, ist ein unabhängiger Verein, aber sie sind natürlich massiv auf städtische Förderung angewiesen. Und ich fand es bisher eigentlich einen sehr stabilen Laden. Also die machen auch sehr viel, ja, eigentlich im Prinzip Jugendarbeit, ne? Ja, was mit Musik Jugend und sowas und überhaupt nichts zu tun hat. Ja. Es gibt da eine Skate-Rampe, es gibt einen Hort, es gibt eine Kinderbetreuung. Ja. Also und so Sachen jetzt. Radio. Genau, es gibt eine Radiostation. Ja. Also viele Sachen jetzt auch mit so direkt irgendwie alternativer Musikkultur jetzt nicht so viel zu tun hat. Aber halt vier Veranstaltungsräume und ja auch eine Koordinationsstelle für Musikschaffende in München. Und genau, also die sind schon echt irgendwie, also ja, die machen ganz gute Arbeit. Genau, also für die Größe der Stadt ist es natürlich irgendwie so an Möglichkeiten, die man hat, vielleicht nicht so üppig, wie man es sich wünschen würde, aber es ist irgendwie okay und natürlich sind wir in der Stadt, wo halt vor allen Dingen Immobilienpreise und Ausverkauf und so immer eine Rolle spielen und wo halt einfach wenig Platz ist so, und das merkst du, ne? Also jetzt irgendwie das Café Kult war neulich, beziehungsweise neulich eigentlich seit 15 Jahren wird drüber diskutiert, das ist ein großes Areal mit vielen, das ist so Nazi irgendwie so Nazi Baracken am Stadtrand, genau, aber da sind halt, da passiert sehr viel Kulturarbeit unterschiedlichster Art so und das ist jetzt Gott sei Dank durch den Stadtrat, dass es halt stehen bleibt und so. Also genau. Wirklich? Ja. Genau. Krieg ja nichts mehr mit in Berlin. Ja, wir kriegen ja nichts mehr mit. Genau. Also es ist natürlich eine Stadt, wo man um jeden Raum irgendwie kämpfen muss. Und um jeden Zentimeter eigentlich. Um jeden Zentimeter so. Und es ist immer anstrengend und das Maras eigentlich seit 15 Jahren einsturzgefährdet. Ja. Irgendwie, also steht immer noch. Irgendwie gibt es immer noch keine wirkliche Ausweichmöglichkeit und so. Aber genau, also die Leute, die was machen, machen stabile Arbeit und das ist irgendwie... Es gibt einen Wagenplatz. Es gibt einen Wagenplatz. Ja. Das ist irgendwie... Genau, es gibt also, Dinge, und naja, wenn du in einer größeren Stadt wohnst oder in einer Stadt wohnst, wo es... Also ich könnte gar nicht mehr Veranstaltungen besuchen oder mehr Wagenplätze besuchen. Oder? Man kann auch dienstags auf ein Konzert gehen. Ja, ich kann schon dienstags auf ein Konzert, aber ich kann nicht jeden Abend auf ein Konzert gehen. Ja. Und ich kann nicht jeden Abend auf drei Konzerte gehen. Das, das funktioniert nicht. Nee, genau. Also nö, also ich habe schon lange gehadert und hade auch immer noch mit dieser Stadt, aber so ist es halt. Und es ist nicht überall, also in jeder man Stadt. Man findet schon, also ich meine... Du bist weggezogen. Naja, hat schon auch ein bisschen einen Grund, ne? Aber
Aber ich glaube, so, es gibt fast in jeder Stadt irgendwie schöne Ecken und Nischen und Szenen und so. Ne? Also man kann sich irgendwo immer zurechtfinden und einrichten, und in manchen ist es halt sehr viel einfacher und das Angebot ist größer. So, man kann irgendwie wählen, und hier kann man halt irgendwie ziemlich wenig wählen. Und aber das ist auch irgendwie gut, finde ich, dass man halt auch sich damit auseinandersetzen muss und dass man halt nicht so bequem wird. Also ich finde schon auch, dass es halt wichtig ist, dass in einer Stadt wie München halt Strukturen erhalten bleiben und Arbeit geleistet wird. Also ich wollte übrigens gar nicht auf so eine München-Bashing raus. Nö. Weil ich finde, das ist mir zu einfach so. Wie gesagt, ich habe auch wirklich sehr positives Verhältnis zu München, weil ich da einfach seit meiner Kindheit sehr viel bin oder sehr viel gewesen bin. Und ganz ehrlich, noch kurz als also so eine komplette oder zumindest gefühlte Übersättigung in Berlin und irgendwie Grabenkämpfe noch und nöcher, ne, und kein Projekt redet mehr mit dem anderen eigentlich, gefühlt. Es ist halt auch keine Lösung, oder? Nee. Also auch kein Zustand, den man anstreben will. So. Und ich finde, es ist auch, also ich finde auch zum Beispiel in Berlin ist es auch als Band, das weiß ich aus eigener Erfahrung, finde ich relativ schwierig, so, wenn du noch nicht so einen gewissen Status hast, irgendwie reinzukommen, weil es halt alles sehr so, man kennt sich, und also da ist das schon sehr. Das war auch elitärer vielleicht. Ja, aber es war noch ein bisschen elitärer, genau. Das fand ich auch, also es hat mich auch ziemlich angenervt so in Berlin eine ganze Weile so. Man muss halt auch da seine Nische suchen, das ist ja, glaube ich, ähnlich. Nee, mich würde noch einmal interessieren, wenn ihr so überlegt, was kommt so für euch. Wir haben jetzt gerade, also jetzt sowohl musikalisch, einfach aus der musikalischen Perspektive, aber auch vielleicht ein bisschen zu überlegen, was macht es mit euch gerade? Wir haben es ja schon angesprochen, den krassen Rechtsruck haben. Wir sind hier gerade in einer Gegend, wo man einfach sagen nur die AfD plakatiert? Nee, nicht nur die AfD plakatiert. Es wäre ja noch schön, wenn es nur die AfD ist, aber hier die NPD zum Beispiel in Eisenach irgendwie drei Sitze hat. So. Die Hardcore-Neonazis werden hier Platz 2 auf der Bürgermeisterwahl. Da ist man natürlich, kann man sagen, in Bayern nur gerade mit der CSU bedient. So. Aber genau, also würde mich so ein bisschen interessieren, wenn ihr jetzt vielleicht zum Beispiel dabei seid, neue Songs zu schreiben, merkt ihr, das nimmt euch mit? Oder ist es irgendwie, geht es gerade in eine andere Richtung? Auch das würde mich interessieren. Lass oder mich kurz drüber nachdenken. Also jetzt gerade am Song schreiben, oder? Ja, einfach genau. Also ich fand es total krass. Wir waren vor 4 Wochen unterwegs oder so. Ja, Anfang und Mai. Dann haben wir in Limbach Oberfrohna gespielt. Und genau daran merkt man halt, also in solchen, also an dem Wochenende, da waren wir dann auch danach in Dresden. Genau, und das war schon auch halt einfach so eine Konzertreihe, wo wir dann halt einfach so in so, also Limbach-Oberfrohna war halt total krass. Und das sind halt einfach die Leute, die haben die da, Haus gespielt, ne? Wir haben in diesem Haus gespielt, was vor 15, 10 Jahren irgendwie, wo da ein Brandsatz reingeflogen ist. Ja, ja. Und wo dann der Stadtrat gesagt hat, naja, das sind halt rivalisierende Jugendbanden. Ja. So, also wo halt einfach so gar nicht, und das ist jetzt 10 Jahre Haus her. Und das vor ist halt, zu dann entsprechend. Genau, und das ist halt schon, das war schon, also da hat man dann schon nochmal den Spiegel vorgehalten bekommen, in welcher rosigen Welt wir so leben. Das war leben. Ja auch einfach krass und ich meine, Zufall. Irgendwie, Dresden war ja super entspannt, aber trotzdem halt ist irgendwie halt Böller aufs Gelände geflogen, auf der Autobahn irgendwelche Honks Reichsflaggen gehisst, und dann fahren wir halt nach Limbach, wo halt vor ein paar Jahren die Bude abgefackelt wurde. So. Ja. Genau, also das prägt mich dann schon. Und dann ja, hi. Das genau. ist und normalerweise also meine, das ist auch nicht direkt gerade aktuell, weil und wir das ist eigentlich auch gut so. Genau, und das ist halt, also das ist halt jetzt gerade irgendwie vor ein paar Wochen passiert, das war, als wir das letzte Mal Konzert gespielt haben. Das fällt mir gerade dazu so ein, aber genau, also letzten Endes, ich glaube, es ist schon allein dafür, Konzerte zu spielen und in solchen Läden Konzerte zu spielen und solche Strukturen kennenzulernen, ist schon sehr prägend und cool als Erfahrung, und dann auch zu wissen, okay, ich kann mit dem, was ich mache, diesen Laden zu supporten und so, die Leute zu supporten und die Strukturen zu supporten, ist schon, ja. Es gibt zu Limbach Oberfrohnau gibt es die letzte Folge des Kollegen, der Kolleginnen und Kollegen von Dreck unterm Nägel Podcast, die haben mit dem Robin von Out of Step oder Resistenz 32, der da ganz aktiv ist, ein sehr langes, ausführliches Interview gemacht, erzählt da auch nochmal. Der ist heute auch hier. Der ist heute auch hier, den haben wir schon gesehen. Ja, ich weiß, ich spiele ja auch, Resistenz spiele ja morgen, genau. Also mit dir habe ich auch vor, mit denen noch zu sprechen. Okay, ja, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Dass ihr das ist auch so eine Tabulatur auf dem Arm. Fällt mir gerade auf. Das werde ich gleich mal nachspielen.
nach der verlorenen Zeit von Tokotronic. Ja, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich freue mich mal, vielleicht erlebe ich euch ja mal in Berlin auch. Ich wollte gerade sagen, komm doch mal in Berlin rum. Ja, kommst du, wenn du das nächste Mal bei Familienbesuch bist, sagst du dann auch Bescheid. Aber das ist, also der tatsächlich so, ich habe schon, also mit meiner alten Band waren wir mal eingeladen ins Café Marat, das hat dann nicht geklappt. Aber das ist schon lange auf meinem Plan. Ich muss mal fahre halt immer nur zu Familienfeiern runter, dann ist irgendwie alles abgedeckt mit Familyfeiern. Aber ich habe schon mal gedacht, so, da hätte ich schon mal Bock drauf, auch mal ein bisschen länger hinzufahren. Ich finde, also gerade wenn das Wetter schön ist, kann man da schon auch mal ein paar Tage rumhängen. Ja, ja, also früher, also tatsächlich bevor ich Kinder habe, habe ich das auch regelmäßig gemacht. Da bin ich auch immer mal eine Woche in München gewesen, habe bei meiner Tante oder bei meiner Cousine gepennt. Und ein Freund von mir hat auch direkt an der Isar gewohnt. Das war super, ne? Ja. Das fand ich super. Genau, aber irgendwie habe ich es noch nie geschafft, so da mal, also außerhalb, wie gesagt, einmal im Sunny Rap selber gespielt, aber ansonsten noch nicht geschafft mal. Also genau, wenn du im Café Kult spielen willst, schreibst du uns, wenn du im Marat spielen willst, schreibst du uns auch. Alles klar, okay, das ist schon mal ein guter Deal. Vielen Dank, ich bedanke mich bei euch und wünsche euch noch ein wunderschönes Festival. Danke dir. Achso, warte mal ganz kurz, morgen seid ihr in Cottbus, ne? In Cottbus, In Cottbus. Im Checkoff? Checkoff. Ja. Ah, sehr schöner Laden. Ich glaube, die feiern Geburtstag oder irgendwie sowas in der Art. Ich glaube auch. Ja, also Checkoff, spielt ihr drin oder draußen, wisst ihr das? Ich glaube draußen, ich bin mir nicht sicher. Also auf jeden Fall, das ist ein richtig ein cooler Laden. Also auf Cottbus. Jeden Fall morgen. Alles klar, gut, also. Danke dir. Bis dann, tschüss. Danke, ciao. Also wir haben ja jetzt schon ein paar wesentliche Bands schon gesehen. Also erstmal haben wir Pasco gesehen. Zum Kammermeer kommen wir gleich. Pasco in zwei Sätzen. Zwei Sätze. Wie immer ist diese Band außerordentlich gut, sympathisch, on tight und nicht langweilig. Und tight? Tight. Okay, tight. Nichts hinzuzufügen außer stabil. Stabil, genau. Stabil würde ich auch sagen. Tight weiß ich nicht, aber stabil auf jeden Fall. Okay, haben wir da einen Haken hinter? Haben wir noch irgendwas vorher gesehen? 20 Liter Joghurt war heute Morgen. Fliegende Stürme. Ah, ja, fliegende Stürme. Wenn man einmal im Sog von den fliegenden Stürmen ist, dann ist es schwierig, wieder rauszukommen, auch wenn man die Band nicht kennt. Aber wenn man gekifft hat? Nö. Auch wenn man Aperol Spritz getrunken hat. Aperol Spritz, okay. Also es ist halt wirklich Deep Punk. Ja. Und das ist halt krasse Scheiße. Noch nie gehört. Ich weiß, Leute sind Fans davon, ich nicht, aber ist gut. Also Stimme klang halt einfach wirklich leider so ein bisschen wie Rammstein. Das hat mir ein bisschen versaut. Musikalisch top. Egal, wir wollten über Kammerbär reden. Ich muss nochmal fliehende Stürme. Du wolltest über Kammerbär. Ein Hoch da auf die... ich lall hier in dieses Mikrofon. Nein, ich fand die gut. Die haben wirklich viele alte Hits gespielt. Die Stimme, genau, war sehr gepresst. Aber hey, der junge Mann hatte vielleicht ein bisschen Probleme. Ich fand's toll. Ist es Rammstein-mäßig? Nee. Ich finde schon ein bisschen. Ja, dieses... Ja, aber das ist halt dieses gutturale irgendwie... Ich weiß nicht, das ist halt... Das ist fair enough, dass es auch andere Bands machen. Also man muss ja auch Rammstein den Space wegnehmen. Wir müssen auch ehrlicherweise gar nicht über Rammstein spielen. Aber wir waren jetzt gerade, du hast gefragt, Shane, wie der Camembert war. Und das würde ich jetzt auch gerne aufwarten. Also es gibt hier nämlich einen Camembert-Alpendöner, ne? Genau. Also sowieso das Essen. Der Camembert-Alpendöner. Wir haben ihn uns zu Mittag, Nachmittag reingepfiffen. Waren sehr freudig drauf gespannt. Er war schwierig zu essen. Es war eine riesen Preiselbeersoße drauf, die erst geil aussah, aber die war so süß, dass ich danach, ich hatte eigentlich Bock auf was Herzhaftes und dann, ich war ein bisschen unbefriedigt danach, aber auch satt. Aber ich würde ihn schon nochmal essen. Im Gegensatz zu dem Kartoffelstampf mit Bohnensalat und Sojamittel, Jungs, und Knoblauchsoße von gestern, die waren geil. Die waren, der war wirklich der Hammer. Den hatte ich heute zum Mittag. Ja, der war heute zum Mittag. Und dann gibt's noch Pommes nachher. Genau, die Befriedigung war nicht, es war nicht befriedigend irgendwie so und man hätte danach noch eine Pommes essen können. Aber die Mischung Camembert-Preiselbeer ist mega. Und der Rucola geil. War auch gut. Völlig, und Rucola also noch oben drauf. Camembert-Preiselbeer finde ich völlig überbewertet. Auch dieses Käse und Marmelade ist auch völliger Quatsch. Also das braucht kein Mensch. Entschuldigung, also da muss ich einfach mal, seid ihr aus dem Osten?
Nee. Ich ja. Westen straight. Naja, ich auch Westen straight. Okay. Also woher auch immer diese Unsitte mit Käse und Süßen kommt. Also Marmelade und Käse. Frisch Käse und Marmelade und ja, Honig okay, isst du nicht? Was Frisch ist da Käse los? Und Marmelade ist doch okay. Auch in Ordnung ist Quark und da war noch Rucola oben drauf. Und der war ein bisschen bitter. Ja. Bitter mit 3T. Genau. Okay, gut, dann haben wir das auch geklärt. Also jetzt gucken wir uns Radio Havana mit weiblicher Stimme an, oder? So wurde uns Vorfreude erzählt. Wächst. Okay, alles klar. Na dann, ein paar versuchen wir es mal. So, der Abend ist fast am Ende. Meine Stimme ist weg, weil Turbostart gerade gespielt haben. Aber ich frage mal hier in die Runde gerade, was war denn euer musikalisches Highlight heute? Ich fange mal da an. Definitiv Pasco. Die enttäuschen nie. Unterschiedliche Shows, aber heute war auch wieder definitiv ein Highlight von denen. Also da kann ich mich total anschließen. Ich finde ich auch immer großartig. Aber die haben ganz schöne Schnitzer am Anfang gehabt. Also die haben so ein bisschen gebraucht, um zusammenzukommen. Also die ersten drei Songs waren so wirklich ganz schön weit auseinander. Aber es ist ein großartig, ich bin vor allem immer begeistert, was für eine Hitfabrik die sind. Aber es ist Punkrock, oder? Also es muss ja nicht alles passen. Ja, aber da bin ich vielleicht auch ein bisschen nerdy. Da merkt man Turbostar zum Beispiel, die spielen halt einfach perfekt durch. Aber die sind auch ein bisschen geleckter, finde ich. Also Pasco hat halt einfach nochmal das Schnippige. Definitiv. Also das Turbostart bin ich nicht so auf deiner Seite. Ah gut, das ist wohl Geschmackssache. Magst du uns dein Highlight verraten? Es war auch Pasco. Pasco war schön. Ja. Und sonst irgendwas anderes außer Pasco? Tatsächlich fand ich Turbostart gerade ziemlich gut. Das klingt sympathisch. Danke. Und bei dir? Definitiv auch Pasco. Ja, okay. Ich reihe mich da einfach mal ein. Es ist halt ein absolutes Brett. Die enttäuschen nie. Schon x-mal gesehen, immer abgeliefert. Kannst nichts sagen. Okay. Ja. Aber sonst hat euch nichts abgeholt heute? Ja, doch. Also insgesamt, ich weiß nicht, wie hießen die Band, die halt Ersatz für Pestbrocken eingesprungen ist. Die waren ganz nice. Ich dachte, ja, also die klagen für mich ehrlicherweise so ein bisschen wie Pestpocken. Ich weiß nicht, wie die hießen. Passt doch gut. Ja, also so. Es war ja auch, also ich glaube, also zumindest der Bassist und noch irgendwer waren auch von Pestpocken dabei. Habt ihr euch Fliehende Stürme angeguckt? Ja. Und? Es war tatsächlich das erste Mal und ich glaube, es war eine der zweiten Lieder und ich fand sie sehr monoton und langweilig. Muss ich ehrlich sagen. Okay, andere Meinung zu Fliehende Stürme? Aus Neugierde? Ja, wir haben bestimmt drei Songs angeschaut. Okay. Und dann hatten wir Hunger. Ja. Also ich muss tatsächlich sagen, musikalisch holt mich sowas ja voll ab. Also dieses monotone, wavige. Allerdings fand ich die Stimme ein bisschen komisch. Also die klang halt wirklich so, also hätte ich nicht gewusst, dass es jetzt hier Fliehende Stürme ist, hätte ich gedacht, man hätte auch fast Rammstein hören können, so von diesen sehr harten Betonungen. Egal. Ja, da bin ich, nee, das würde ich nicht sagen, aber es war halt einfach so monoton und einfach nur so ein tiefer Männergesang. Das, okay. Ja. Deswegen ist morgen auf jeden Fall, glaube ich, der Tag. Okay, der und was Tage. Ist morgen, genau. Letzte Frage, was ist morgen? Messed Up, definitiv, Resistenz 32 davor. Okay, also sehr viel Streetpunk, ne? Ja, und Power. Okay, ja. Inner Konflikt. Oh ja, oh, Inner Konflikt, darauf freue ich mich auch sehr. Die sagen ja immer überall ab. Und morgen? Aber das Gute ist, ich kann jetzt mal ein bisschen spoilern. Ich sitze bei Inner Konflikt so richtig an der Quelle, weil der neue Schlagzeuger von Inner Konflikt ist der Schlagzeuger aus meiner alten Band. Und ich weiß, dass die definitiv morgen fahren werden, egal was kommt, sie werden fahren. Vielleicht stehen sie ja im Stau und spielen erst Sonntag für die Aufräumgäste. Also ich weiß, dass sie sich sehr viel Mühe geben werden, pünktlich zu sein. Ja, Inner Konflikt wird bestimmt großartig. Hast du noch irgendwas für morgen? Marie Curie. Definitiv, die möchte ich mir mal anschauen, ja. Okay, Trouble Orchestra, Neon Schwarz, habe ich auch alles schon mal gesehen, ja? Spannend. Ja. Na dann, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Hackmeck, fang an, viel Spaß. Mach weiter so. Danke. Tschüss. So, schönen guten Morgen. Tag 3, 4, je nachdem, wie man rechnet. Ich habe
mich wieder bemüht, das Awareness-Team nochmal vors Mikrofon zu bekommen. Aus vielerlei Gründen, einfach weil deren Arbeit sehr enorm wichtig ist für dieses Festival, wie ich finde. Aber auch, wir haben letztes Jahr schon gesprochen miteinander, haben uns ausgetauscht über das Konzept dahinter, wie es dazu gekommen ist. Und genau, deswegen ist es ja auch durchaus auch spannend, einfach mal ein bisschen Fazit zu ziehen vom letzten Jahr und die Überleitung in dieses Jahr. Und es gab auch einen konkreten Vorfall, über den wir sicherlich auch sprechen werden. Anja und Laura, Namen darf ich sagen, waren schon letztes Jahr meine Interviewpartnerinnen hier und ich freue mich sehr, dass ihr wieder da seid. Und erstmal hallo und schön, dass ihr dabei seid. Hallo, schön, dass wir hier sein dürfen. Ja, hallo, zum zweiten Mal. Genau. Könnt ihr euch noch so ein bisschen an das Gespräch letztes Jahr erinnern? So, wir haben da ein bisschen, ne, wie kommt man dazu? Wir sind so ein bisschen, also eher in das Konzeptionelle. Und mich würde mal interessieren, das ist ja jetzt ziemlich genau ein Jahr her. Was ist vom letzten Jahr sozusagen, was ist das Erste, was euch vom letzten Jahr richtig positiv in Erinnerung geblieben ist beim Thema Awareness und so? Kann ein Moment sein, kann eine Situation sein, kann was Grundsätzliches sein? Also erstmal fällt mir nochmal zum letzten Jahr ein, ich war übel mega aufgeregt in dem Podcast, so das erste Mal in so einem Podcast reden und das war eine Erfahrung, aber hat richtig Spaß gemacht. Und mir persönlich, wenn ich an das Awareness-Team denke, freue ich mich einfach darüber, was für tolle Menschen ich hier kennengelernt habe und was für tolle Menschen wir einfach in dem Awareness-Team haben, was für super coole Personen hier auch auf dem Rock am Berg am Start sind, das finde ich super. Ja, ich glaube, bei mir ist es sehr ähnlich. Ich habe auch direkt an Gemeinschaftlichkeit gedacht. Also man wird sehr schnell und sehr herzlich aufgenommen im Awareness-Team und Menschen bemühen sich extrem, was ja vielleicht auch, man hofft ja, dass es die Idee dahinter ist, dass ein Awareness-Team auch offen für neue Menschen ist, ja. Oder? Genau, und es hat sich wirklich sehr familiär und es hat sich so angefühlt, als wäre es noch nicht ein Jahr her. Okay. Als hätten wir uns alle erst vorgestern gesehen. Ja. Das heißt, kann man daraus schließen, dass ihr auch als Team relativ zusammengeblieben seid oder gab es viel Veränderung? Also wir hatten tatsächlich jetzt unterm Jahr gar nicht so viel miteinander zu tun, mit einigen mehr, mit anderen weniger. Das kam dann tatsächlich erst wieder in dieser Vorbereitung auf das Rock am Berg. Ja. Aber ich sag mal, so der Kern ist eigentlich schon recht gleich geblieben. Es sind wenige Leute, die dieses Jahr nicht mehr mit dabei sind. Es kamen ein paar neue Gesichter dazu. Okay. Einfach mal, um ein Gefühl zu bekommen für eine Anzahl. Wie viel seid ihr im Team, also jetzt die hier konkret vor Ort sind? Also ich glaube, es sind schon einige gefahren. Ich glaube, wir sind jetzt noch so 10, 15 Leute ungefähr. Genau, ja. Und gestern waren wir doch noch mal so 3, 4 mehr. Also genau, vielleicht waren wir sogar knapp 20. Finde ich fast viel. Aber vielleicht sind wir auch so viele dieses Jahr. Ja, wir sind schon einige. Ja. Genau. Aber es ist halt super kalt in der Nacht. Da mussten ein paar schon abreißen. Die aber sowieso nur Schicht gehabt hätten bis heute Nacht und dann entschieden haben, dass sie heute Nacht nicht noch übernachten, weil wir dann doch festgestellt haben, dass wir zu wenig Decken von der Awareness haben. Das ist etwas, was wir mit ins nächste Jahr nehmen. Okay. Ja, also ich musste mir auch von den Sunnies eine Rettungsdecke holen und unter meine Isomatte legen, weil ich auch so gefroren habe. Mhm. Okay, wenn ihr aufs letzte Jahr zurückblickt, und vielleicht auch schon so mit dem Blick auf dieses Jahr. Was habt ihr so für Lehren rausgenommen? Oder Lehren klingt jetzt so. Aber was ist euer Fazit so ein bisschen? Ne? So positiv vielleicht auch als negativ, aber vom letzten Jahr. Ich glaube, was ich ganz viel nochmal nachreflektiert habe durch auch Personen, mit denen wir dann nochmal so eine Art Supervision gemacht haben, ist, dass es eine reine Betroffenenarbeit erstmal sein soll. Also, dass wir uns mit Menschen, die übergriffig handeln, nicht primär beschäftigen. Ja. Und ich glaube, das haben wir ganz viel gemacht letztes Jahr. Und wir waren auch zum Teil, würde ich sagen, sind wir nicht so gut darin gewesen, unsere Schicht abzugeben und dann Feierabend zu machen, sondern die hängt das nach. Und und ich glaube, viele von uns arbeiten gerade auch daran, dann wirklich frei zu haben. Okay. Also, dass man auch genießen kann, hier auf dem Festival zu sein. Man ist ja dann noch nicht nur zum Arbeiten da. Genau. Okay. Ja, und es gibt ja Teamordnungen, die dann einfach auch gewisse Dinge übernehmen. Das ist nicht alles unser Verantwortungsbereich, unser Aufgabenbereich. Und ich glaube, wir mussten einfach auch lernen, klar abzugrenzen. Wo hört Awareness-Arbeit auf? Wo fängt Teamordnung an? Klar fließt es teilweise ineinander über, aber ja, wir mussten uns da einfach auch so ein bisschen rausnehmen, weil wir gemerkt haben, wir leisten hier schon ganz schön viel. Mhm. Okay. Ja,
genau. Ich glaube manchmal, ich könnte mir vorstellen, dass letztes Jahr mir das noch häufiger passiert wäre, in Grundsatzdiskussionen auszuarten. Ja. Einfach, weil man vielleicht Menschen auch nicht direkt vor den Kopf stoßen möchte, so, ja. Hey, irgendwie, wir haben hier die Regel, oberkörperfrei geht halt nicht. Ja. Genau, und ich glaube, ich hätte mich letztes Jahr noch mehr in Diskussionen verstrickt, statt einfach zu sagen, hey, das ist einfach, das ist die Regel, das haben wir festgelegt. Und wenn du dich damit näher auseinandersetzen möchtest, so kannst du selber machen, educate yourself, aber das ist nicht unsere Aufgabe. Wir sind kein Bildungsverein hier. Ja. Ja. Okay. Wobei man auch sagen muss, gerade No Shirt, No Service, ich hatte gestern die Nachmittagsschicht, wo es auch ziemlich warm war. Ich musste nicht eine Person ermahnen, dass ein Shirt getragen werden muss. Ja. Da ist aber auch letztes Jahr meine Wahrnehmung, dass auch relativ viele Stände das sehr, sehr klar haben. Mhm. Ne? Also so auch bei den Ständen hängt überall. Genau. Das heißt, also ich weiß, bei Raccoon Records hängt das Dickfett dran, so No Shirt, No Service. Ja. Aber mir ist es auch aufgefallen, es ist erstaunlich, oder gar nicht bisher habe ich jetzt Leute hier. Vielleicht ist es aber auch ein bisschen der Vibe des Festivals. Ich glaube, wenn man jetzt zu dem anderen großen Rock am Festival fährt, was gleichzeitig stattfindet, ich glaube, da sieht es dann ganz anders aus. Okay, ihr habt jetzt gerade schon so ein bisschen erzählt, ihr habt auch nochmal so nachbearbeitet mit der Supervision. Könnt ihr so ein bisschen beschreiben, wie der Prozess jetzt in der Vorbereitung auf dieses war? Also es ist ja auch ein bisschen, so wie ich das verstanden habe, anders mit dem Team Ordnung. Ne? Das hat eine andere Rolle als letztes Jahr. Ne? Letztes Jahr gab es das, glaube ich, auch so ein bisschen. Aber dadurch, die machen ja deutlich mehr dieses Jahr. Wie war denn da zum Beispiel auch die Interaktion? Also Team Ordnung hat dieses Jahr komplett den Bereich Security übernommen. Ja. Also die decken da wirklich alles ab. Im letzten Jahr hatten wir noch ein Security-Team, was von extern kam. Und das hat aber dieses Jahr komplett Team Ordnung übernommen. Ja. Demnach einfach auch, ist es einfach so, dass wir das alles irgendwie intern regeln können. Ja. Und auch bei denen gab es schon letztes Jahr die Struktur, dass die einfach nochmal eine Head-Stufe drüber hatten, also eine Leitungsfunktion drüber hatten. Und wir haben das so ein bisschen adaptiert. Das gab es im letzten Jahr auch, aber es war einfach noch nicht ganz so klar abgegrenzt. Ja. Und diese Zusammenarbeit ist dann eher über die Stufe drüber gelaufen. Also über unsere Heads, die dann einfach sich untereinander abgesprochen haben, wie kann die Zusammenarbeit am besten stattfinden. Ja. Und da waren wir jetzt als eigentliche Awareness-Person gar nicht so beteiligt. Okay. Genau, und dieses Jahr ist es ein bisschen anders, würde ich sagen, oder? Oder verstehst du es auch so? Ja, doch. Ja, doch. Okay, weil was mir noch eingefallen ist, ich weiß jetzt nicht, ob das, vielleicht kann man es auch rausschneiden, wenn es quatschig ist. Was mir noch eingefallen ist, dass letztes Jahr schon auch gesagt wurde, das ist klar abgegrenzt voneinander und unsere Heads tauschen sich aus. Und dieses Jahr ist es aber auch so, dass wenn wir merken, es ist jetzt ein Notfall, dann wird auch nicht hinterfragt von Team Ordnung, was wir reinschwafeln in unsere Funken, weil die einfach auch vertrauen darauf, was wir sagen. Also das ist dann eben, da ist dann auch wieder Augenhöhe und... Ja, das auf jeden Fall, sehe ich ganz genau. Ich glaube, das eine sind ja auch zwei unterschiedliche. Genau. Das eine ist so die Situation, der konkrete Fall. Genau. Das andere ist ja eher so die Meta-Ebene. Ja. Genau, also so hätte ich auch verstanden. Ich finde das ganz spannend auch. Ich muss ehrlicherweise sagen, also meine Erwartung wäre auch an das Team Ordnung, dass wenn ihr sagt, das ist jetzt so, dass da, also das wäre jetzt so persönlich meine Erwartung, das mag naiv klingen, aber das ist jetzt so erstmal meine Erwartung, kann mir natürlich vorstellen, dass das durchaus auch dann Diskussionen gibt, genau. Nee. Also tut's nicht, ne? Und gleichzeitig hätte ich es aber auch für möglich gehalten, weil ich glaube, dass nicht alle Menschen Awareness ernst nehmen. Also ich kenne auch andere Strukturen von Festivals, die sich selber auch als sehr politisch wahrnehmen, aber dann sagen, naja, es ist so nice to have. Ja, okay. Das bringt es, glaube ich, gut auf den Punkt. Also meine Erwartung ist es, und ich kann mir aber auch durchaus vorstellen, dass es auch anders in Situationen vorkommt. Okay, wie war denn so die Vorbereitung auf dieses Jahr des Festivals? Ihr hattet ja beim letzten Mal, meine ich glaube, erzählt, auch so Vorbereitungsworkshops und so. Genau. Ist das auch dieses Jahr wieder? Einige sogar. Also es hat echt relativ viel stattgefunden, sowohl
in der Gruppe halt selber, ja, alles online, weil wir doch alle verstreut leben, ja, haben wir einige Online-Calls gehabt und dann haben wir uns auch nochmal eine externe Person mit dazugeholt, die schon sehr, sehr lange Awareness-Arbeit macht, auch Awareness-Arbeit schult, und da hatten wir auch wie im letzten Jahr nochmal einen Workshop, mhm, wo dann einfach nochmal konkrete Sachen besprochen wurden, die so im letzten Jahr aufgefallen sind. Wir konnten einfach im Vorhinein wieder Fragen stellen, die uns auf der Seele brennen, sodass wir da einfach gut supported worden sind. Ja. Genau, und wir hatten halt auch einige neue Leute jetzt dabei, die dann irgendwie ein bisschen mit an Bord geholt werden mussten, und die dann einfach auch, ja, gewisse Themen einfach nochmal hinterfragt haben, was auch gut war, sodass wir uns einfach auch nochmal reflektieren konnten, um das einfach auch generell in der Arbeit zu verbessern. Okay. Genau. Ja, und dann hat sich daraus ja tatsächlich noch was anderes ergeben. Genau. Das soll auch kein Geheimnis sein, glaube ich. Nee. Also. Und zwar haben wir dann irgendwie nach dem Festival letztes Jahr festgestellt, dass wir doch sehr gut zusammenarbeiten können, aber sehr verstreut in Deutschland wohnen. Und trotzdem dann irgendwie Überlegungen getätigt, wollen wir vielleicht einen Verein gründen? Wäre das eine Option, um auch unsere Arbeit irgendwie auch auf anderen Veranstaltungen anzubieten? Und erst war das nur so ein Hirngespinst und tatsächlich hat es dann am 1. Mai geklappt, ja, dass wir uns alle zusammen in Leipzig getroffen haben. Okay. Es war da eine Gruppe von fast 10 Leuten. Ich glaube 9 oder 10 9 Menschen waren wir. Ja. Das sind alles Leute aus dem Awareness-Team. Ja. Ja. Okay. Genau, und wirklich aus allen, also wir sind aus ganz verschiedenen Ecken gekommen. Ja. Also okay. Leute, die zum Teil 4 Stunden gefahren sind. Mhm. Ne? Und also das war total aufregend und schön zu sehen. Dafür, dass wir so wenig Kontakt unterm Jahr haben, dann doch im Mai zusammenzukommen und zu entscheiden, wir haben Bock, unsere Fühle auszustrecken und in unseren Regionen, in denen vielleicht noch gar nicht so viel Awareness-Arbeit oder nicht das Ganze nicht so gut abgedeckt wird, wie es abgedeckt sein könnte, genau, noch irgendwie unter Dach und Fach zu bringen. Mhm. Und dann, genau. Ja. Doch, da freuen wir uns sehr. Das ist gerade schon ein großer Teil, der da noch mitschwebt. Genau. Irgendwie. Okay, also ihr, und vielleicht nur noch mal zum besseren Verständnis, also der Verein soll dann so als Netzwerkstelle quasi dienen oder und euch so, oder so eine Art Koordination oder eine Vernetzungsmöglichkeit bieten? Ja, also wir haben einige Pläne damit. Es okay. geht, also erstmal klar, Vernetzung, sodass es halt auch in verschiedenen Regionen Ansprechpersonen gibt, wo sich dann Leute auch zusammenfinden, die auch bei einer Veranstaltung zum Beispiel Awareness-Arbeit leisten möchten. Aber auch das Thema Schulung, Qualifizierung, und dadurch einfach auch so ein bisschen Qualitätsstandards setzen. Ne? Das ist ja in der Awareness-Arbeit auch total wichtig, dass einfach auch die Leute ordentlich geschult sind. Ja. Okay. Genau, und das schreiben wir uns dann auch so ein bisschen auf die Fahne. Das ist noch ein langer Prozess. Mhm. Wir sind da schon echt relativ lange dabei jetzt und überlegen uns natürlich, wie kann das mal aussehen und haben da schon richtig, richtig Bock. Aber jetzt gerade erstmal noch so Vereinsgründung, da muss noch einiges laufen, bevor dann unsere vielen, vielen Pläne und Vorstellungen in die Tat umgesetzt werden. Beim Notar waren wir schon. Also Vereinsgründung habe ich auch schon alles hinter mir. Ist, ist immer ein Akt, aber das klingt aber ziemlich cool. jetzt gab es ja im Vorfeld des Festivals gar nicht so kurz, ich glaube so eine Woche vorher, wurde das über den Instagram-Kanal vom Rock am Berg geteilt, dass ein Künstler ausgeladen worden ist aus Gründen, die nicht näher benannt wurden, aber, und wir wollen auch nicht um den konkreten Fall sprechen, aber interessant war, es wurde explizit nochmal betont, dass es sowohl mit dem Team Ordnung als auch mit dem Team Awareness einen Austausch dazu gab und man sich sozusagen gemeinsam beraten. Und das würde mich mal interessieren, also einfach mal so aus eurer Brille, wie ist das gelaufen? Genau, wie habt ihr das so wahrgenommen? Ihr wart, glaube ich, nicht direkt beteiligt, oder? Aber ihr habt es natürlich, werdet es ja mitbekommen haben. Ne? Genau, also es geht ja um den Künstler HC Baxter. Da kam, das ist eigentlich schon eine relativ, also was heißt relativ lange Zeit her, es ist schon eine Weile her, dass eine Nachricht an uns kam, wo einfach Vorwürfe in den Raum gestellt wurden und wir gebeten wurden, das einfach nochmal aufzugreifen, zu überlegen. Als Awareness-Team? Als, also ja, das ist, glaube ich, an eine Awareness-Person von uns gegangen, die das dann einfach an das Awareness-Team weitergeleitet hat. und dann haben wir uns erstmal damit beschäftigt. So weder Anja noch ich waren daran jetzt beteiligt an diesen Gesprächen, sondern das haben auch wieder unsere Heads übernommen, die dann halt einfach das Gespräch da gesucht haben. Es gab dann von HC Baxter, ich weiß gar nicht, ob man den überhaupt so ausspricht. Ich weiß auch nicht. Ich höre den halt auch selber auch nicht. Ja. Oder HC Baxter? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, es ist völlig egal. Gab es dann einfach ein Statement,
wo wir als Rock am Berg dann erstmal gesagt haben, okay, damit sind wir fein, er kann bei uns auftreten. Allerdings wurde sich dann im Nachgang nochmal besprochen, es hat nochmal Reflexion mit den verschiedenen Teams stattgefunden, weil sich einige Personen damit einfach nicht ganz so wohl gefühlt haben. Und man ist dann nochmal wirklich in die Reflexion gegangen und hat gesagt, okay, wir wollen das einfach noch mal mehr aufgreifen, aber können das jetzt nicht so kurz vor diesem Festival machen. Und da hat man sich dann einfach dazu entschieden, jetzt diesem Ganzen erstmal keine Bühne zu geben und im Nachgang einfach noch mal weiter in die Aufarbeitung zu gehen. Ja. Aber ich war jetzt, wie gesagt, nicht direkt mit beteiligt, aber ich fand es gut, dass da einfach auch noch mal gesagt wurde, okay, wir haben da zu vorschnell entschieden, wir rudern da jetzt noch mal ein Stück zurück, gehen noch mal in die Reflexion und bitten einfach da um Verständnis, dass da im Nachgang auch noch mal was kommt. Also das wurde auch schon in dem Post zugesichert. Genau. Und ja, da wird auf jeden Fall noch mal was kommen, sodass man sich da auch noch mal ein konkreteres Bild von machen kann. Aber es war jetzt einfach relativ kurzfristig vorher, dass wir uns dann dagegen entschieden haben, das dem ganzen Bühnen zu geben. Okay. Also ich kann das ja nur von außen betrachten. Ich fand, also zwei Dinge sind mir sofort aufgefallen. Also erstens fand ich erstmal das Eingeständnis zu sagen, okay, wir haben das im ersten Moment nicht oder vielleicht nicht so entschieden, wie wir es, oder uns nicht die Zeit genommen, dass, ne, wir hätten da vielleicht mehr, das fand ich sehr positiv. Ich finde ja Kritik, selbstkritisch das zu reflektieren. Und wie gesagt, das Zweite, was mir besonders aufgefallen ist, dass hier gleich gesagt wurde, okay, das ist keine Entscheidung, die trifft sozusagen das Rock am Berg Organisationsteam alleine, sondern das fand ich sehr, sehr gut und würde mich auch so ein bisschen bestärken, wir haben ja eine Zeit, wo es relativ viel Outcalls gibt und ich glaube, es auch wichtig ist, also dass man sozusagen das auch auf einer breiteren Ebene auch transparenter diskutiert. Insofern finde ich, das klang einfach sehr positiv, ne? Auch wenn sicherlich nicht alles perfekt gelaufen ist. Ja, aber ich denke halt, darum geht es einfach auch, dass man einfach sich selber nochmal hinterfragt und überlegt, okay, war das jetzt wirklich das Richtige, wie wir das gelöst haben? Und dann den Rückschritt zu gehen und zu sagen, okay, wir nehmen uns nochmal die Zeit, finde ich den absolut goldrichtigen Weg, als dass es dann auf Teufel komm raus irgendwie durchgezogen wird, weil man von seiner Entscheidung nicht mehr abrücken möchte. Ja, das stimmt. Cool. Zum Abschluss würde mich interessieren, wie so die Bilanz bisher ist. Wie ist heute Samstag, der formal dritte Tag des Festivals? Ihr habt ja gerade schon, kam jetzt gerade von Laura schon positiv, ne? Relativ, oder bisher kaum Probleme bezüglich zum Beispiel Shirt ausziehen oder so. Aber wie ist so insgesamt euer Fazit gerade? Also das, was ich an Schichten mitbekommen habe, viele Schichten sind sehr ruhig verlaufen. Ja. Menschen gehen wohl relativ sorgsam miteinander um. Es gab ein paar Situationen, in denen wir das Gefühl hatten, jetzt bald sich's, ne? Also dass dann drei Personen gleichzeitig kamen, die irgendwie, wo was gelöst werden musste. Aber klar, wir haben gerade eigentlich gar nicht so viele Leute innerhalb der Schicht. Das war dann so ein bisschen schwierig. Aber es war dann eher so, dass sich das so zu bestimmten Zeiten irgendwie konglomeriert hat und weniger, dass jetzt grundsätzlich, mein Gefühl sagt mir, dass es eigentlich sehr friedlich läuft. Ja. Und ich habe schon das Gefühl, dass mehr Bewusstsein dafür da ist als letztes Jahr. Und auch von den anderen, die schon seit 2 Jahren dabei sind, die haben gesagt, es ist sehr viel mehr Bewusstsein da als vor 2 oder 3 Jahren. Also genau. Ja, absolut. Ja. Voll. Und ich habe das Gefühl, wir sind alle sehr kompetent. Wir geben uns sehr viel Mühe. Wir sind sehr schön im Gespräch. Also es gibt auch Situationen, die vielleicht im Nachgang nochmal diskutiert werden, wenn dann irgendwie, also es gab eine Situation im Team, wo wir uns nicht sicher waren, wie wir hätten reagieren sollen. Ja. Und da wurde dann nochmal ganz offen kommuniziert, hey, das war nicht euer Aufgabenbereich oder so und so. Und das war aber nicht, das kam nicht von oben, sondern das war ganz klar in einem basisdemokratischen Rahmen, in dem wir darüber gesprochen haben. Und das finde ich irgendwie angenehm, obwohl wir natürlich die Herz haben, die da sind und sagen, von oben sieht es halt so aus. Und das mag ich auch in unserer Arbeit, dass wir auch immer wieder uns trotzdem, dass wir so klare Linien fahren, auch nochmal hinterfragen, wie du schon schön gesagt hast. Ja. Cool. Letzte Frage. Gibt es noch irgendwas, irgendeinen Künstler oder eine Künstlerin, auf die ihr euch heute noch freut? Also ich muss ehrlich sagen, für mich war der Donnerstag einfach so mein,
mein Ding. Mit? Mit den Crackhuren. Oh ja, da kann ich mich anschließen, ja. Also das fand ich schon ganz cool. Ich habe auch gestern 20 Liter Joghurt sehr gefeiert. Also das ich kannte die nicht, also fand nur der Name war völlig... Ja. Okay, der Name passte so gar nicht zu der Musik, für mich zumindest. Aber ja, fand ich auch genau. Sehr gut. Ja, ich habe die vorher auch nur so vom Namen her gekannt und habe jetzt erfahren, es war ihr letztes Konzert hier. Fand ich irgendwie sehr schade, aber das hat mir auf jeden Fall getaugt. Heute bin ich so ein bisschen am Rumwuseln und habe gar nicht so viel Zeit, mir Bands anzuschauen. Ja, ich empfehle die AKJ, immer cool. Aber ich komme auch aus Nürnberg, also die sind ja selber Nürnberger, ist dann halt Heimspiel, ne? Ja, und es ist aber auch AKJ, ist glaube ich schon noch eine sichere Bank. Ja, also die sind immer bestimmt gut. Ein guter, kann man gut hören auch. Und ich fand, aber ja, Heckmeck, ich muss sagen, hat mich ein bisschen irritiert, aber auf eine sehr witzige Art und Weise. Es ist so viel passiert und ich musste so lachen und ich wusste manchmal nicht, warum ich jetzt lache oder ob ich jetzt eher so nur den Kopf schütteln soll, aber es war wirklich eher positiv. Also ich fand es einfach arschlustig, die Nummer von Heckmeck. Ich habe es tatsächlich so vom Weiten mitverfolgt so ein bisschen und fand es auch, es wirkte sehr skurril. Also so ein bisschen auch sehr viele Samples, ständig irgendwelche Songs drin und so. Ja, es war sehr lustig. Okay, ja, ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich. Vielen Dank auch grundsätzlich natürlich auch immer. Vielen Dank, dass ihr als Awareness-Team diese Arbeit macht. Das ist, glaube ich, sehr wichtig fürs Festival. Und ja, und auch vor allem danke für das Interview. Und ich wünsche euch noch einen wundervollen Samstag und eine gute Heimreise morgen dann. Und lasst es euch gut gehen. Danke dir. Das wünschen wir dir auch. So, hallo. Ja, wie der Zufall will, stehe ich, läuft gerade Resistenz 32 und hinter mir steht Eva von Deutschland 3000, heißt der Podcast. Und warum, Eva? Hallo, erstmal schön, dass du hier bist. Hallo. Aber was treibt dich nach Merkers in Thüringen? Ich drehe gerade 3 Dokus zu den Landtagswahlen, die jetzt im September stattfinden und deswegen auch eine über Thüringen. Und Merkers ist uns bei der Recherche aufgefallen als ein Ort oder eben ein Festival, wo sich sehr viele Leute engagieren, um so ein Zeichen gegen rechts und rechte Tendenzen hier vor Ort zu setzen. Und deswegen haben wir gedacht, es gibt vielleicht ein paar spannende Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen hier und die haben wir auch gefunden. Okay, magst du uns schon verraten, mit wem, also der Podcast kommt wahrscheinlich später erst raus, magst du uns verraten, mit wem du so alles sprechen wirst? Also die Doku ist fürs ZDF, das hat jetzt mit Deutschland 3000 nichts direkt zu tun, die kommt Anfang August raus und in Thüringen schwingt da schon auch die Frage mit, das ist das Land einer gesichert rechtsextremen AfD und von Björn Höcke und warum wird der hier gewählt, warum können sich Menschen für diese Partei begeistern und wer hält aber auch dagegen? So, das ist so ein bisschen das Spannungsfeld, das wir ausleuchten wollen. Okay, also es ist auch eine spannende Frage, weil ich habe auch durchaus Teil meines Podcasts auch gewesen zu fragen, was denkt ihr denn gerade mit den AktivistInnen vor Ort? Und es gibt durchaus auch Stimmen, die sagen, naja, man kann es nicht nur alles mit ProtestwählerInnen begründen. Jetzt mal so rückblickend auf deine eigene Biografie. Was für eine Rolle hat zum Beispiel Rechtsextremismus, Rechtspopulismus, was hat es in deiner eigenen Biografie für eine Rolle gespielt? Hey, das finde ich ja immer so spannend, wenn ich, und ich hoffe, ich darf das dafür einmal verallgemeinern, wenn ich in Ostdeutschland unterwegs bin, weil ich bin im westlichsten Westen aufgewachsen, an der holländischen Grenze in Nordrhein-Westfalen. Lingen war das irgendwo, in Borken, Münsterland. Ah ja, Borken. Und auch bei mir, so 90er-Nuller Jahre, in meiner Schulzeit hat Politik, ehrlich gesagt, keine Rolle gespielt. Also wir waren wirklich, das war eine glückliche, unbeschwerte Zeit, wo das auf dem Schulhof, ich kann mich nicht erinnern, also da gab es irgendwann mal das Thema Gentechnik bei uns auf den Feldern, weil es halt Bauern ging, aber ansonsten bin ich komplett unpolitisch aufgewachsen und dann habe ich für Deutschland 3000 eben angefangen, insbesondere auch mit jungen ostdeutschen Leuten zu sprechen und habe gemerkt, bei denen war das völlig anders. Da war man entweder rechts oder wenn man nicht rechts war, war man automatisch links und das ist für mich immer noch total spannend zu sehen und zu erkunden und eben auch zu vergleichen. Ja, so, ja. Die Kollegen vom Dreck unterm Nägel Podcast, die hatten gerade den Gitarristen, den Robert von Resistenz, die gerade im Hintergrund spielen. Im Interview, der kommt aus Limbach-Oberfrohnau, was so bei Chemnitz ist. Und ich bin in Norddeutschland, Schleswig-Holstein, Hamburg sozialisiert und habe auch gedacht, krass, also es ist einfach so, ne, natürlich kenne ich Nazis aus dem Hamburg, St. Pauli-Umfeld, also hier HSV, St. Pauli, das gab es immer auch irgendwie, aber das, was die hier im
da zumindest was Robert da erzählt, ist schon krass. Mhm. Nichtsdestotrotz, ich habe dich gerade mitwippen sehen. Was spricht dich so an musikalisch? Wenn du spricht dich Punk so ein bisschen an oder ist das einfach nur? Ich muss gestehen, ich habe wirklich von Punk so gut wie keine Ahnung. Ja. Ich finde es aber geil, weil es eben auch so eine politische Kultur ist. Das geht ja eigentlich, soweit ich das wahrnehme, nicht auseinander. Und deswegen bin ich schnell am Mitwippen, wenn ich sehe, wie viele Leute hier irgendwie in Stimmung sind und versuche ja auch als Reporterin, mich da so reinzugeben. Okay. Ja. Alles klar. Dann Eva, vielen lieben Dank, dass du dir kurz die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir noch ganz viel Spaß. Dankeschön, ich dir auch. Es ist schön, dass dieses Festival ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt, weil man darf auch nicht unterschätzen, das ist hier in der Nähe von Eisenach. Eisenach hat gerade die Nachfolgepartei der NPD wieder 3 Sitze im Stadtrat, die AfD 7. Ne? Entsprechend ist hier die Gegend ganz schöne Nazi-Gegend und umso besser, wenn da Aufmerksamkeit hinkommt. Vielen Dank. Danke dir. Tschüss. Er nimmt auf. Also wir warten gerade auf Inner Conflict und die stehen da nur rum und stehen irgendwie so zu viert und der Schlagzeuger dahinter, komisch, aber gut. Wird gleich losgehen, aber hier wurde ich gerade angesprochen, doch ich solle bitte eine Forderung aufstellen. Also ich stelle die Forderung nicht auf, aber übergebe das Mikrofon zur Forderung aufstellen. Die Besucherinnen des Rockernbergs fordern nächstes Jahr das Soli-Bingo bitte auf der Mainstage. Okay, Tweety, hast du gehört? Wenn nicht auf der Mainstage, gibt's aufs Maul. Oder zumindest Randale. Oder zumindest irgendwas. Also wir denken uns noch was aus, Tweety, dafür. Also das sind die Besucherinnen des Rock am Bergs, die das fordern. Alle Besucherinnen quasi. Ausnahmslos. Ausnahmslos alle. Haben wir es? Ja. Gut. Aufnahme läuft. Hey Leute, ich stehe jetzt neben Robert von Resistenz 32 und Ex Out of Step und noch eine Band, die einen dritten Namen, Damage Live. One Step Ahead, nicht Out of Step, sondern One Step Ahead und aber Damage Live, ne? Genau, die neue Band. Ja, erstmal schön, dass du dir die Zeit nimmst, Robert. Den Podcast, den du mit Julian und Tobi vom Black Hat Tape aufgenommen hast, dem Dreck unter die Nägel-Folge, fand ich richtig, richtig super. Ist wahrscheinlich auch so eine typische Sache, die du wahrscheinlich von Leuten, die im Westen groß geworden sind, immer regelmäßig hörst, ist so, oh krass, wir wussten ja alle gar nicht, wie das abgeht da. Oder ne, so ging es mir auch ein bisschen. Das ist die offene, obwohl ich durchaus auch Nazis mal kennengelernt habe, ist es nie so präsent gewesen. Und ich habe mich so ein bisschen, als ich den Podcast gehört habe, so, du hast da ja sehr persönlich erzählt, so, ne? Wenn du jetzt merkst, gerade so diese ganzen Wahlsachen gehen so, also ne, wir haben irgendwie diese in Thüringen die U18-Wahl mit über 45% für AfD. Aus deiner persönlichen Sicht, was geht dir da so bei durch und vor allem, kannst du dir irgendwie erklären, warum Leute das tun? Gibt es da wirklich, weil also sagen auch Leute, die ich hier interviewt habe, ganz klar, nee, das sind nicht nur alles Protestwähler, das ist einfach, das ist Quatsch. Ja, hi erstmal. Cool, dass das geklappt hat hier mit dem Podcast. Ich denke, der größte Grund davon ist, dass man, dass sozusagen die AfD die einzige Partei ist, die sich gerade, obwohl die natürlich inhaltlich einfach nur genau das, was halt gerade läuft, also die Reichen werden reicher, arme Leute werden ärmer, das fährt die ja konsequent durch mit Verschärfung und alles, aber irgendwie hat die das halt hinbekommen, zu sagen, wir sind gegen das, sozusagen in Anführungsstrichen Establishment, wir brechen da was auf, mit uns will keiner koalieren und mit uns, und wir sind sozusagen diese Antisystempartei. Und also das, glaube ich zumindest, ist der Grund, weswegen die auch oft gewählt werden. Natürlich auch rechtes Gedankengut und was ja schon immer in der Bevölkerung schlummert. Aber ich glaube, es ist tatsächlich die einzige Partei, die sich da authentisch leider auch irgendwie so darstellen kann, dass sie halt gegen dieses System ist. Und das ist ein absolutes Versagen von einer linksradikalen Bewegung, dass sie halt es nicht hinkriegt, sich als Anti-Alternative halt hinzustellen. Also okay. Aber das schließt ja so ein bisschen auch, finde ich, an. Du hast eben gerade beim Konzert mit Resistenz 32 gesagt, irgendwie du findest das schwierig, so mit dem geht wählen und dann werden noch im Zweifel sogar aufgerufen, die CDU jetzt zu wählen.
ich kann das total verstehen. Ich finde, du hast auch ein sehr, sehr gutes Beispiel. Du hast diesen Asylkompromiss auf EU-Ebene, der unsäglich ist und der uns gefühlt auch wieder zurückwirft in diese Anfang der 90er-Zeit. Ne? Wir alle erinnern uns an diesen Asylkompromiss. Mich würde mal aber interessieren, aus einer gewissen pragmatischen Sicht, die man ja aber auch haben muss. Also ich hatte mich vorhin mit einem vom Team Ordnung unterhalten, der hatte mir erzählt, dass in seinem Landkreis hier zwei weiter halt jetzt die Wahl gibt zwischen einem Neonazi als Bürgermeister oder halt einem CDUler. Und da sagt er selber, ich kotze im Strahl, aber ich will natürlich jetzt die CDU. Ne? Ja, ich finde eben gerade auf kommunaler Ebene würde ich sogar vielleicht noch ein bisschen abschwächen, die Aussage, weil es halt dann auch Realitäten sind, die ihn unmittelbar betreffen. Ja. Aber trotzdem muss ich halt auch sagen, keine Ahnung, also ich finde es schwierig, einfach nur aus dieser defensiven Haltung heraus zu sagen, ja nee, wir müssen AfD verhindern, dass halt die sozusagen Anführungsstriche Antidemokraten irgendwie, nee, das sind sie ja, ne, aber es wird ja trotzdem so tituliert, dass die an die Macht kommen, wo man sagt, ey, wie du auch gerade gesagt hast, Asylkompromiss und Co., das sind einfach Sachen von der Regierung entschieden worden, wo ich sagen muss, das hat AfD vor 3 Jahren mal gefordert und das wird jetzt einfach durchgewunken und hätte beispielsweise irgendeine konservative Partei, hätte AfD, wären die an der Macht gewesen und hätten das Ding durchgeboxt, da wären Proteste gewesen. Die Leute hätten gesagt, ey, hier verrecken Menschen elendig und ihr führt das und verschärft das noch. Aber dadurch, dass es halt diese, auch in Anführungsstrichen, progressive Regierung ist, war das schon stumm gewesen. So. Und das finde ich halt so krass. Und dass man sich dann halt auch auf diesen Parteien halt so, keine Ahnung, dass man sich halt mit denen auf die Seite stellt, obwohl die absolute menschenverachtende Scheiße produzieren die ganze Zeit und Leute sterben durch diese Parteien und ich werde mich nicht mit einer grünen Partei oder mit einer SPD auf die Seite schlagen. Ja. Aber interessant ist ja schon, dass du auch vorhin, also du hast ja vorhin in deiner Aufzählung zumindest die Grünen als noch, wie hast du es gesagt, Rechte als die Grünen würdest du nicht wählen? Genau, also wählt bitte eine Rechts von Grünen inklusive Grünen. Inklusive Grünen, okay, gut. Du hast es gerade selber aber auch schon gesagt, was du hast es sehr deutlich gemacht, dass du auch Fehler oder Verfehlungen der linken Szene, meine damit ein linkes bürgerliches Bereich, aber auch durchaus den radikaleren Bereich. Kannst du das ein bisschen konkretisieren? Also was würdest du dir wünschen von der linken Szene, wie sie zum Beispiel besser agieren könnte, in welchen Situationen? Also ich finde, es müssen wieder Inhalte aus eigener Sache passieren. Es darf nicht immer nur dieses... Reaktion. Genau, es darf nicht eine Reaktion sein gegen AfD. Oder ich fand es ja ganz... Jahrelang war es ja immer diese Nazi-Proteste und halt dagegen eine Demo machen und sowas. Aber ich finde, was einfach im Mittelpunkt stehen muss, sind halt Eigentumsverhältnisse, sind Sachen, die halt die Basis sind, auf denen alles aufbaut. Und da passiert nichts. Also ich fand das übelst cool mit diesen Deutsche Wohnen enteignen. Ja. Und dass da halt was passiert ist und man halt eigene Inhalte mal wieder reintragen konnte. Ja. Und die ja auch eine geile Kampagne gemacht haben, wo ja dann auch über die Hälfte von Leuten dafür gestimmt haben in Berlin, die natürlich dann wieder von etablierten Parteien, eben auch von SPD, verschleppt wurden. Und da sieht man an diesen Fragen, an Eigentumsfragen, sieht man, wer steht wo, auf welcher Seite der Barrikade. Und ja. Aber das ist ein interessanter Punkt. Zu Deutsche Wohnen könnte ich dir zum Beispiel, ich bin Berliner, da kann ich dir zum Beispiel sagen, ja, das ist super gut organisiert gewesen und gut getragen. Ich will nur einen Punkt also an der Stelle machen. Ja. Bei dem Thema Wohnen in Berlin betrifft es halt auch die vermeintliche Mittelschicht, ne, die auf einmal keinen Wohnraum mehr findet. Ne, also dieser, da ist natürlich. Ne, da geht es auf einmal an die eigenen Dings. Also, und diese Entschädigungszahlungen stehen ja auch noch im Raum, ne, wo man sagen muss, ist jetzt nicht das, womit man d'accord geht, aber man muss es eben trotzdem sagen, wie es ist. Diese Eigentumsfragen, die eben die Basis für ganz vieles schaffen, die werden eben einfach nicht angetastet. So von die werden nicht, wie soll ich das sagen, einfach öffentlichkeitswirksam, werden die nicht angetastet. Und du bist halt die ganze Zeit nur in dieser defensiven Rolle und springst etablierten Parteien bei, die
Menschen im Mittelmeer ertrinken lassen. Ja, absolut. Ich fand ganz spannend in deinem Podcast mit dem Dreck unter den Nägeln, da hast du so an einer Stelle gesagt, dass sich die Situation in deinem Ort, wo du wohnst, in Limbach an der Frohnau, dass sich das, was das Thema mit der Umgang mit den Nazis gibt, dass es besser geworden ist über die Jahre, so habe ich es zumindest verstanden, korrigiere mich, wenn ich das falsch sehe. Da habe ich mich so ein bisschen jetzt gerade gefragt, weil ich auch viel mit Leuten, die hier aktiv sind, die hier aus der Gegend kommen, da habe ich mich gefragt, das wirkte relativ, also im positiven Sinne sehr selbstbewusst auch zu sagen, ne? Ich bin hier, wir haben hier was aufgebaut, das ist funktioniert. Und ich habe mich gefragt, wie sehr kratzt da jetzt dann doch der mögliche Wahlerfolg von AfD und Rechten, wie sehr kratzt das dann vielleicht doch an diesem positiv gesehenen Selbstbewusstsein? Also wie viele Sorgen macht man sich dann auch im Alltag? Auf jeden. Ne? Ich finde, wir hatten ganz lange halt so eine CDU-Stadtverwaltung gehabt, also sie hatten halt die Mehrheit und die haben uns alle möglichen Steine in den Weg gelegt, die irgendwie legal sind noch und ich denke mir, also viel weiter kann das so eine AfD nicht ausreizen. So. Ja. Und also ich würde sagen, klar ist das... nervt das und ich meine, wir sind hier, wo ich zu einem Festival gefahren bin, man fährt durch Städte wie Eisenach und denkt sich, ja, hier sind gerade nur Wahlplakate von Die Heimat und von AfD. Ja. Und das ist auch megamäßig zum Kotzen und scheiße. Aber ich denke mir dann manchmal, ey, die scheiß CDU, die hat uns so viel Steine in den Weg gelegt, viel schlimmer kann es nicht werden. Ja. Also, natürlich kann es immer noch ein Stückchenweise schlimmer werden, aber lasst euch da bitte nicht entmutigen dadurch. So, das sind auch nur irgendwelche Drecksäcke, die dann halt im Stadtrat sitzen. So. Die werden halt einfach, die schieben sich gegenseitig ihre Aufträge hin und her. So. Und das ist halt einfach ein scheiß Stadtrat. Ich fand es ganz spannend. Du hast es ja auch sehr klar und sehr deutlich gemacht, dass für dich eigentlich nie auch zu Raum stand, jetzt wegzuziehen aus Limbach oder Frohnau, genau, also das ist nicht so. Und ich fand es auch spannend, also mit vielen, denen ich hier gesprochen habe, die hier aktiv sind, die in der Kommunalpolitik aktiv sind, die irgendwie Aktivistinnen sind, die haben das auch gesagt, es steht gar nicht zur Debatte, wegzuziehen. Und ich hab da einen großen Respekt vor, weil wie geht es dir, oder also, aber viele haben auch erzählt, ne? Also Tweety zum Beispiel oder der hier das veranstaltet oder auch andere haben erzählt, natürlich gehen aber auch viele weg, ne? Und man kann es ihnen auch nicht zum Vorwurf machen. Wie ist das aber, also, oder naja, gut, du lachst. Ich kenne das ja selber, also ich habe das auch oft, kommt vielleicht bei dem Podcast auch ein bisschen raus, dass ich das manchmal Leuten so zum Vorwurf mache. Es ist halt, ich glaube, einfach auch eine Frage mit, wo siehst du deine Zukunft auch in dieser Stadt und halt auch zu sagen, ey komm, wir haben ja zum Beispiel jetzt ein Projekt, also das Beste ist, also das beste Rezept dafür, dass Leute da bleiben, ist, hab irgendein Projekt, hab irgendwas auch immer in der Stadt, was dich, mit denen du dich identifizierst, mit denen du, was dich dort bindet an diesen Ort und das cool, also cool, aber du siehst halt auch, also du kriegst eine Resonanz auf die Sachen, die du machst, weil halt einfach so eine Stadt mit 20.000 Einwohnern, es wird einfach immer, irgendjemand wird dich auf irgendwas ansprechen und du kannst mit Menschen arbeiten, du kannst denen deine Position einfach auch verklickern und halt auch mal sagen, du redest mit Leuten oder musst halt dich mit Leuten einfach rumärgern, die nicht deiner Meinung sind und die vielleicht von deiner Meinung überzeugen. Wenn die gut ist und vielversprechend, dann klar, sind nur manchmal Dödel so oder Trottel so, aber eigentlich wird die dann auch oft angenommen. Und wenn man, also man hat dann halt auch manchmal einen guten Stand, wenn man halt irgendwie was in der Stadt macht, was Konstruktives, was aber trotzdem, also ich finde, es darf auch trotzdem gern radikale Inhalte rüberbringen, die eben trotzdem der Mehrheit der Gesellschaft zugutekommen. Okay. Es ist spannend. Ich hatte mit Philly von Hackmack ein ähnliches Gespräch. Der hat auch nochmal so ein bisschen aus Eisenach erzählt. Ja. Und der hat
auch ganz wichtig, hat er gesagt, also das, was uns fehlt in Eisenach, ist eine Anlaufstation für eine linke Subkultur, also die sich für Jugendliche. Okay. Der meinte, also es gibt für die Nazis haben da ihre Heimatzentrale. Bullseye oder wie das heißt. Genau. Und er meinte ganz wüst, also er meinte ganz übel, weil die haben halt da den Ort, wo sie die Leute catchen können und wir nicht. Vielleicht noch als letzte Frage, weil es mich einfach interessieren würde aus Neugierde. Leute wie Philly und auch Tweety, die sind alle auch kommunalpolitisch, oder auch andere Leute, ja, mit denen ich hier, die sind alle auch kommunalpolitisch überwiegend für die Linke aktiv. Du hast gerade selber dafür ein sehr starkes Plädoyer gegeben, sich aktiv einzubringen. Ist das auch, wäre das auch was für dich? Also würdest du sagen, naja, ich könnte mich auch, können mir auch überlegen, so stadtratsmäßig, kreistagsmäßig unterwegs zu sein? Also wir haben in unserem Verein eine Person, Lisa Grobe, die ist auch Stadträtin, ja, in Limbach. Und ja, also sind zwar, die haben so eine Fraktion mit Linke, Grüne und SPD, sind insgesamt 4 Leute. Ja. Aber ja, das will ich auch gar nicht in Abrede stellen, dass man sich da nicht engagieren kann, auch im Stadtrat, ja, weil man kriegt ja auch ganz viele Informationen, die wirklich, ja, nützlich sind für die eigene Arbeit und, ja, man kriegt mit, wer hat mit wem zu tun und alles, ja, selbst wenn man halt in der Minderheit ist, ja, dort im Stadtrat. Aber ja, das will ich auch niemandem absprechen und ich finde es auch cool, wenn sich da Leute engagieren, halt gerade dieses kommunal irgendwie versuchen, da vielleicht mal noch den einen oder anderen Euro, ja, für eine coole Sache abzugreifen. Ich glaube, ich sehe halt dieses Politikding sehe ich dann eben auf Landtagsebene wie auch auf im Bund sehe ich dann natürlich auch wieder anders so, ja, aber kommunal auf jeden Fall, so macht euer Ding, engagiert euch und organisiert euch, das ist auch ein Grad von Organisation und versucht da irgendwie eine Gegenmacht aufzubauen gegen die ganzen, okay, Drecksäcke, die da irgendwie auch in dem scheiß Stadtrat sitzen. Letzte Frage, oder jetzt wirklich die letzte Frage, musikalisch. Resistenz 32 hat es ja auch angekündigt werden, aufgrund der Babypause jetzt erstmal ein bisschen runterfahren. Ja. Wie sieht es jetzt aus mit Damaged Live? Habt ihr aufgenommen? Das hat ihr nämlich zumindest, hast du zumindest angekündigt? Wir haben aufgenommen. Okay. Haben tatsächlich jetzt ein Demo aufgenommen und sollte dann, also wir haben bei unserem Schlagzeuger, der auch bei Resistenz der Schlagzeuger, ja, ist, bei Till, ja, haben wir in seinem Studio Krachlabor aufgenommen. Und sollte dann hoffentlich in 2 Wochen vielleicht dann mal auf Bandcamp irgendwie rauskommen. Und okay, vielleicht machen wir auch eine kleine 7-Inch-Platte. Das wäre, okay, mein Traum. Aber hast du schon bei Martin und Chrisler angefragt? Ich muss schon ranklappen. Nichts vorwegnehmen jetzt. ja, jedenfalls macht das irgendwie Spaß. Ich bin der Bassist Sven, ja, mit dem habe ich ja schon bei Once Have a Head gespielt. Ja. Und es ist einfach eine entspannte Band. Ich sage immer, eigentlich nimm mehr als 3 Leute in eine Band. Mehr Leute brauchst du nicht. Ja. Weil das macht einfach ganz viel unkomplizierter, irgendwo hinzukommen. Ich kann mit meinem Skoda Fabia dorthin fahren. Und es ist einfach sehr entspannt. Und wir haben jetzt, glaube ich, 4 Konzerte, okay, gegeben insgesamt. Und werden dann halt im Sommer noch ein paar mehr geben. Und es ist einfach schön, mit den Leuten Musik zu machen. Und genau. Na, da bin ich mal gespannt, was es da zu hören geht. Das hat mich auf jeden Fall schon neugierig gemacht, zumindest was du da erzählt hast im Podcast. Genau, weil ich glaube, das ist tendenziell eher meine Sache als zum Beispiel One Step Ahead tatsächlicherweise. Wir waren übrigens aber mal Labelmates. Ich habe mit meiner alten Band Ein gutes Pferd auf Riot Bikes auch veröffentlicht. Okay, deswegen kenne ich auch... Hä? Und deswegen kenne ich halt auch Martin und Chrisler. Also schöne, okay, Grüße an euch beide. Genau. Vielen Dank, lieber Robert. Nochmal auch, ich habe wirklich tiefen Respekt. Von Respekt kann man sich nichts kaufen, das weiß ich auch. Aber die Wertschätzung und Anerkennung, die ist auf jeden Fall da. Und das kann ich übrigens auch sagen, Todeskommando Atomsturm, mit dem ich gestern gesprochen habe, die auch ja vor kurzem bei dir, genau, gespielt haben, haben das auch nochmal betont, dass sie das schon... Also ähnlich wie mir, sowas nimmt einen auch mit und es ist im positiven Sinne, glaube ich, aber auch etwas, was vielleicht man ja auch gut weitertragen kann. Auf jeden Fall. Alles klar. Danke dir. Schön. Ciao. Danke. Hi, Lukas Magdeburg, Lukas neben mir. Wir waren gerade bei Love A und ich würde sagen, ich habe die lange nicht mehr gesehen. Das war... Und jetzt darfst du den Satz zu Ende bringen. Ich fand, das war sehr freundlich. Also ich habe die auch seit 6 Jahren oder so nicht mehr gesehen. Früher sehr häufig.
Und ja, schlechter geworden sind sie auf jeden Fall nicht. Okay. Also ja, kann ich auch sagen. Ich fand es auch eine sehr sympathische Show. Auf jeden Fall. Also ich fand es auch richtig toll. Jörg wirkte, wir ging das zu sehr vielen Leuten, nicht so, als wäre das einstudiert, sondern als würde er das einfach so spontan machen. Ja, und ja. Das kriegen ja wirklich sehr viele Leute nicht hin. Vielleicht tut es denen gut, dass sie nicht mehr so viel spielen. Ja, ne? Vielleicht ist das dann alles ein bisschen entspannter geworden. Ja, fand ich auch. Was hast du dir vorher angeguckt? Tatsächlich gar nichts, weil ich an der Ballerbude stand. Ah, okay. Ich bin ja sehr krass, wie sagt man, nicht nur begeistert, sondern auch beeindruckt von dem Magdeburg-Sänger, der also bei Inner Conflict jeden Song mitsingen konnte. Ja, ja, aber... Und bei Love A eben auch, also enorm textsicher war. Tja, aber das sind ja die Fluffy-Punks, ne? Okay, also du aber meinst... Wer das quasi seit 20 Jahren macht, hat irgendwas gelernt dabei, also... Das heißt, du meinst, wir beide spielen quasi in der Regionalliga und er ist Bundesliga, oder wie? Also wenn du das jetzt so formulieren möchtest, lass ich das einfach mal so stehen. Okay, sehr gut. Die Frage ist, ob man da jetzt was Kompetitives draus machen muss. Muss man nicht, aber weißt du übrigens, jetzt gucken wir uns gerade Captain Planet an, da haben wir ja auch eine gemeinsame Geschichte zu. Stimmt. Du warst ja mal quasi mit dabei, als wir mit Captain Planet gespielt haben. Ja. Ich erinnere mich auch noch sehr, sehr gut daran. Ich lasse irgendwie so einen Backstage-Sturm, hab irgendwie Adorno gelesen für die Uni und dann wurde ich irgendwie angesprochen, ey Adorno, Mann. Adorno. This I remember. Very much. Und weißt du noch, wer dich angesprochen hat? Ich glaube, es war der Gitarrist mit Brille. Benny? Ja, Benny. Adorno, Mann. Interessant. Ja, du könntest ein Solo-Projekt machen, das heißt Adorno, Mann. Könnte ich machen. Einige Leute würden das vielleicht sogar von mir erwarten. Aber sehr gut. Alles klar. Dann, es geht los. Agnan Kid Joe kommt zu Eminem auf der Bühne. Schauen wir uns das mal an. Ja. Viel Spaß oder so. Oder so. Die besoffenen Schweine. Hä? Die besoffenen Schweine. Ja, das kannst du aber laut sagen, ey, die euren Kleinkinder. Hallo, ich sitze hier mit meinen All-Time-Favorite-Gästinnen, die wir immer wieder, wir treffen uns eigentlich einmal im Jahr hier, nächstes Jahr leider nicht wahrscheinlich. Aber ich vorverlegt. Nee, ich kann leider nicht an dem Wochenende, wo die da, das machen die ja an Pfingsten nächstes Jahr. Das schaffe ich, werde ich wahrscheinlich nicht schaffen, außer ich zeck mich hier irgendwie mit meiner Band ein. Egal, wie fandet ihr Captain Planet gerade? Sadoma. Okay, also... Ihr seid scheinbar keine Captain Planet-Jünger. Ich finde die gut, aber ich vergesse immer, mir die anzugucken. Ich habe mich gefragt, ob du auf der Bühne stehst, weil er sah von der Ferne aus wie du. Wer von denen genau? Nein, der Captain Sänger. Planet. Ja, der Kapitän. Der Arne, ja, das, also der, tatsächlich, ich würde das gerne sein, aber so singen wie der kann ich nicht. Und meine Stimme ist ja jetzt schon im Arsch, weil ich einfach nur mitgegrölt habe. Schade, sah aus wie du von der Ferne. Aber eine Textzeile zu schreiben... bist halt nicht der Typ, der wie Rambo an die Tanne springt. Ist schon einfach sehr, sehr toll. Ja, könnte von mir sein. Kann man anerkennen. Okay, dann schreibst du einfach das nächste Mal. Wir können aber eine ganze Platte kaufen. Also, und dann sehe ich, hier habt ihr eine AKJ-Platte gekauft? Ja, ich habe alle von denen und ich mag die. Es ist ja die schlechteste, beste Band der Welt. Und seit Album 1 drehen sich die Inhalte der Lieder im Kreis. Aber sie sind so nett, dass wir... aus Liebe zu den Menschen, die Platten kaufen. Aber es ist wirklich immer, immer das Gleiche. Okay, also ich lese jetzt nicht vor, was du mir gerade noch in der Nachricht geschrieben hast, oder? Na, das war das. Ich habe dir gesagt... Da hast du es noch ein bisschen direkter formuliert. Ja, es ist die schlechteste, beste Band der Welt. Da war nichts mit, ich hab sie lieb oder so. Na, das Beste ist, dass sie nett sind. Aber das Schlechte ist, dass sie einfach Texte gegen Hippies, gegen Altpunks, gegen die anderen schreiben und das auf 5 verschiedene Arten. Also das neue Album soll sich ja mit dem Rockstar-Leben auseinandersetzen und Leute, hier spielt gleich Adam Angst, hier brennt die Hütte. Okay, also ich kann nur sagen, ich muss dringend auf Toilette und ich brauche noch Alkohol, weil ich habe ja doch jetzt doch getrunken, egal. Wurscht, guckt ihr euch Adam Angst noch an? Auf keinen Fall. Wir drehen uns höchstens um da, wo wir jetzt sitzen. Okay, also ich hole mir was zu essen und dann schaue ich von ganz weit hinten und gucke mir Adam Angst an und denke die ganze Zeit, oh mein Gott, ist das eine Rockshow. Das ist sehr poppig halt einfach, gell? Nein, es ist einfach so Rock. Es ist so Lederhosen, dicke Eierrock. Aber man muss fairerweise sagen, es heißt Rock am Berg und nicht Punk am Berg.
falls Felix Hässlich Hand das hört. Habt ihr gehört, dass der Captain Pelzinger Rock am Ring gesagt hat? Nee. Leider nicht. Ich wollte auch bei AKJ noch sagen, es ist nicht jedes Jahr das gleiche selbe Line-Up, sondern alle 2 Jahre. Weil ihr nicht 2 Jahre in Folge spielt. Falls Felix Hässlich Hand das hören soll, das haben sich Leute eine Frau Potts Union gewünscht. Dann machen wir einfach mal das. Ja, da freut er sich voll darüber, dass du das jetzt sagst. Da denkt er so, yeah, geil, er das habe ich gebraucht. Er freut sich bestimmt nicht, wenn ich den Felix Hässlich Hand nehme. Also. Aber wahrscheinlich ist es auch einfach so, dass er denkt, yeah, Frau Potts, das war schon immer, ich will unbedingt eine Reunion. Das war jetzt der Tropfen auf dem heißen Stein, der die Reunion ins Rollen gebracht hat. Da können wir gerne mal mehr bedanken. So der Tropfen auf, leck mich am Arsch. Ich mache lieber Stadion. Wir werden sehen, was nächstes Jahr die Zukunft zeigt. Genau. Wenigstens kann er Eskabal noch nicht nochmal kaputt machen. Das ist ja auch gut. Gut. Haben wir das geklärt? Wir sprechen später weiter. Ja, ich muss mich eigentlich aufs Klo die ganze Zeit, aber ihr haltet mich auf. Ja, wir sagen dir dann, wie Björn Peng war und treffen uns bei der Aftershow. Du meinst, ich gehe jetzt so lange pullern, bis Björn Peng gespielt hat? Nee, aber du willst ja Adam Angst von hinten angucken und mir nicht. Nein, ich will mir Adam Angst von irgendeiner Imbissbude aus angucken. Es ist die Prostata, du kannst nichts dafür. Nee. Okay, ich kann nur noch verlieren. Mein Beckenboden hat gestern bei Pesco auch schon schlapp gemacht. Sag ich in aller Öffentlichkeit, muss normalisiert werden, wir alten Menschen. Okay, aber also mein Beckenboden ist gerade noch okay. Ich bin einfach nur, muss nur ganz dringend pullern. Na, dann geh du pullern und dann sehen wir uns später. Werden wir an deinem Angst aus der Ferne als Rock betrachten. Alles klar, danke für diese guten, weisen Worte. Okay, also kurz nochmal die Runde. Die Frage, ist Adam Angst, ist das eine belanglose Rockshow? Ja. Ja. Ich bin nicht begeistert. Okay, danke nochmal für die Einschätzung. Ich teile diese Einschätzung. Es ist wirklich echt langweilig. Also eben viel auch die Wortwahl affektierte Scheiße. Okay, ja, kann ich nachvollziehen. Ich habe sie nicht geäußert, aber... Ach, du hattest das Kabel nicht. Ich wollte die Umfrage zumindest mal erweitern. Okay, also das ist hier eine sehr gut recherchierte Umfrage. Obwohl es ja sehr subjektiv ist. Also viele Leute finden es ja auch cool. Ja, ich habe da... Wie wir, also, na, ihr seht das nicht, aber... Aber, seit wann ist Musikgeschmack denn objektiv? Ganz kurz, weil... Ja, Frage 100 Leute. Okay, also nur bei 100 Leute das gut finden, finde ich das jetzt nicht gut. Aber ja, es sind ein paar Leute da und feiern das. Nichtsdestotrotz, ich finde, es ist ziemlich belanglose Scheiße. Objektiv beste Band, eine andere. Alles klar. Gut, dann haben wir das geklärt. Ich bedanke mich und wünsche euch noch einen wunderschönen Abend.